herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream. Guten Abend. Guten Abend, da sind wir wieder. Nach dem Sommer, frisch erholt. Man glaubt gar nicht, der Sommer war schön, er war lang. Mhm. Und rechtzeitig haben die Temperaturen etwas zurückgeschraubt, dass wir Herbstgerichte für euch zubereiten können. Wir haben fünf hervorragende Gerichte ausgesucht. Es geht vom Perlhuhn über Wirsingrouladen mit Lachs, Rehbraten, Zwetschgenknödel, Teigtaschen mit Pilzfüllung. Alles, was das Herz begehrt. Ja. Ein paar Worte zu Beginn. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine Aktion in der Gruppe gehabt mit vergünstigten Angeboten. Vielen Dank für das zivilisierte Verhalten, für das Verständnis, für die Teilnahme. Und generell in der Gruppe wie immer danke für das super Verhalten von euch. Nur mit euch können wir die Gruppe machen von und mit euch lebt diese Gruppe. Genug der Worte, Franz, wir legen los. Es war in der Gruppe eine große Diskussion, was ist die Wurst, wo kommt sie hin, wo kommt sie her, was machen wir damit? Das werden wir heute alles verraten. Was? Also einen schönen guten Abend auch von meiner Seite und herzlich willkommen alle, die was jetzt da live zuschauen und alle, die was diesen Livestream später anschauen auf dem YouTube-Kanal, auch herzlich willkommen. Ihr könnt jetzt die Fragen stellen, gerne bei Martin, auch die Rosi im Hintergrund kann ein bisschen mithelfen beim Antworten. Und ja, wir werden loslegen. Wir haben ein buntes Programm und wie der Martin schon sagt, es war in der Gruppe schon ein bisschen so eine Frage. Cacciatore kennt vielleicht nicht jeder, weil unser erstes Gericht braucht diese Zutat. Cacciatore ist eine italienische Salami, eine Hartwurst und die gibt es in allen möglichen Geschmacksrichtungen und die brauchen wir auch für unser erstes Gericht. So, unser erstes Gericht wird nämlich sein Geflügel und wir haben jetzt uns da das so ausgedacht, dass wir entweder ein Wildgeflügel nehmen, das kann ein Rebhuhn sein, kann aber auch ein gezüchtetes Perlhuhn sein. Man könnte das Gericht auch machen mit einer Hühnerkeule. Nicht mit Brüste, also ihr nehmt am besten die Keulen. Warum nicht mit Brüsten, weil sie zu trocken werden? Ja, weil dieses Gericht, wir haben das jetzt aus einem speziellen Grund gemacht. Wir wollen die Keule machen und Hühnerkeulen kann man auch damit zubereiten, aber jetzt kommt in vielen Regionen die Fasanzeit, jetzt kommt die Rebhuhnzeit, die Perlhühner bis hin zu den Wachteln und speziell die Keulen. Die Keulen, die Schlögel, wie wir in Österreich sagen, die Keulen, die Haxerln, die sind natürlich ganz anders zuzubereiten und gerade beim Geflügel, was jetzt kein zartes Huhn ist, sondern ein bisschen ausgewachsenes Perlhuhn, Rebhuhn oder andere oder ein Fasan, die brauchen da ein bisschen andere Zubereitungsart. Und die machen wir und die kombinieren wir, dass die Haut sogar knusprig wird, was jetzt bei solchen Geflügelarten nicht so üblich ist. Machen wir es kurz. Die Rezeptur ist einfach. Ihr habt sie die Kurzrezepturen bereits. Martin hat die alle für euch online als PDF-Datei zum Ausdrucken heruntergeladen. Kann man ja herunterladen. Und es gibt es nicht auch in ganz exklusiven Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und heute wird es verfilmt. Was ich hier habe, ist ein Perlhuhn. Ein Rebhuhn ist noch ein bisschen intensiver von der Farbe, aber ihr bekommt vielleicht eher ein Perlhuhn. Warum? Warum die Farbe? Warum ist die Farbe so anders? Weil natürlich das Gefieder, also man sieht sogar noch ein paar so Federn, sieht man dann da oben. Ein Huhn ist hell, gelb, wenn es gut mit Mais gefüttert ist. Und bei einem Perlhuhn oder bei diesen Wildgeflügeln sind auch speziell, das werden wir jetzt da sehen, sind auch speziell die Keulen sind ein bisschen dunkler. Ihr könnt also die Keulen einzeln kaufen, aber gerade bei diesen Geflügelarten bekommt man die Keulen nicht, weil man kriegt sie im Ganzen. Also man schneidet die Keulen da ein bisschen runter und man wird jetzt auch da sehen, dass die Keulen schon ein sehr dunkles Fleisch haben. Obwohl es hier eigentlich ein gezüchtetes Geflügel ist. Ja. Warum ist eigentlich die Haut so dunkel? Weil das von der Rasse her stammt. Aha, ja, okay. Das ist von der Rasse her selber. Und man sieht auch hier diese Keulen, haben ein ganz dunkles Fleisch. Es ist ja so Wildgeflügel, Halbwildgeflügel. Und die schneiden wir ab. Die Brüste, wie gesagt, weil man kriegt ja, wenn man wirklich einmal so einen Fasan bekommt oder sowas von einem Jäger, habt ihr selten die Möglichkeit, dass ihr nur die Keulen bekommt. Aber das Auslösen wirklich ist nicht schwer. Man klappt also nur die Keule da so runter und kann das Haxerl da einfach ganz leicht abschneiden. Und das haben wir hier gemacht. So, schnell die Brust. Die Brust werden wir, entweder gibt sie Martin mit zum Essen, zum Anbraten. Jawohl. Und was wir auch machen können, die Brust werden wir nicht für was anderes zubereiten.
Wir sind ja morgen in Kärnten. Dann gibt es vielleicht auch der Bockhändler. In St. Veit. Genau, in St. Veit an der Glan ist morgen die AEG Kochzeit. Und da können wir auch die Brüste dann vielleicht panieren oder so Natur abbraten. So, das Flügel schneiden wir in dem Fall weg. Wir werden nichts wegschmeißen, ganz im Gegenteil. Und die Brust löse ich jetzt dann noch schnell ein bisschen aus. Macht man so einen Schnitt. Hat eigentlich das Huhn ein Wildgeflügel mehr Fettanteil oder weniger, weil es mehr Bewegung hat? Also sie hängt jetzt vom Geflügel ab. Eine Wachtel zum Beispiel ist ein sehr, sehr fettreiches Geflügel. Und man sieht also die eine Wildente zum Beispiel, eine Wildgans, die sind sehr fettreich. Und man sieht so ein Perlhuhn oder so ein Rebhuhn hat sehr wenig. Die Haut ist aber viel, sag jetzt einmal, intensiver oder viel fester als wie nur von so einem normalen Huhn. Aber heute geht es nicht um die Brust, heute geht es um die Keule. Und keine Angst, um ein ganzes Geflügel zu kaufen. Und wenn ihr es nicht ganz so schön auslöst, das ist immer ein bisschen eine Übungssache, da bleibt natürlich viel über. Und wir kaufen immer die ganzen Tiere. Erstens, weil sie natürlich wesentlich billiger sind. Viel Arbeit macht es nicht. Das da werden wir Martin mitgeben oder einpacken. Und das, was hier ist, aus dem machen wir uns gern ganz einen tollen einen Sud oder einen Fond. Weil wir haben ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Das heißt, wir haben ja heute schon mehrere solche Tiere ausgelöst. Also 4 Tiere haben wir bereits ausgelöst. Ihr nehmt da einfach noch ein bisschen Zwiebel. Den Bart schneiden wir weg. Wir machen nebenbei noch einen Hühnerfond. Zwiebel rein damit und es kann auch ruhig ein bisschen Kraut sein. Alles muss schön sauber sein. Das ist jetzt hier Wirsing und es kann auch ein bisschen Karotte, gelbe Rübe sein. Wir schneiden das in Stücke, sauber. Muss nicht unbedingt geschält sein, kann geschält sein, sauber muss es sein. Petersil, ein paar Kräuter, Wurzelgemüse. Dieses Blech im Übrigen war ausverkauft bei unserer Facebook-Aktion. Ja, weil es ein Hammer ist, dieses Blech. Ja, du hast das aber noch in deinem Shop. Wir haben noch ein paar lagern. Wir haben mal, glaube ich, 100 Stück gekauft im Februar. Es ist noch einiges da. Also alle, die nicht bei uns zugeschlagen haben, der Franz hätte noch was. Ein bisschen was ist noch da. Ja. So, Petersilwurzeln geben wir dazu. Und vielleicht ein bisschen da Lorbeer. Wir machen einen Sud, einen Fond. Niemals was wegschmeißen. Und darum ist dieses tiefe Blech da ideal. Ihr könnt auch einen Bräter nehmen, natürlich. Ein Schluck Weißwein, Rotwein würde ich jetzt nicht nehmen. Und wenn ihr jetzt da einen braunen Fond machen wollt, Heißluftgrillen, anbraten, bisschen aufgießen, dann ist der Fond braun. Wir machen einen hellen Fond, geben da ein bisschen am Weißwein dazu und noch Wasser. Salzen bitte die Fonds nur ganz wenig, weil es kann ja sein, dass der Fond dann später stark eingekocht wird. Und somit, da haben wir noch die Flügel, die geben wir da dazu, die geben Geschmack. Und noch Wasser dazu. Und die Rosi wird uns das da drinnen dann jetzt dämpfen. Die gibt jetzt dann noch 1-2 Liter Wasser dazu. Und mit den ganzen Aromaten werden wir das jetzt ungefähr so 1,5 Stunden dämpfen. Rosi gibt nur 1-2 Liter Wasser dazu. Dann werden wir für alle die Fragen beantworten, die was auch einkochen wollen. Weil wir werden die Fonds dann später in Gläser einkochen. Gut, also wir haben also hier unsere Haxerln. Schneiden wir hinten das da ab, das da schmeckt nicht so toll. Jetzt, wir wollen, dass das auch am Teller schön ausschaut und damit ein Haxerl am Teller schön ausschaut, ist es vom Vorteil, wenn man also da hinten die Knochen ein wenig anschneidet. Jetzt kann man das nämlich hinten hier abziehen und man sieht, die Sehnen haben sich jetzt hier gelöst. Vorne kann man das ein bisschen abschneiden. So. Ein bisschen abschneiden, dann zieht sich das nämlich da hinten über die Knochen ein bisschen darüber hinweg. So, dann sieht es am Teller ein bisschen netter aus, wenn da, man nennt es auch so ein bisschen passpolieren, wenn hinten der Knochen so schön dann raus, am Teller dann so da ist und nicht irgendwie so das Ganze dann so. Lassen wir es mal so, damit man den Unterschied sieht. Also man sieht, es ist da netter. Also es schaut schöner aus. Genau, also ihr könnt es vielleicht, wenn ihr es bekommt, in Stücke kaufen. Man sieht, es ist richtig schön fest und das Fleisch braucht auch eine spezielle Garung, braucht nicht nur so schnell ein bisschen gebraten werden. Was wir jetzt machen ist, wir machen die Zubereitung mit Chianti. Das Gericht ist also so eine Art Mischung, das darf ich euch gerade so geben, die Rosi schweißt das noch ein bisschen dann ein.
Das ist jetzt eine, euch ist sicher das Gericht bekannt, vielleicht habt ihr es schon mal gekocht, das Coq au Vin, ein französisches Gericht. Da wird also in Rotwein wird das eingelegt und wir haben diese Zubereitungsart genommen und haben sie kombiniert mit einer anderen Zubereitungsart. Bei einem Coq au Vin wird also das Huhn eingelegt in Rotwein, in Gemüse und das machen wir jetzt, also wir legen das Ganze jetzt einmal hier so weit ein. So schaut es, Moment, nehmen wir das einmal so, ja, hopp, legst es nochmal so ein bisschen raus. Einlegen, in irgendeinem Bräter, in irgendeinem Topf, in irgendeinem Gefäß. Tomaten, wir haben hier geschälte kleine Tatorina-Tomaten, gehen auch gewürfelte Tomaten. So, da haben wir noch ein bisschen auswaschen. Jawohl. Wir haben dann hier, na, ich habe schon da. Ja. Dann, also tust du mit das anderen auswaschen? Ja, komm, ein bisschen Wasser. Willst du mit Wein auswaschen? Hätte ich jetzt auch gemacht. Dann wasch mit Wein aus. Wir haben dann Rotwein, mit dem waschen wir aus. Es ist ja im Chianti geschmort. Man muss ja dazu sagen, das Gericht ist jetzt nichts, ich sage, für zarte Genießer. Wir haben wahnsinnig viel Aromen da drinnen. Rotwein, Tomaten, wir haben Thymian da drinnen, wir haben Lorbeer da drinnen und auch ein wenig Tomatenmark. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. 4 Teelöffel steht also hier in der Rezeptur. Knoblauch kann es auch sein. Den Knoblauch, es ist ein sehr rustikales Gericht mit sehr intensiven Aromen. Aber einfach zuzubereiten. Dann, sehr, ne? Einfach zuzubereiten. Aber es muss das Ganze jetzt hier mal über Nacht, so wie bei einem Coq au Vin, über Nacht ziehen im Wein. Weil der macht irgendwas. Der Wein macht irgendwas vom Fleisch, damit es ein bisschen mürber wird. Okay. Weil wir reden ja nicht hier von einem Huhn. Wir reden ja hier von einem von Wildgeflügel oder gezüchteten Wildgeflügel. Ein bisschen Möhren, ein bisschen Karotten. Ich will mal schnell ein bisschen da, einfach da ein bisschen schneiden, schälen. Schäl das einmal da ein bisschen ab. Brauchen nur ein paar Stücke und es wird ganz grob geschnitten. Das ganze Gericht wird ja dann später geschmort, wenn wir dann sehen. So, schäl das einmal ein wenig ab. Die gelben Rüben sind nicht toll, weil die natürlich rausstechen von der Farbe. So, weil die nicht da rausstechen von der Farbe. Und es kann wirklich hier richtig rustikal geschnitten werden. Man sieht ruhig so einen halben Zentimeter. Das Ganze langt hier für 4 Personen. Also eine gelbe Rübe, eine Karotte. Und Oliven. Ihr könnt schwarze nehmen, ihr könnt grüne nehmen. Kann man die weglassen, theoretisch? Weil natürlich. Ist kein Problem, aber theoretisch kann man sie weglassen. Selbstverständlich. Das ist nicht kriegsentscheidend. Nein, so nicht kriegsentscheidend. Aha, okay. Ja, überhaupt nicht. Ja. Und wenn man sagt, ich mag keine Hartwurst zum Geflügel, dann lass sie weg. Mir schmeckt sie, ich finde sie perfekt. Aber es ist ein Gericht, was sehr intensive Aromen hat. Also, Cacciatore heißt übersetzt, wer es eingibt im Internet, so Jäger nach Jägerart. Und wenn jemand eingibt, zum Beispiel Huhn mit Chianti im Internet, dann wird das sehr schnell auf das Gericht kommen, Bollo Cacciatore. Das hat nichts mit diesem Gericht zu tun. Ein Bollo Cacciatore ist nichts anderes ein Huhn nach Jägerart. Auch da ist Wein auch drinnen. Aber wir geben diese Wurst dazu. Hat also nicht jetzt mit diesem Gericht zu tun. Manchmal lässt sich die Haut sehr gut abziehen, manchmal muss man sie ein bisschen runterschneiden, je nachdem wie hart die Wurst ist. Und diese Wurst wird sehr viel Geschmack in das Fleisch geben und manchmal ist Wildgeflügel sehr intensiv im Geschmack, je nachdem was ihr bekommt. Ja? Und wenn es so intensiv im Geschmack ist, kann man mit der Cacciatore den Geschmack wunderbar lenken. Nebenbei würzt es sehr intensiv und wir werden da grobe Stücke da schneiden. Wenn das theoretisch in Spanien gekocht wird, kann man Chorizo nehmen? Ja, geht super. Ja. Ja. Und wenn jemand sagt, ich kriege das alles nicht bei uns, hat der Supermarkt nur eine Salami. Salami gibt es überall. Ja, und wenn man es nicht mag, es ist nicht kriegsentscheidend. So, das da geben wir dazu. Wein, Rotwein. Also man braucht da ungefähr 100 Milliliter pro Person. Klingt sehr viel. Aber was ist 100 ist Milliliter pro Person? Klingt ja. Sehr viel, ist es auch. Ja, 100 Milliliter. Wenn jemand sagt, um Gottes Willen Wein, ja, man kann wieder ein bisschen verdünnt mit Johannisbeersaft, kann man machen. Ja, weil es kommt nämlich auch ein bisschen Zucker dazu. Wer verdünnten Johannisbeersaft nimmt, lasst keinen Zucker dazu. Der Zucker ist auch wichtig, damit es ein bisschen besser einzieht.
Und damit es natürlich auch ein bisschen eine sämige Soße wird, geben wir da jetzt ein wenig Stärke? Nein, Mehl dazu. Mehl. Weil wenn man Stärke nimmt, Stärke bindet zwar, aber der Rotwein, was da drin ist mit der Säure, wird die Stärke ja ein wenig, die verliert sich die Bindung. Die Stärke haltet da nicht so viel. Ist es egal, ob man griffiges Mehl nimmt? Ja, das ist jetzt egal. Griffiges Mehl klumpt halt nicht so, das ist ein bisschen geschickter. Ja. So, wir lösen das Ganze ein bisschen auf und in dieser Marinade machen wir nichts anderes. In dieser Marinade werden wir das da einlegen. Wir werden es nicht salzen, wir werden es nicht pfeffern, das kommt später. Ja. Wir werden das da einlegen und so legt ihr das ein mit der Haut nach unten, legt ihr das da ein und lasst es über Nacht im Kühlschrank stehen. Ja, es geht sich wunderbar aus, ja, in den tiefen Geschirr oder hier. Ja, so, schön drunter, dass es schön alles schön bedeckt ist, damit der ganze Marinade einziehen kann. So wie man es immer so macht mit so Gerichten in dieser Art. Auf dieser Seite ist schon was mariniert. Damit wir gleich fortfahren können, also an den Tag vorher fängt es an, am Vorabend und für den nächsten Abend, so mindestens 12 Stunden, soll das Ganze eingelegt sein. Martin, das darf ich kurz einmal dir so geben. Jawohl, ja, Knoblauch, alles haben wir da, Tomatenmark braucht man immer, den auch nicht mehr, das ist erledigt. Ja, das geben wir dann der Rosi, das kann man dann für morgen dann weiterkochen. So kommt es jetzt in den Kühlschrank. Abdecken, fertig. Ich habe ein wenig vorgearbeitet. Ich habe es aber nicht gestern eingelegt, weil ich das Geflügel erst ganz frisch heute in Wien geholt habe. Und wenn jemand sagt, gibt es auch Tricks, wie man das Marinieren beschleunigen kann? Ja, die Tricks gibt's. Das ist halt das Herkömmliche. Es gibt aber moderne Techniken. Tja, und da kommt wieder unser Vakuumiergerät ins Spiel. Also man kann natürlich das genauso so machen im Vakuumiersack. Allerdings braucht man, wenn man so arbeitet, eine Vakuumiermaschine, eine Kammermaschine, damit es die Flüssigkeit nicht auch innen zieht. Also es geht nur mit den hochwertigen Vakuumiermaschinen. Dann kann man das in wenigen Stunden so vakuumieren. Also das ist nur vakuumiert oder diese Marinierfunktion genommen? Nein. Bei der Vakuumierung? Ja, könnte man auch nehmen. Das könnte man auch. Also wenn jemand sagt, ich habe eine Marinierfunktion nicht, was die AEG Vakuumierschublade hat, genau aus diesem Grund, ja, kann man das also normal vakuumieren oder der Wildmetzger kann es vakuumieren, wenn er das macht mit der Flüssigkeit. Mit so Haushaltsgeräten, wo nur ein Balken ist, mit den einfachen Geräten geht es nicht. Wegen der Flüssigkeit. Wegen der Flüssigkeit, aber wenn ich jetzt die Marinierfunktion habe, dann ist das gleich. Wie lange dauert dann das Marinieren? Genau, wenn ich die Marinierfunktion habe, nehme ich meinen ganzen Behälter, stelle den Behälter in die Vakuumierschublade. Die Marinierfunktion dauert, ich sage jetzt einmal, so 15, 20 Minuten. Ohne Deckel stellt das rein? Ohne Deckel. Also die Marinier, man würde das ganze Geschirr so nehmen. Man würde das ganze Geschirr so nehmen, man würde es in die Vakuumierschublade geben. Okay. Ja, man würde die Marinierfunktion einschalten, die gibt es, also die oberste Funktion, drückt da drauf und bei dieser Marinierfunktion, das ist ein pulsierendes Vakuumieren, da wird vakuumiert, das Vakuum wird 2-3 Minuten gehalten, dann geht es wieder, das Vakuum wieder weg, dann beginnt das Vakuum wieder, so ein Zyklus ist es. Das Ganze dauert in etwa so an die 10, 20 Minuten. Das kann man ruhig einmal, zweimal wiederholen. Man hat ja währenddessen nichts zu tun. Die Maschine macht es von selber. Dann wäre das innerhalb von 20 Minuten, einer halben Stunde alles erledigt. Was normal eine Nacht dauern würde. Was normalerweise über Nacht dauert. Okay. Und das hat einen sehr großen Vorteil, also einen zeitlichen Vorteil. Okay. Ja, das wäre Alternative, die praktische Sache, wie es früher war. Das wäre die, was solche Maschinen haben, wo man vakuumieren kann mit Flüssigkeit. Wer es ganz modern hat, also die andere Möglichkeit, und wer kein Kunststoff will, ja, gibt es auch mittlerweile, ihr braucht es nur eingeben. Wir verkaufen es nicht, aber im Internet verkauft man es. Vakuumierbehälter, auch die kann man reingeben. Auch da kann man mit der Maschine einfach das Vakuum abziehen. Das würde auch damit einfachere Maschinen geben. Wir haben dasselbe gemacht wie hier. Also jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Wenn das vakuumiert ist, also rauskommt, egal welche Technik ihr anwendet. Ja, genau. Nicht, dass man mitkochen. Genau, wer kein Problem, der haltet das aus. Ja. Ja, also gibt es alle Möglichkeiten. Und am nächsten Tag dann macht ihr nichts anderes. Ihr gebt das Ganze
In dem Fall liegt das ja schon da drinnen. Ja? In dem Fall ist es ja so, dass das ja alles schon da drinnen ist. So. Nimmt man das und man legt die Hautseite nach oben. Nachdem das alles vakuumiert ist, legt man die Hautseite nach oben und alles schön nach unten. Warum die Hautseite nach oben? Weil wir wollen jetzt gleichzeitig dünsten, also schmoren, damit es da dahin schmurgelt in dieser Soße. Und wenn es kocht, wird die Bindung kommen vom Mehl. Die ganzen Aromaten werden sich verbinden und oben die Haut werden wir mitgrillen. Wir werden also mit dem AEG-Dampfbackofen gleichzeitig schmoren und dünsten und gleichzeitig grillen. Und deswegen haben wir das Gericht gemacht, damit man es so ein bisschen sieht, wie man gleichzeitig das schmoren kann. Weil ein coq au vin ist nicht knusprig. Unsere Version von dieser Art ist auf einer Seite knusprig. So, gesalzen haben wir es bis jetzt noch nicht. Also werden wir jetzt die Haut salzen. Damit es knuspriger wird. Ja, sagen wir mal so, es knuspriger wird es vielleicht nicht mehr, aber es ist einfach, wenn man in die Haut reinbeißt und es ist ein bisschen salzig, hat es einen schöneren Geschmack. Pfeffer, ja, würde ich jetzt da vielleicht ein bisschen eher in die Soße geben, könnte man auch davor schon ein bisschen mitgeben. Ich gebe mir jetzt ein bisschen daneben hin, nicht, dass der Pfeffer vielleicht auf der Haut oben ein bisschen verbrennt. Oder ich kann auch die Pfeffer schon davor hingeben, habe ich ganz vergessen. Gut, das nehmen wir. Eigentlich ist es simpel. Über Nacht marinieren, nächsten Tag rausnehmen, Haut nach oben, bisschen drüber salzen. Multidampfgarer, AEG-Dampfbackofen ist nicht einmal vorgeheizt. Welchen wir nehmen, spielt keine Rolle. Dankeschön. Wir nehmen am besten den mittleren Einschub. Dann haben wir unten die Beilage noch schön Platz. Stellen das auf den mittleren Einschub und schalten jetzt die Funktion ein, Heißluft grillen. Heißluftgrillen schalten wir ein, Ofenfunktionen, Heißluftgrillen. Warum nicht vorheizen? Weil das da gar nicht notwendig ist. Heißluftgrillen, in meinem Rezept steht 190 Grad, insgesamt dauert es eine Stunde. 190 Grad, eine Stunde dauert es vom Kaltstart, 190 Grad. Natürlich, wenn man es weiter oben reinschiebt, wäre vielleicht auch besser ein bisschen weniger Temperatur. Wir werden es beobachten. Nicht jede Geflügelhaut bräunt gleich intensiv. 190 Grad, eine Stunde, ich stelle schnell die Uhrzeit ein, eine Stunde stelle ich ein. Aber wir wollen auch die Beilagen noch gleich dazu machen. Aber nicht sofort dazu machen, nicht sofort mit gleichzeitig zubereiten. Warum? Weil das würde zu lang dauern, unsere Beilage, die hat keine Stunde Garzeit. Eine Stunde, 190 Grad, Heißluftgrillen. Ist also das Rezept, in einer Stunde können wir essen. Und unsere Beilage heute da dazu, die werden wir nach 20 Minuten dazu schieben. So, also entweder Kurzzeitwecker einschalten, ich sage jetzt bei dem Gerät einfach, ich lasse mich erinnern, ja, dieses Gerät hat noch eine zweite Uhr und sage also hier Garzeit eine Stunde was eingestellt. Was gibt es als Beilage, Franz? Kurzzeitwecker haben wir auf 20 Minuten. Als Beilage gibt es, weil das Gericht ja doch Cacciatore, Tomate, Oliven, sehr italienisch ist, das da. Das wird immer aktueller, das wird immer präsenter, das liest man immer öfter auf Speisekarten und es kommt klassischer aus Sardinien. Man nennt das, jetzt hast du mich zu schnell gefragt, Fregola, jetzt habe ich es fast vergessen, Fregola nennt man das, das sind ganz kleine Kugeln aus Hartweizengrieß. Werden auch geröstet, sind so ein bisschen braun, gibt es im guten Supermarkt, im Internet, überall. Jeder, der italienische Lebensmittel verkauft, wird sowas haben. Ist eigentlich ganz simpel. Fregola wird gemacht aus Hartweizengrieß, also da, woraus auch Teigwaren hergestellt werden. Schneiden das oben ab. Wir brauchen nichts anderes. Wir nehmen eine Tasse von den Fregolas. Wenn ihr sagt, ich bekomme das nicht. Sind die schon geröstet? Die sind geröstet, ja. Man sieht, die sind ein bisschen zu braun, die sind ein bisschen geröstet. Man kann im Internet, wenn man da schaut, selber herstellen. Ich habe es probiert, also ich bin noch nicht sehr glücklich mit meinen Fregolas. Die muss man da so rühren, da kommt ganz wenig Wasser und dieser Hartweizengrießmehl wird dann so gerührt, damit es kleine Krügelchen gibt und die werden dann
in Öfen getrocknet, leicht geröstet. Vielleicht kann man das ganz kurz einmal so halten für die Kamera, dass man das sieht. So schaut es aus. Gibt es, wie gesagt, im... Und wenn ihr sagt, ich habe das nicht, gibt es eine Alternative, ich mag das nicht nebenbei, kostet es auch relativ gutes Geld gegenüber jetzt von anderen Nudeln oder Teigwaren. Eble, Zartweizen. Eble. Zartweizen könnte man genauso nehmen. Der Unterschied ist nur, dass beim Zartweizen die Garzeit wesentlich kürzer ist. Werden wir später besprechen. Geht das roh? Na, eigentlich nicht, aber was geht, wenn man eine Schublade hat, dass man das wieder zuvakuumieren kann. Ja? Und das ist das Praktische von Vakuumierschubladen. Zack, wieder zumachen, wer weiß, wenn wir es brauchen, vakuumieren wir das und die Sache ist erledigt, damit es schön frisch bleibt. Eine Tasse Regula oder eine Tasse, ich sage jetzt einmal, wenn es jetzt der Zartweizen, der Eble ist, und danach werden wir da 3 Tassen Flüssigkeit dazugeben und beim Zartweizen entsprechend weniger. Ein paar Gewürze, ein paar Kräuter dazu und das Ganze kommt also, eine Stunde wird es gegart und nach 20 Minuten kommt es dazu und wenn es der Zartweizen ist, später. Und dann sollte das Gericht fertig sein. Sehr einfach, finde ich. Jetzt sind wir schon fertig mit dem ersten Gericht. Das heißt, insgesamt braucht das Huhn eine Stunde 20? Nein, eine Stunde. Also nach 40 Minuten kommt es dazu und dann ist es fertig gleichzeitig? Ja, eine Stunde bleibt es drinnen und nach 20 Minuten kommt der Fregula dazu, weil der hat eine relativ lange Garzeit und dann bleibt er 40 Minuten drinnen. Ah, 40 Minuten bleibt ja, das genau. drin. Okay. Und wenn man das jetzt mit Ebli macht, man könnte es auch mit Reis machen. Reis würde gleich lang brauchen und der Ebli, der Zartweizen, braucht halt weniger. Sogar Linsen. Wäre eine tolle Sache. Die kleinen Berglinsen würden auch ganz toll schmecken. So, das da haben wir wieder zu. Das ist das Tolle von so Vakuumiergeräten. Also man sieht, da ist alles wieder zu. Das passt wunderbar. Da fällt nichts raus. Das da passt. Ist eine schöne Sache. So, erstes Gericht ist im Laufen. In einer Stunde können wir essen. Kommen wir gleich zum Gericht Nummer 2. Und das, wir bleiben jetzt da wieder beim Wild. Und zwar machen wir einen Rehbraten. Einen ganzen Rehbraten, also einen ganzen Rehbraten mit der Keule. So ein Rezept haben wir schon, gibt es schon. Wenn jemand sagt, mein Jäger bringt mir eine ganze Keule mit dem Knochen, mit den Stelzen, mit den Haxen, das Rezept haben wir schon. Heute machen wir eine ausgelöste Rehkeule. Ich zeige es euch einmal da hier einfach so her. Ausgelöst also, hinten der Knochen ist also ausgelöst. Wunderbar schön, eine ganze Rehkeule, bislang schaut viel aus, 1200 Gramm in etwa haben diese Rehkeulen. Bis der Garverlust ist, langt es genau für 4 Personen. Beim Thema Wild fällt uns natürlich ein, die liebe Urte, ein treues, liebes, gutes Mitglied unserer Gruppe, ist rechtzeitig aufgeweckt worden zum Livestream von ihrem Mann, habe ich gelesen, sie schlaft um die Zeit schon, das Alter, liebe Urte, ha, na, Spaß, passt schon. Danke für deine Teilnahme auch. Dann ist noch dabei die Christine, die Kerstin, die, also alle, die immer wichtige Beiträge leisten in unserer Gruppe und uns helfen. Dankeschön. So, hab noch einmal schnell das rotes Blech. Fleisch. Ja, rotes Fleisch, Geflügel. Wir wollen jetzt Geflügel und Fleisch schneiden auf einem Blech. Fangen wir an mit einem Rehbraten und mit 2 verschiedenen Beilagen. Ein Rehbraten mit einer guten Soße. Und dazu auch noch so Polenta, knusprigen Polenta und Rahmkohlrabi. Alles soll gleichzeitig fertig sein. Alles werden wir nacheinander reinschieben. Man kann in Ruhe vorbereiten. Und wenn die Gäste da sind, ist das Essen fertig und ihr sitzt am Tisch. Das wäre der Plan. Also, wir brauchen dazu, wir werden wieder anfangen mit unseren, wir werden sogar das Fleisch werden wir im Multidampfgarer anbraten. Man kann es am Herd anbraten, wenn man das will, kein Problem. Wenn jemand sagt, es riecht unangenehm, es spritzt vielleicht am Herd, wir werden es da drinnen anbraten. Ihr könnt beide Versionen wählen. Fangen wir an. Wir brauchen Soße, wir brauchen einen Fond, wir brauchen natürlich eine Soße und dann wir nehmen jetzt da wieder richtig schön rustikal Wurzelgemüse, gelbe Rüben, Karotten. Wer das ganze Gemüse dann später mitessen möchte, der sollte auf alle Fälle das schälen. Wir werden das dann ein wenig abpassieren. Warum schälen? Ja, weil... Ja. Putzen?
Kann man auch. Ja? Aber ich, wenn jetzt, was ist mit Hämmer in der Schale, ist so etwas Wichtiges drin. Oder? Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, und bei Karotten allem, nicht. Ja, und auf der Schale kann eine Erdbehaftung oben sein. Also wenn man okay. das hat, ganz sauber bürsten. Aber eines ist klar, wenn die Karotte mit der Schale dann am Teller so oben liegt und daneben das teure Fleisch, na gut, rustikal ist in Ordnung. Ja. Okay, also aber wenn man schneiden. Das so will, wie im schönen Restaurant, dass da eine schöne Soße um ist, mit einem Glanz um ist, werden wir das abpassieren. Ja, und wir geben aus fachlichen Gründen die Schale in dem Fall runter, aus Sicherheitsgründen. Das ist da drinnen. Was wir wieder brauchen, ist ein wenig Mehl. Das ist aber Stärke, oder? Das ist Stärke, ja. Kann aber auch ein wenig Mehl sein. Da hat sie Mehl. Ja. Mehl und Stärke. Ja. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Diese Stärke wäre für den Rahmkohlrabi gewesen. Also Entschuldigung. Ja, jetzt, ihr nehmt da Mehl, weil das Mehl wieder mit Wein, da haben wir wieder ein bisschen, da nützt nicht viel. Das heißt, wir brauchen noch Stärke für den Rahmkohlrabi. Genau, also weil die Stärke nützt da nicht viel, aber wenn der Wein reinkommt, das war jetzt. Ja. Wir mischen das schön durch, damit sich das schön verteilt. Das ist wichtig für die Bindung. Ja. So, also mal ein bisschen anderes. Nichts passiert, die Stärke ist wieder da. Genau, also einen Bräter nehmen, ja, oder einen Behälter nehmen, die Sache ist erledigt, dann nehmen. Wir brauchen ein bisschen Tomatenmark für die Farbe. 1, 2, 3, 4 Personen, ja, haben wir das Tomatenmark da. Und da sind wir eigentlich schon so gut wie fertig. Wir mischen das richtig schön durch, weil das Tomatenmark haftet jetzt richtig auf den Mehl oben fest. Und damit es da nicht in den Ecken liegt, mischt man das so ein wenig durch. Mit diesem Trick, den könnt ihr sehr oft anwenden, mit diesem Trick kann man gleichzeitig mit dem Fleisch das Gemüse anbraten. Es entsteht keine Klumpenhaftung, weil das Tomatenmark wird jetzt richtig schön da oben, ja, sich da oben verbinden. So, passt, das genügt. Ihr macht ein wenig Platz frei und gebt da in der Mitte das Fleisch da drauf. So, und für das Fleisch, ich habe gerade gesehen, da haben wir noch ein bisschen Borrelauch, habe ich ganz vergessen. Ein bisschen da haben wir auch noch ein bisschen was vom Sellerie. Das geben wir auch noch ein bisschen so da so dazu. So, außenrum das wird also mit angebraten im Multidampfgarer. Das Fleisch haben wir hier, eine ausgelöste Rehkeule. Die werden wir natürlich jetzt auch würzen und dann müssen wir sie ein bisschen in Form bringen. Fürs Würzen, Wildgewürze könnt ihr natürlich nehmen, gekaufte, kein Problem. Hier haben wir 2 Loweblätter, die legen wir schon mal unten dazu. Das ist hier Piment, das ist hier Wacholder, das ist hier ein wenig Pfeffer. Und hier haben wir ein schönes Kräutersalz, da ist auch ein bisschen Thymian drinnen, da ist Lorbeer drinnen, gehackter, und da ist natürlich auch ein bisschen Rosmarin drinnen. Also ein Kräutersalz. Und verschiedenartige Gewürze. Wir vermörsern das, wir reiben das Ganze jetzt da zusammen. Und wenn es ein gekauftes Wildgewürz ist, geht es auch. Aber selbstgemacht ist selbstgemacht. Und hausgemacht ist hausgemacht. Und das ist selbstgemacht, nicht in irgendeinem Haus gemacht. So, jetzt haben wir das vermörsert. Durch das Mörsern haben wir das ja ganz, also das riecht jetzt wirklich sehr intensiv, weil die ganzen ätherischen Öle natürlich jetzt da ausdringen. So, man sieht, riech einmal, Martin, was sagst du? Aber wunderbare Sache. Sehr, sehr gut. Und jetzt werden wir da die ausgelöste Keule da nehmen, würzen die zuerst einmal kräftig innen drinnen. So, und wenn man die natürlich jetzt so bratet, hat man da ein bisschen ein Problem, dann später beim Schneiden, man hat da verschiedene Stücke oder es kann zerfallen oder es sieht unansehnlich aus. Wir werden das Ganze jetzt da ein wenig binden. Also wir geben das so zusammen und werden das binden. Dann gehen wir das da noch da drüber. So. Wir werden jetzt das nicht über Nacht einziehen lassen. Bei so einem Rehfleisch, ganz ehrlich, das ist so zart. Das ist so, nebenbei ist das sogar aus dem Zillertal. Aus dem Zillertal? Aus meiner die direkten Heimat, einer nahen Heimat, aus dem Zillertal. Wo beziehst du das Wildfleisch? In dem Fall war es bei einem guten Wildmetzger. Okay. Ja, da liefern halt die Jäger hin, in dem Fall. Also es war wirklich wild, es war keine Gatterhaltung. Und sonst beim Grilli, ja, vielleicht kann ich der Grilli beliefern, der ist ja ein Jäger. Der ist Jäger, der schießt ja groß. Der schießt, ja. So,
Was wir als nächstes machen ist, wir werden das Ganze jetzt binden, damit es ein bisschen in Form bleibt. Wenn man das dann so bratet, hat man ein besseres, gleichmäßigeres Ergebnis. Und wir werden das binden. Und wenn man es bindet, dann bitte einen guten Bindfaden nehmen. Nicht irgendwelche, die was Kunststoff drinnen ist. Also Spagat, wie man es nennt. Den nehmen und wir binden das da ein bisschen da zusammen. Wird fast ein bisschen zu kurz sein. Binden den Braten da ein wenig zusammen. Auf der Hinterseite auch. Und man kann dem jetzt dann eine schöne Form geben. Man würde das auch Bredieren nennen in der Küche. So, man sieht, ja, schaut nicht schlecht aus. Da vielleicht machen wir auch noch ein Stück Faden drüber. Binden. Ausgelöste Wildkeule. Und wenn ihr sagt, ich bekomme es nur tiefgefroren, geht auch. Der ist halt ganz frisch. So. Jawohl, den schneiden wir auch ab. Den auch. Gut. Wir werden das jetzt noch ein wenig mit Öl marinieren, ein bisschen Öl drüber geben. Wir nehmen jetzt da Olivenöl, kann aber auch anderes pflanzliches Öl sein. Und werden das einfach ein bisschen da. Warum? Erstens werden sich da die Gewürze besser verteilen. Und zweitens, wenn ein bisschen Öl im Spiel ist, kann das Fleisch natürlich da drin jetzt viel besser ein wenig anbraten. Wir setzen das in die Mitte von dem Bräter. Das Fleisch ist außen herum und so kann man im Prinzip jeden Braten, was ihr so braten möchtet, auch da drinnen jetzt anbraten. Das da kommt daher. Das ist dann später zum Aufgießen, aber zuerst müssen wir es anbraten. Da brauchen wir ein bisschen Wildfond, da brauchen wir ein bisschen Rotwein, Wasser, und wenn ihr sagt, ich habe keinen Wildfond, dann geht es auch ohne weiteres. Nicht mit einem Brühwürfel. Ich habe mir einen Wildfond gemacht bei irgendeinem Livestream. Der war so hervorragend. Ja. Darum haben wir gerade vorhin das mit dem Geflügel gemacht und einen Fond gezeigt. Also wenn ihr dann beim Metzger seid oder beim Jäger seid, kann auch ruhig mal ein bisschen Wildknochen dabei sein. Und Fonds macht man immer in größeren Mengen. Und wirklich, man könnte auch einen gekauften Wildfond nehmen, gibt es auch sehr gute Hersteller. So, jetzt braten wir den Braten an. Nehmen wir den Multidampfgarer. Wir nehmen sogar die gleiche Funktion. Was brauchen wir? Einen Gitterrost? Einen Gitterrost nehmen wir, stellen unseren Bräter da oben drauf, nehmen wieder die Mitte. Das ist sogar die gleiche Funktion wie hier, ja, weil es ja auch sehr ähnlich ist. Wir nehmen jetzt einmal zuerst, werden wir anbraten. Und später werden wir dann umschalten auf das Dampfgarn. Wir schalten wieder ein. Heißluftgrillen, dasselbe wie vorhin beim Geflügel. Heißluftgrillen schalten wir ein. Heißluftgrillen. Ja. Und die Temperatur, jetzt brauche ich wieder meinen Schwindelzettel, 200 Grad. 200 Grad, eine halbe Stunde, ist immer ein guter Parameter. Es muss nicht sehr stark angebraten sein. Es genügt eine ganz leichte Bräunung. Genügt. Warum? Weil später werden wir dann anfangen umschalten auf ein bisschen niedere Temperatur, aber dennoch weiterbraten. 200 Grad, Heißluftgrillen, eine halbe Stunde, ohne Vorheizen. Der Grill wird jetzt intensiv aufheizen und in 30 Minuten werden wir aufgießen und dann kommen auch hier die Beilagen dazu. 30 Minuten. Tja, und jetzt haben wir eigentlich 30 Minuten nichts zu tun. Gibt es irgendwelche, natürlich, wir machen schon weiter, ja. Aber gibt es irgendwelche Fragen dazwischen vielleicht einmal? Wir schauen 131 zu, das freut uns sehr. Gibt es irgendwelche Fragen zu den Rezepten? Generell, es wird ja im Dezember einen Weihnachts-Livestream geben und den stellen wir unter das Motto Wünsch dir was. Ja, was heißt das jetzt? Ihr könnt euch nicht einen Multidampfgarer wünschen, sondern ihr könnt euch wünschen, was wir zubereiten sollen in dem Livestream. Ich werde heute oder morgen dann einfach einen Post in der Gruppe eröffnen und unter diesem Post könnt ihr dann kommentieren, was ihr gerne sehen würdet in einem Livestream und wir suchen dann 5 Rezepte aus, die wir dann in dem Livestream zubereiten werden. Ich glaube am 12. Dezember oder so, was ich jetzt im Kopf habe, also im Dezember ist der Livestream. Also wünscht euch was. Ein Weihnachtsrezept. Vielleicht liegt euch was im Herzen, das möchtet ihr probieren, schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Die Jury wird dann entscheiden. Genau, was uns schmeckt. Ja, gut. So, wir fangen jetzt mit den Beilagen an für unser Wild. Die Christina Wild fragt, funktioniert der Hirschbraten gleich wie der Rehbraten? Ja, also wenn es jetzt der Hirschbraten wäre, ja, könnte man das so machen. Du musst wieder herkommen. Ja, ich komme wieder her. Ich komme wieder her. So.
Also funktioniert gleich. Ja, also liebe Christina, das würde auch mit einem Gamskeule funktionieren. Christina wohnt nicht weit weg von mir. Ja, wenn man da mal einen Gams gerade so hat, würde gehen. Es würde ein Steinbock gehen und es würde auch ein Hirsch gehen. Ja, so ein richtig ein schönes Teil, ein ganzes ausgelöstes Hirsch ist ja wesentlich größer. Also ein schönes Teil. Es sollte aber schon mindestens 800 Gramm haben. Ja? Sonst wird es trocken. Ja, also so für zwei Personen. Man darf nicht vergessen, es zieht sich immer so um 50%, haben wir Garverlust. Also wenn du einen halben Kilo Fleisch hast, dann sind es 250 Gramm. Das ist für zwei Personen als Braten nichts. Also 800 Gramm soll es mindestens haben, so ein Bratenstück. Und für vier Personen ungefähr so. Muss man das Fleisch drehen, ist eine Frage? Nein, gar nichts. Die Luft dreht sich um alles herum. Okay. Ja. Gut. Wir machen jetzt die erste Beilage zu unserem Wild. Wir haben zwei Beilagen. Die erste ist, wir machen knusprige Polenta-Röllchen. Vielleicht einmal eine Beilage, die ihr auch für viele andere Gerichte verwenden könnt. Ist einfach. Das machen wir jetzt. Ja? Und wir brauchen dazu auch das Induktionskochfeld. Martin, schalt mal ein. Jawohl. Wir machen Polenta. Wir haben jetzt hier ganz groben Polenta. Wir machen Rosmarin-Polenta. Wie viel Prozent brauchen wir? Ja, schalt mal ein. Das kann schon nochmal so 90% sein. Von der Leistung. Wir brauchen jetzt hier Polenta. 1:3. Eine Tasse Polenta, grob oder fein vermahlen. Der grobe braucht halt ein bisschen länger. Mir schmeckt er besser. Es kann aber auch der fein vermahlene Polenta sein. Eine Tasse Polenta, 3 Tassen Wasser. Man könnte auch Milch nehmen. Schmeckt hervorragend. Ja. Aber wir nehmen Wasser. Es muss nicht immer das Beste sein. Nehmen wir Wasser. So, Wasser. Und Salz brauchen wir auch. Es langt für 4 Personen. Das heißt 4 Prisen Salz für 4 Personen. Eine Prise ist immer, was man so in 3 Fingern Platz hat. Wir kochen das Wasser auf. Rühren den Polenta ein. Und dann natürlich jetzt ein bisschen dann runtergehen, wenn es kocht, aber wir schalten jetzt einmal auf höchste Temperatur. Wir lassen einfach den Polenta jetzt einmal da drinnen aufkochen. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dazu machen wir eben Rosmarin-Polenta. Da haben wir dann, ja, da haben wir die Preiselbeeren, die brauchen wir dann zum Schluss. Das brauchen wir dann schon für unsere nächste Beilage. Das darf ich dir gerade so geben. Jawohl. Gut, also bei der Induktion geht es ja sehr, sehr schnell. Das köchelt Wasser schon. Kocht. Und sobald es kocht, die Polenta dazugeben. Und wenn es natürlich jetzt ein Minuten-Polenta ist, ist die Sache in einer Minute fertig. Und das ist jetzt hier eher grober Polenta. Mir schmeckt der besser, der braucht ein bisschen längere Zeit. Aber eine Tasse Polenta und 3 Tassen Flüssigkeit ergibt, wenn er ausgekühlt ist, einen schnittfesten, nicht harten, aber schnittfesten Polenta. Das Ganze kocht. Wir rühren das Ganze jetzt ein und so grober Polenta klumpt natürlich auch weniger, weil er ja grob vermahlen ist. So, und er wird auch nicht sofort binden, das geht schön langsam. Das Tolle bei der Induktion ist ja, man kann sofort die Temperatur reduzieren, geht ein bisschen zurück, sieht, dass das schön köchelt. Und das lassen wir jetzt einmal ein paar Minuten da köcheln, damit er jetzt richtig schön quellen kann. Und dem Polenta kann man jetzt natürlich unterschiedlichste Geschmacksrichtungen geben. Vielleicht habt ihr ein paar getrocknete Steinpilze. Ist 9 nicht ein bisschen viel? Ein bisschen zurück, ja. Gerade, dass es leicht köchelt. Also 4. Quellen heißt ja, dass wir am Siedepunkt sind, dass das leicht quellt. Ja, und lassen wir ein bisschen dahin kochen. So, es war halt wegen diesen Kugeln. Genau, es war halt wegen die Kugeln. Ja. Und jetzt machen wir unsere Beilage. Das könntet ihr genauso wie mit Reis machen. Wir nehmen jetzt da hier unsere Fregola, geben die dazu und nehmen jetzt wieder 3 Tassen Flüssigkeit. Selber, seht ihr, ich muss auch selber gelegentlich auf die Rezepte schauen. Man weiß nicht immer schnell alles so auswendig. Und eine Tasse 1:3. Jawohl. Salz haben wir, glaube ich, noch keines drinnen. Nein, auch hier wieder 4 Personen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt brauchen wir hier 3 Tassen Wasser. Die saugen ziemlich stark. Also beim Reis bitte nicht 3 Tassen Wasser nehmen. Beim Reis genügt wieder eine Tasse Reis, 1,5 bis 2 Tassen Wasser. Aber die haben sehr hohe
die werden sehr hoch saugen. Ich muss ja gestehen, jeder wird sich fragen, ob das sein kann. Ich habe diese Woche das erste Mal Reis im Multidampfgarer gemacht. Ja, schiebt das gerade rein. Bei mir immer einen Reiskocher gehabt. Und Verhältnis 1 zu 1,5. Ja. Oder? Ja, kommt ein bisschen auf die Reissorte drauf an. Ja, aber normale Reis 1 zu 1,5 und ein bisschen Salz und fertig. Nach 30, 35 Minuten war es das. Ne? Bis der Rotwein, boah. Der duftet. Ja, ich habe schon gehört. Ja, aber funktioniert. Tadellos. Also, man braucht keinen Reiskocher mehr. Genau, es kommt ein bisschen, im Prinzip ist kann es ja... Kann nichts anbrennen. Es ist ja so ähnlich wie auch hier bei der Polenta, der Reis muss ja auch einfach quellen. Und es gibt die unterschiedlichsten Reissorten und die anderen gehen schneller und die ungeschälten und so weiter brauchen ein bisschen länger. Ja, und es muss einfach quellen. Es muss einfach am Siedepunkt gehalten werden. Und da sind wir jetzt die ganze Zeit am Siedepunkt und werden das da so ein bisschen da so durchquellen lassen. Und was ihr jetzt da für einen Geschmack dazu gebt, ist eure Sache. Wir werden Rosmarin dazugeben. Also Rosmarin-Nadeln, wir machen Rosmarin-Polenta-Röllchen. Schmeckt da ganz super, wenn ihr getrocknete Steinpilze habt, so in ganz kleine Stücke zerbrechen oder hacken. Wir werden jetzt da den Rosmarin dazugeben. Und ich schaue gerade, wir sollten, da drüben haben wir so ein kleines Geschirr. Und jetzt werden wir das in das Geschirr geben, in diesen kleinen Garschalenbehälter. Und werden es auskühlen lassen, damit wir das dann später dann gleich in Form geben können. So, Rosmarin dazu, noch mehr Geschmack, perfekter Geschmack. Wenn wir jetzt den Polenta da reingeben, werden wir den wahrscheinlich nie wieder rauskriegen und stürzen können. Also nehmt ihr euch eine Frischhaltefolie, die, da gibt es auch einen kleinen Trick, damit die natürlich jetzt da so drinnen, so schon drinnen bleibt. Ausschalten Polenta mal, ja, oder? Ja, da kann man mal ausschalten. Einen Tropfen Öl in diesen Behälter, mit den Fingern ein wenig oder Pinsel ausschmieren, dann haften diese Folien. So, dann haften diese Folien und sonst ist das immer oft relativ schwierig, dass das da unten, dann kann das auch rutschen, dann passt das wunderbar. Die Folien halten diese Hitze aus. Hatte nur 100 Grad, verstreichen das und dann auskühlen lassen oder wenn Herbst ist, vor die Tür stellen, das ist in 20 Minuten, ist das kalt. Wenn das dann kalt ist, also man verstreicht es da ein bisschen so schön an, man verstreicht es da, kann es auch ein bisschen nur klopfen. Man sieht, der Rosmarin bleibt da richtig schön grün, weil wir den nur kurz dazugegeben haben. Den da kühlen wir. Nachdem das, gehen wir zur Rose hinten rüber, Dankeschön, den da kühlen wir, nachdem das abgekühlt ist, stürzen wir das und können das jetzt in Stücke schneiden. Jetzt machen wir unsere Polenta-Röllchen. Das schaut super aus, schmeckt super. Der Polenta außenrum hat einen knusprigen Mantel und das werden wir jetzt machen. Jetzt baue ich das Blech, ein bisschen haben wir vorgearbeitet, damit es jetzt schneller geht. Und am idealsten eignet sich dazu ein Frühlingsrollenteig. Kriegt man doch fast überall. Und wenn man das nicht mag, einen Frühlingsrollenteig, es geht auch ganz toll ein Strudelteig. Kann man selber machen, kann man kaufen. Der Frühlingsrollenteig ist gekauft. Der Frühlingsrollenteig ist ein Teig, der ist aus Reisstärke, manchmal Maisstärke und der gezogene Strudelteig wäre halt aus Weizen. Also wäre vielleicht auch was für die Glutenfreien, wenn das da aus Reisstärke ist. Also das Strudelblatt ist sehr, kann man in Stücke schneiden. Ich habe jetzt hier ein Stück von diesem Polenta, wenn der ausgekühlt ist, schneidet ihr das in Stücke und je länger das Stück sein soll, desto größer muss das Strudelblatt sein. Wir machen es wie bei den Frühlingsröllchen. Teig nach oben legen, links und rechts einschlagen. Man sieht da, der Frühlingsrollenteig hat da eine ganz tolle... Also nicht mit Wasser irgendwie benetzen, dass es besser haltet? Braucht es gar nicht. Und ihr könnt es genauso machen mit einem Strudelteig. Geht genauso. So, wir rühren das Ganze ein und der Verschluss soll natürlich unten sein. Kann es auch ein bisschen andrücken. Fertig.
Und wer das Easy-to-Clean-Blech hat, der legt das auf das Easy-to-Clean-Blech. Der braucht kein Fett und braucht gar nichts. Legt es da drauf und man sieht, die Rezeptur ist so ausgerechnet mit dieser Tasse, dass das in etwa, und wenn ihr eine größere Tasse habt, dann habt ihr ein bisschen längere solche Röllchen, legt ihr das da drauf. Haben wir jetzt ein paar hundert mehr seit der letzten Facebook-Aktion. Ja, also wir haben ein paar hundert Leute mehr, was das haben. Wenn das jemand nicht hat, normales Backblech nehmen Backpapier. Es würde sogar auf dem Patisserieblech auch gehen, aber wir werden zum Schluss vielleicht den Grill noch ein bisschen einschalten, und damit die noch super knusprig werden, und das Patisserieblech mag vielleicht den Grill nicht so, wenn es dann ganz nahe unter den Grillschlangen ist. Damit es da ein wenig schönen Glanz bekommt, ihr könnt es mit Ei anstreichen. Ich würde es nicht mit Ei anstreichen, weil dann wird es nicht so knusprig. Wir werden eines machen, wir werden das mit... Jetzt brauche ich ein... Was da machen? Ist die Tasse leer? Da war noch Wasser drin. Ja, okay, dann. Wir werden es ein wenig mit Öl bestreichen. Olivenöl, oder? Kann anderes Öl auch sein. Okay. Und wenn ihr sagt, euch ist lieber... Ein Ei kann das auch sein, nur das Ei wird nicht so knusprig. Ja? Das Öl hat hier ein bisschen mehr Knusprigkeit. Das kann man auch sehr gut vorbereiten. Und wenn die Gäste dann da sind, werden wir das dann reinschieben. Jetzt wird da hinten der Braten angebraten. Die halbe Stunde wird noch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit haben wir das fertig. Die Gäste sind noch gar nicht da. So, streichen das dann ein wenig ein. So, jetzt kann es auch nicht antrocknen, kann auch nicht abblättern. Das genügt. So, das nehmen wir mit. Machen vielleicht wieder mal schöne klassische Frühlingsrollen. Die gehen nämlich auch ganz toll im Multidampfgarer. Auch mit der Funktion Heißluftgrillen oder Tiefkühlgerichte. Wenn man nur die Röllchen braten möchte, ohne dass man sie im schwimmenden Fett herausbackt. Mit oder ohne diese Easy-to-Clean-Blech, das ist unsere erste Beilage. Die zweite Beilage, danke schön. Jawohl. Die zweite Beilage ist ganz ein altes Gericht von uns. Da haben wir sogar schon mal einen Kurzfilm gemacht, so ein Blitzvideo. Ja. Und zwar ist es, wie man gedünstetes Gemüse macht. Das heißt, ihr könnt das mit anderen Gemüse auch machen. Wir machen das jetzt mit Rahmkohlrabi. Ja, schneiden oben das ein wenig ab. Geschält haben wir es schon, damit es schneller geht. Und schneiden oben das ab. Und machen jetzt hier schöne Würfel. Ja. Also wir werden jetzt wirklich schöne Würfel machen. Das da ist da meine Nachtjause zum Naschen. Und werden wirklich schöne Würfel schneiden, weil es sieht ein bisschen schöner aus. Im Endeffekt könnt ihr auch Halbmonde schnitzen. Würde auch gehen, aber ich mache jetzt da schöne Würfel. So, den da gehen wir weg. Weil wenn es dann gleichmäßig geschnitten ist, geht es auch möglichst gleichmäßig garen. So. Und je kleiner die Würfel sind, desto schneller wird es gehen. So. Also der Livestream wird am 13.12. sein. Nicht am 12.12., sondern am 13. Dezember ist der Weihnachtsgericht. Ein Glückstag. Ein Glückstag. Ein Glückstag. So. Gut, das gehen wir schnell ein bisschen weg. Auf die Seite für später. Wir machen jetzt Rahmkohlrabi. Und wer dieses Video noch nicht gesehen hat, diese kleinen Blitzvideos, kann man ja noch, da haben wir glaube ich 10 verschiedene gemacht. Ja. Ja. Ihr nehmt einen kleinen Behälter, das könnte jetzt auch ein kleiner Topf sein. Am besten gehen wirklich diese kleinen Garschalenbehälter. Warum? Weil die am schnellsten die Temperatur übertragen. Wenn man einen Kochtopf nimmt, würde das ja auch gehen. Dauert so ein bisschen länger. Wenn der Kochtopf ja nicht in einem Stück gezogen ist, sondern vielleicht einen dicken Boden hat, braucht es fast dreimal so lang oder doppelt so lang bei der Garung. Ist das dünn, geht es wunderbar. Für die Rahmkohlrabi brauchen wir hier, das ist für 4 Personen, ja, dann haben wir hier einen 8 Liter, das sind ungefähr 2 Esslöffel pro Person, den Rahmkohlrabi. Jetzt kommt diese Maisstärke, die was ich vorhin versehentlich da dazugegeben habe, und wir nehmen da mal so 2 Teelöffel. Langt für 4 Personen. Salz, Pfeffer, wenn dann weißen, sonst haben wir so schwarze Punkte da drinnen. Was wir gerne machen, ist auch, wir nehmen da ein bisschen so geriebene, unbehandelte
Bio-Zitrone. Und ganz zum Schluss werden wir ein bisschen einen Spritzer Zitronensaft dazugeben fürs Abschmecken. Das einfach durchrühren. Die Bindung ist jetzt also wieder ideal für das Ganze. Und das werden wir dann einfach dazuschieben. So, hier mal schauen, hinten, wie schaut es denn aus? Bei der was? Braten, ja, man sieht schon langsam, der schaut gut aus. Hinten die Hühner, schon auch ab gut und aus. Zu müssen wir noch mal ein bisschen reinschauen, ab und zu müssen wir da so ein bisschen draufwerfen. 190 Grad ist schon recht viel. Wir haben unten keinen Deckel. Wir haben auf diesen Fragole, haben wir unten keinen Deckel. Die Fragole werden natürlich irgendwann, so wie jeder Reis, wie der andere Zeralie, in dem Fall sind es ja Nudeln, das Wasser an sich ziehen und irgendwann kommen sie oben raus. Aber bei den Fragole mag ich es ganz gern, wenn die oben sogar ein bisschen angebraten sind. Das mag ich aber nicht. Dankeschön. Das mag ich aber nicht. Ich mag keine angebratenen Rahmkohlrabi. Ich mag, dass die Rahmkohlrabi schön in der Flüssigkeit drinnen dünsten und schmoren. Drum werden wir, wie in unserem Video schon einmal gezeigt, entweder eine Alufolie darüber geben oder einen Deckel drauf. Oder auch das ist ein Deckel. Das würde auch genügen. Das würde schützen, dass das da drinnen beginnt zu kochen. So könnte ich eben, wenn ich einen Braten brate, irgendwann das da zum Kochen bringen und irgendwann wird es da drinnen weich. Der Deckel schützt, damit es oben nicht verbrennt. Man nennt das Dünsten und die Löcher machen überhaupt nichts. Wichtig ist, dass diese heiße Luft mit dem Dampf oben das nicht verbrennt. Das sind die Beilagen. Mit dem werden wir aufgießen. 11 Minuten haben wir noch. Es fängt ein bisschen an zu bräunen. Alles ist wunderbar. Ja, da ab und zu ein bisschen draufschauen. Ich finde das Gericht ganz sensationell, aber hat einen sehr, sehr intensiven Geschmack. Tja, und in 26 Minuten ist das Essen fertig. Und das da stellen wir mal ein bisschen so auf die Seite. Ja, wir starten gleich schon mit dem nächsten Gericht. Machen wir nochmal ein bisschen sauber. Ja, ich schaue mal, was wir als nächstes einstellen, dass ich dann alles im Kopf habe. Dann kommt auch diese Kerntemperatur. Wir müssen das schön braten und wie das alles nacheinander geht, werden wir natürlich da verraten. Das nächste Gericht, jetzt geht es in die Fischküche. Tja, danke schön. Nächste Gericht geht in die... Das ist noch nicht Fisch. Das sind die Nudeln. Das sind die Nudeln. Das ist wieder Retour. Das ist das nächste. Wir brauchen den Fisch, Rosi. Wir brauchen den Fisch und zwar brauchen wir da... Denn so. Schaut besser aus. Das stellen wir mal daher. Das geben wir mal zu mir. Man sieht Wirsing, Herbst, Wirsing. Man könnte es auch mit Kraut machen, aber Wirsing ist sensationell. Ja, schauen wir ja die Blätter. Und wir wollen das Grün möglichst erhalten und das geht es natürlich da auch. Das brauchen wir ein bisschen. Da ein bisschen später. So, den auch. Das darf ich gerade ganz schnell ein bisschen da so gut vielleicht rübergeben. Das braucht man dann für die Soße am Ende des Gerichtes. Und jetzt braucht man noch ein bisschen Wasser. Da drüben steht Wasser. Da. Ja. Weil es geht jetzt darum, sollen wir den Wirsing jetzt dämpfen? Sollen wir die Blätter kochen? Die Rose soll uns da bitte noch einmal so, wir haben so ein bisschen weiten Weg da. Ja, da ein bisschen Wasser dazugeben. Wir werden jetzt diese Wirsingblätter, wir machen ein Lachsforellenfilet, das könnte auch richtiger oder klassischer Lachs sein, wir nehmen einen heimischen Lachsforellenfilet. Das werden wir einwickeln in diese Kohlblätter, in diesen Wirsing und dann werden wir es dämpfen. Und dazu gibt es Bandnudeln, eine schöne Weißweinsoße und weil Herbst ist, ein paar schöne karamellisierte Weintrauben. Schönes Gericht, was für die Fischküche und gar nicht viel Kalorien, trotz der Weißweinsauce. Bisschen Wasser braucht man noch. Schauen wir auf die höchste Temperatur. Ja. Und ja, dass ich den Überblick da behalte. Schauen wir mal hinten rein. 9 Minuten haben wir da noch. Ja, da geht es da schön dahin. Okay. Ja, passt. Aber beim Wildgeflügel muss man ein bisschen schauen, immer, dass die Haut nicht zu dunkel wird, weil sie doch sehr dick ist gegenüber von einer Hühnerkeule. So, jetzt geht's auf. Wenn man einen Deckel drauf hat, geht's schneller. Du wolltest noch Wasser haben. Ja, geben wir noch ein bisschen Wasser rein, danke. Ja.
Wenn der Deckel oben ist, geht es ein bisschen schneller. Martin, du überwachst ein bisschen. Jawohl. Ja. Salz kann man dann später reingeben. Ich schiebe das da mal so ein bisschen da auf die Seite. Kocht Wasser schneller auf, wenn Salz drinnen ist, stimmt das? Also bei der Induktion geht das ja gerade, wenn egal, so ein großer Topf ist. Ich habe das irgendwo auch noch mal gehört. Müsste man messen, ja, ob das jetzt da ein bisschen sich verändert, müsste man messen. Aber warum wir das nicht dämpfen, hat einen Grund, aber einen optischen Grund. Es gibt gewisse Gemüsesorten, bei den grünen Gemüsesorten vor allem, die manchmal besser sind, wenn man sie kurz im kochenden Wasser blanchiert. Und da gehört auch das Kohlblatt dazu. Wir haben es probiert. Wenn du deinen Wirsing, da dieses zarte Grün, dämpfst, da man sieht, das ist doch ein ziemlich, auch hier auf der Seite, das in der Mitte werden wir rausschneiden, braucht es doch 15 Minuten zum Dämpfen und dann wird es ein bisschen stumpf, da verliert sich die Farbe. Blanchiert man es in kochendem Salzwasser nur für ein, zwei Minuten, hält sich die Farbe besser. Und letztendlich ist es bei diesem Gericht die Farbe sehr wichtig. Die äußeren Blätter sind ideal. Wir schneiden also da den Strunk raus und wir machen vier Portionen. Also man sieht die äußeren Blätter. So, auch hier in der Mitte schneiden wir den. Aber diese Äste sind nämlich sehr unangenehm zu messen, weil in einer Minute werden die nicht weich. Und da müssen wir uns wieder einen Spezialtrick einfallen lassen, wie wir die schön weich kriegen. So, runter damit. Die äußersten Blätter haben nicht die schönste Farbe. So. Und den innersten, den dicken Strunk, schneiden wir ab. So, man sieht, bis das erledigt ist, bis das abgezogen ist, kocht es bei der Induktion schon. Ja, und das werden wir jetzt da machen. Oh, Moment, da habe ich den Biomüll. Den da nehmen wir mit, den verkochen wir morgen wieder in Kärnten. So, mal schauen in der Zwischenzeit. Aha, da haben wir noch 6 Minuten. Und da, jawohl. Die Susi fragt, ob ihr das mit Kraut auch schon einmal versucht habt. Ja, natürlich. Ja, wir haben auch Krautrouladen jetzt rezeptiert, kommt übernächste Woche als Rezept raus. Ganz klassische Krautrouladen. Gibt es wirklich recherchiert auf der ganzen Welt. Kann man mit Krautrouladen auch so machen. Die Krautrouladen, wir reden jetzt von Weißkraut, von Weißkohl, ja, den kann man ruhig da drinnen blanchieren. Das geht wunderbar. Gerade so Krautrouladen macht man oft eine größere Menge. Susi, den nimmst du, gibst du in einen Garschalenbehälter wie Gemüsedämpfen, legst die Blätter da rein, die großen. Strunk würde ich auch rausschneiden, da in der Mitte diesen großen Strunk. Und dann dämpfst du den fast eine halbe Stunde, ja, 20 Minuten. Und dann sind die super für Krautrouladen. Rezept kommt übernächste Woche. Ich glaube, es wird kochen, oder? Schauen wir mal. Klingt danach, als ob es gleich beginnt. Ja, also man sieht, es simmert schon, es geht schon dahin. Und eine Minute werden wir es jetzt einfach kurz kochen und danach schrecken wir es ab. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen Eis. Eis. Und der AEG hat so tolle Kühlschränke. Da gibt es sogar welche. Die geben heute, Eiswürfel. Genau, hält man unten einen Becher dran, dann hat man das Eis. Es geht nicht Eiswürfel auch. Und wer das alles nicht hat, es geht auch einmal abbrausen mit eiskaltem Wasser oder sehr kaltem Wasser. Geht auch, lassen wir die Kirche im Dorf. Ist das kocht, fragt die Angelika, geht das mit Mangold auch theoretisch? Ja, das geht mit Mangold auch, natürlich. Ja, und Mangold auch ist ja auch sowas, beim Dampfgarn verliert sich da gerne ein bisschen die Farbe. Aber Mangold würde da auch ganz toll gehen. Ja. So, Rose, da drüben ein bisschen Wasser. Wasser brauchen wir auch noch. Also man sieht, Eiswürfel runtergelassen aus dem AEG-Kühlschrank. Und der ist jetzt da. Da kocht das Wasser. Jetzt geben wir da mal anständig einen Löffel Salz dazu. Wir werden das eine Minute kochen. Da leeren wir noch ein bisschen Wasser rein. So. Es gibt keine schnellere Abkühlung wie Eiswasser. Da ist nicht einmal der beste Schnellkühler der Welt. Ist so schnell wie Eiswasser, weil wir haben hier ja fast ja, nur ganz wenige Grade da drinnen. So, kühlt ab. Das Ganze kocht. Aufpassen, heiß, Martin. Jawohl. Blätter rein damit. Eine Minute, zwei Minuten. Kurz eintauchen. Man sieht jetzt auch, wenn der Kameramann einmal da vielleicht dann ein bisschen zu uns kommt, wenn wir das Blatt reinlegen, wie sich die Farbe
wie sie Farbe intensiver wird. Vielleicht nehmen wir jetzt wird. Die mobile Kamera. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, auf die mobile zu schwenken. Ja. Also meine Herren, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Jetzt geht's los. Ja. Also man sieht, sobald man das da reingibt, also man sieht jetzt hier vielleicht die Farbe. Der Kameramann ist einmal hier, man sieht jetzt hier die Farbe. Ja, und wenn wir das dann da so reinlegen, wie sich die Farbe innerhalb von wenigen Sekunden noch schöner wird. Und genau die wollen wir erhalten. Und genauso geht es mit deinem Mangold. Ja, und es braucht wirklich nur eine Minute, den da ein bisschen so drauf liegen lassen. Wir schalten die Temperatur schon ein bisschen zurück. Soll halt kochen und danach kurz in das Eiswasser und dann ist es fertig. So, lassen wir es hier noch ein paar Minuten, eine Minute kochen. Hinten hat es gepiepst, das heißt, der Multidampfgarer sagt uns, in ungefähr 2 Minuten ist dieses Anbraten abgeschlossen und in 2 Minuten werden wir uns sehen beim Aufgießen und dann fangen wir an zu dünsten. So, wir sind schon so fast fertig, also man kann, das geht hier, Blanchieren ist ein vorbereitendes Garverfahren. Es geht jetzt hier darum, dass wir die Farbe erhalten, die Farbstabilität. Deswegen macht man das. Und so schnell würde es einfach nicht gehen mit dem Wasserdampf. Also man sieht es hier, jetzt schnell in das Eiswasser. Und jetzt sind natürlich diese Adern oder diese Verästelungen sind natürlich jetzt noch nicht weich. Aber da gibt es dann gleich einen Trick. So, ich halte relativ gut Temperatur aus. So, rein ins Eiswasser, weil da ist entscheidend, dass wir eben da die Farbe eben halten. So, das Wasser geben wir in der Zwischenzeit ein bisschen weg, könnte man auch später noch die Nudeln kochen, ja, aber es würde uns jetzt da behindern, wenn da die ganze Zeit das Wasser steht, da könnte man auch ohne weiteres dann später noch seine Bandnudeln kochen. So, alles schon fertig, noch schneller kühlen wie Eiswasser geht nicht, die Farbstabilisierung hat perfekt funktioniert. Das da gehen wir mal rein. Den da. Was brauchen wir? Den lassen wir noch mal ein bisschen da stehen. Den brauche ich dann später. Brauchen wir dann noch einmal. Gut. Sehr gut. Tja, eine Minute haben wir noch. Und dann beginnen wir unseren Rehbraten aufzugießen. Abgelöscht wird mit Wein. Und hier auch wieder, wenn es kein Wein sein darf oder Kinder, obwohl der Alkohol verkocht sich, ja, bisschen Johannisbeersaft und viel Wasser. Ja. Das ist im Prinzip Suppe vom Wild, also ein Wildfond. Es kann auch ein brauner Fond sein und wenn er so hell ist, halt wie Wildsuppe. Und wie viel ist das jeweils dann so? Viertel Liter. Immer Viertel Liter. So, jetzt haben wir 4 Personen und man denkt sich natürlich, das wird jetzt sehr viel Soße werden. Bitte, das wäre ja, wenn auf dem Teller dann so viel Soße ist, nicht vergessen. Jetzt beginnt das Braten. Obwohl wir mit Dampf braten, wenn wir dennoch bei der gewählten Temperatur dann jetzt, wird sich das um 50% reduzieren. Auch das Fleisch wird um 50% weniger werden durch den Garverlust und auch die Soße wird weniger werden. Deswegen sollten ja auch Fonds niemals stark gesalzen werden, weil wenn sich das jetzt reduziert und es wäre eine stark gesalzene Suppe, würde alles versalzen sein. Das ist der Grund, warum man Fonds nicht salzt oder wenig salzt. Und so, aufpassen, dass ich da nichts runterschmeiße. Man sieht jetzt ist es vorbei. Jetzt werde ich das einmal rausnehmen. Ich hoffe, der Kameramann kann jetzt einmal hier da so herzoomen. Oder mit der Kamera, oder zoomen, wie auch immer. Ja, wieder zoomen müsste gehen. Ja. Und wir werden das jetzt hier rausnehmen und dann werden wir umschalten. Also, halbe Stunde ist vorbei. Sonst hätte es in der Küche geraucht, hätte es gespritzt, hätte es vielleicht unangenehme Gerüche gegeben für manche. Jetzt nehmen wir das raus und man sieht jetzt hier, es ist das Fleisch nur leicht angebraten, also nicht stark angebraten. Das kommt alles jetzt noch. Und das Gemüse hat auch ein wenig Röstung, auch das Tomatenmark. Jetzt löschen wir mit dem Rotwein ab, so ein Viertel Liter, gießen dann an oder auf mit unserer Suppe. Oder unseren Wildfond und ein bisschen Wasser dazu. Das sieht jetzt alles nach sehr viel Soße auch, ist es auch. Wir werden dann sehen, was dann überbleibt. Letztendlich wird es ungefähr 300 Milliliter Soße überbleiben und dann sind wir soweit fertig. Man kann auch noch ein wenig umrühren, damit sich da das ein bisschen schön verteilt. Und da wir ja jetzt hier keine Maisstärke verwendet haben, weil Maisstärke würde jetzt dann wieder
die Bindung ja verlieren, wenn es kocht, passiert hier nichts. Machen wir kurz kosten. Schmeckt natürlich grauenhaft, jetzt noch, aber das kommt. Rein damit. Und jetzt ist es vorbei mit dem Braten. Jetzt wird gedünstet. Und was kann ein Dampfbackofen besser als wie dünsten? Wir schalten ein, nicht 200 Grad, viel zu heiß. Wir schalten die Ofenfunktion ein mit 50% Dampf. Das nennt man Feuchtgarenmittel. Feuchtgarenmittel, das schalten wir ein. 50% Dampf. Mal gehen wir darüber. Wenn jemand sagt, ich habe das nicht, mein Gerät ist jetzt schon, ja, schon viele, viele Jahre alt, diese Funktion habe ich nicht, dann nimmst du Intervalldampf. So ist das früher. Heute können wir es noch genauer einstellen. Feuchtgarenmittel, das nehmen wir. Und wenn jemand sagt, geht Steamify auch, wo sich der Dampf ja selber einschaltet? Ja. Wenn du Steamify nimmst, hast du bei 150 Grad ungefähr auch 50% Dampf. 150 Grad, Start, das läuft, Wasser ist eingefüllt. Wir werden jetzt also 50% Dampf im Garraum haben. Es beginnt natürlich die Soße zu kochen und es beginnt natürlich auch der Braten jetzt richtig zu bräunen und Röstaromen aufzubauen. Wie lang bleibt der Braten drinnen? Dafür kümmert sich der hier. Den Kerntemperaturfühler werden wir setzen und man muss jetzt natürlich wissen, was so ein Reh in der Mitte für eine Kerntemperatur haben soll. Oder man sollte wissen, wie möchte man sein Reh in der Mitte haben. Auf eurer Rezeptur steht, also ich bin für Reh für durchgebraten. Ich mag Reh am liebsten durchgebraten und darum brauchen wir natürlich eine etwas höhere Kerntemperatur. Ich persönlich mag Reh jetzt nicht blutig. Ich mag es nicht, wer es mag, kann es blutig machen. Machen wir es kurz. Wir werden eine Kerntemperatur nehmen von 88 Grad in der Mitte. Und es würde auch bei Hirsch oder bei Gams oder vielleicht sogar bei Steinbock passen. 88 ist so für zarte Tiere wunderbar. Wir wollen es weich haben. 150 Grad, Kerntemperatur 88 Grad. Die Spitze misst, die Spitze in die Mitte anschließen. Und man kann bei allen Modellen die Kerntemperatur einschalten, einstellen. Überall ist es ein wenig anders vom Einstellen her selber. Bei diesem Modell mit dem Navigationsrad ist es dasselbe. Anschließen, sobald wir anschließen, wird der Fühler erkannt. Wir gehen hier auf die Kerntemperatur und ich stelle jetzt einmal hier diese 60, Moment, stelle jetzt einmal hier diese 60, da steht 60 Grad, das wäre die Grundeinstellung vom Gerät. Wir gehen jetzt einmal rauf auf 88 Grad. 88 Grad, wir wollen es durchhaben. Wenn man Richtung 92 geht, wird es dann sehr mürb, kann auch sehr schön sein. In die Mitte anstechen, also in die Mitte vom Fleisch sticht man den Kerntemperaturfühler. Rein damit. Der Kerntemperaturfühler misst und sobald die Temperatur erreicht ist, wird es läuten. Es dauert in etwa zu jetzt an die 40 Minuten bei dieser Fleischgröße. Tja, und die Beilagen, die werden wir dazugeben. Und zwar werden wir die Beilagen und die Polenta, diese Beilagen, die werden wir dazugeben, so ungefähr in 20 Minuten. Zurzeit haben wir 37 Grad Kerntemperatur, 150 Grad werden wir bald erreichen mit 50% Dampf, Feuchtgarnieder, Intervalldampf oder Steamify, je nach Modell. Und in 20 Minuten werden wir das dazugeben. Und damit wir das nicht vergessen, schalten wir uns den kleinen Kurzzeitwecker ein. Den Wecker. Aktivieren wir den Wecker und sagen, bitte erinnere uns in 20 Minuten. In 20 Minuten kommt es dazu, damit kann ich mich wieder zu meinen Gästen setzen. Oben werden wir dann die Polenta-Röllchen reinschieben, weil ganz zum Schluss schalten wir noch den Grill ein, damit es ja knusprig wird. Und unten werden wir dann das Gemüse mitdünsten, so die letzten 20, 30 Minuten. Gut, Rezept habt ihr, wir könnten uns jetzt an den Tisch setzen, wir hätten nichts warten zu tun. Unsere Lieblingsbeschäftigung. Genau. Wir machen aber was anderes, wir kümmern uns jetzt um das nächste Gericht. Und zwar geht es ja jetzt da in Richtung Fischküche. Ja, so. Mal schauen, wo wir das alles so ein bisschen hingeben. Da. Aufpassen, dass ich nichts runterschmeiße. Blanchiert haben wir und jetzt brauche ich auch noch den Fisch, den haben wir da hinten, ja Fisch,
Wir haben eine schöne Lachsforelle gekauft. Man kann die natürlich als Filet kaufen, dann hat man es ganz bequem. Man kann die im Ganzen kaufen, ein bisschen üben und aus- und filetieren. Da ist die gute. Ja. Und da drüben haben wir auch noch so ein bisschen Fischfond, Martin. Ja. Wie gesagt, wir brauchen ja auch eine Soße. Und für die Soße brauchen wir Weißweinsoße. Und weil wir keine Pulverchen verwenden wollen oder irgendwelche Geschmacksverstärker, haben wir halt den Fisch filetiert. Und, oder man kann auch den Kopf nehmen oder man kann ein Stück runternehmen und haben das ein bisschen mit Gemüse entweder gedämpft oder hier kurz aufgekocht. Ein Fischfond geht schnell. Den Saft brauchen wir wieder. Gehen wir mal rüber, Martin, dann später für die Soße. So, da ist die gute. Ja, die geben wir da ein bisschen da weg. Ja. Und entweder ihr kauft eben das Filet fix und fertig. Ich muss jetzt da mal kurz hier gerade mein Schneidebrett wechseln, damit wir da nicht irgendwie, blau ist für Fisch. So, blau ist für Fisch. Ich muss nur ab und zu mal schnell da einen Blick reinwerfen zum Geflügel. Dass das, wie geht's unten? Dem das zu dunkel wird. Unten, ja, also man kann jetzt, der Kameramann kann gerne mal zu uns auch mit der mobilen Kamera kommen. Das passt jetzt da gerade ein bisschen wunderbar. Ja. Da können wir da ein bisschen reinschauen. Man sieht, was jetzt passiert. Man sieht in so 6, 7, 8 Minuten, ja, sollte dann das Gericht fertig sein. Es wird auch schon ziemlich dunkel oben. Da ist der Kameramann. Kommen wir mal ein bisschen daher. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Ich kann auch ein bisschen aufmachen. Aufpassen, wenn ich aufmache, da kommt jetzt ein großer Dampfschwall raus, damit wir uns da nicht so die Linse anläuft. Ich mache jetzt einmal da auf. Ja, 190 Grad haben wir da drinnen. Für mich ist das sensationell. 190 Grad. Schau, oben die Haut wird schön braun und wird ein bisschen so knusprig. Ja, passt wunderbar. Zu dunkel darf sie nicht werden. Können auch runterschalten. Und unten hat man gesehen, fängt schon an. Man, auf der Seite sieht man es. Ja, es köchelt. Ich kann gleichzeitig dünsten, grillen und da unten ja, etwas kochen. Sensationell. Mit einer Heizquelle begeistert mich heute noch. Ja, so. In 6, 7 Minuten ist es fertig. Wir werden dann diese Fragole werden wir dann probieren und kosten, ob es uns bissfest genug ist oder ob wir es weicher wollen. Entscheidet dann der Martin, ob er es weicher will oder bissfester. Gut, 5 Minuten haben wir noch. In diesen 5 Minuten müssen wir jetzt unsere nächste Hauptspeise ein wenig zubereiten. Jetzt habe ich hier ein Lachsforellenfilet. Entweder du kaufst es bei deinem Fischhändler fix und fertig, vielleicht sogar hinten die Haut abgezogen, entgrätet, oder du machst es da hier im Ganzen, je nachdem. Wenn du es im Ganzen machst, kannst du gleich nebenbei noch den Fischfond ein wenig mitmachen. Messer, scharf muss es sein. Und wir schneiden jetzt hier hinten, weil wenn man oft das Filet kauft, ist manchmal auch, der Fischhändler ist schlau, lässt es oben, entweder weil er Geschäft machen will oder meistens, weil er weiß, dass du diesen Bauchlappen hier auch wunderbar für einen Fischfond verwenden kannst. Also wie gesagt, ein wenig kochen mit Wurzelgemüse. Jetzt brauchen wir auch hier noch, müssen wir hier da ein bisschen drüber fahren. Man kann auch mit dem Messer, ich weiß nicht, ob man das so hören kann, in der Kamera, ich glaube, man kann es auch sehen. Man fährt mit dem Messer da drüber und sieht jetzt diese Mittelgräten. Und wir wollen ja, dass die Gäste viel Freude haben und nicht da spucken mit den Gräten. Dann nimmt man eine Pinzette und zieht es raus. Wenn jemand fischt, von euch. Und er hat wirklich ganz, ganz frischen Fisch. Vormittag gefangen, abends bereitet er das Gericht zu, bereitet es sehr große Probleme, die Gräten da herauszuziehen, weil das Fleisch noch sehr, sehr fest ist. Also es ist auch hier mit der Fleisch, wieder bei der Fleischreifung, man lässt es vielleicht 1, 2 Tage liegen im Kühlschrank, da ist der Fisch, macht überhaupt kein Problem, der ist immer noch top. Dann lässt sich das wirklich ein bisschen leichter entziehen. Aber es wären jetzt wirklich nur Mittelgräten zum Rausziehen. Ja, also man sieht, wir haben die Mittelgräten rausgezogen. Den Bauchlappen haben wir da, da sind ja auch die Bauchgräten noch da drinnen. Das sieht man auch hier. Ja, und somit haben wir jetzt hier ein grätenfreies Filet. Die machen kaum Probleme. Ja, gerade bei so Forellen. Das sind dann die großen. Ja, also die würden auch, da kann man auch nicht irgendwie sich verschlucken oder was. Aber es ist vielleicht beim Essen, wenn auf der Zunge oben da so. Es ist nicht so jedermann vielleicht zur Sache. Ja. Wir wollen ja das ja schön machen und die Haut,
Das darf ich gerade mal so geben, das ist erledigt. Die Haut ziehen wir hinten auch ab, also man schneidet wirklich da mit dem Messer nach unten. Da muss es auch nicht unbedingt jetzt ein Fischmesser sein. Zieht die Haut ein wenig nach unten und man sieht, man kann jetzt das wunderbar da schön hier unten abziehen. Ja? Da lässt sich also hier das ganz leicht abziehen. So. So. Jawohl, passt. Die Haut kochen wir eigentlich nie aus. Die Haut schmeckt uns eigentlich in den Fonds, das wird oft so ein bisschen dranig. Moment, da unten haben wir den Biomüllkübel. Schmeißen wir das in den Biomüll. Ja, erledigt. So, unser Fischfilet haben wir. Zwei so Filets, das wird eine richtig schöne, tolle Wirsingroulade. Das da machen wir sauber. Das da darf ich dem Martin gerade so mitgeben. Wir wechseln schnell und gehen das wieder. Das hat den Bauchklappen mal. Ja, bitte auch. Ja. So, gehen schnell in die Gemüseküche. Ich muss noch hinten ein bisschen schauen, weil wir werden in 2 Minuten richten wir an. Höchste Zeit. Höchste Zeit. Höchste Zeit, dass was zum Essen gibt. So. Ja. Ja, vielleicht wird es ein, zwei. Durch das, dass wir die Türe aufgemacht haben, das ist auch immer so eine Sache. Vielleicht das Tipp. Man schaut nach, wie schaut es aus, macht ein Foto, stellt es in die Gruppe, man postet das. Oder man schaut einmal, ja, ob das Gemüse weich ist in dieser ganzen Soße drin, vielleicht ist es dicker geschnitten, dünner geschnitten. Sobald ihr die Tür aufmacht, wir hatten die Tür nicht nur wenige Sekunden offen, die hatten wir sicher 20 Sekunden offen, haben wir natürlich jetzt viel Hitze verloren. Das braucht sicher jetzt wieder so 4-5 Minuten, bis das auf Temperatur kommt, bis das unten hier beginnt wieder zu kochen. Also werden wir, jetzt schalten jetzt gleich einmal noch ein, wir schalten jetzt noch 5 Minuten dazu, ja. Und aufpassen, dass oben nicht da diese Haut zu dunkel wird, weil die hat jetzt schon die Zeit erreicht. Ja, also wenn ihr die Tür aufmacht, könnt ihr mal rechnen, das kommen gleich einmal 5 Minuten dazu. Jetzt zu unseren... die Frage ist, woher bekommt man das Brett mit den verschiedenen Auflagen? Werden wir oft gefragt. Wenn es der große A nicht verkaufen würde, würde man es selber verkaufen. Ihr gebt ein Profi-Board, so heißt diese Firma. Nicht irgendwas. Port, wie wird das geschrieben? Port? Wie das? Board. B-O-A-R-D. Profi-Board. Ja, genau. Mhm. Profi-Board. Das gibt es in unterschiedlichen Größen. Das gibt es noch größer. Wir haben es auch etwas kleiner zu Hause. Aber die Größe ist ideal. Ist nicht billig. Ich sage, um die 100 Euro kostet das Grundblech. Und das Grund steht aber wunderbar. Und man kann hier verschiedenste Auflagen draufgeben. Ist wirklich sehr praktisch in die Geschirrspülmaschine. Das kostet ein paar Euro. Und wenn das einmal im Jahr zum Wechseln ist, ist die Sache erledigt. Ja, kriegt man, glaube ich, kommt das, ich glaube, aus Holland wird das hergestellt. So, haben wir das da oben. Wir machen jetzt schnell unsere Rouladen. Am besten nehmt ihr dafür eine Frischhaltefolie. Mhm. Und jetzt nehmen wir da unsere, die haben jetzt ja ganz toll die Farbe gehalten. Nehmen wir da mal die da raus. Schau mal diese tolle Farbe an. Ja. Nehmen wir die mal raus und wir müssen jetzt eines machen. Wir müssen diese, man sieht diese Verästelungen da, diese Seitenteile da. Das ist, wenn man da reinbeißt, ehrlich, und der zarte Fisch und dann knackst es so im Mund, das macht überhaupt keine Freude. Jetzt werden wir das da drauflegen und wir werden das mit einem kleinen Trick, werden wir das da oben, wir werden es ein bisschen abtupfen, damit es da nicht so spritzt jetzt. Wir werden das jetzt da diese Seitenverästelungen werden wir weich machen. Nicht schlagen, nicht mit Schnitzelklopfer, ja, sondern am besten mit einem Nudelwalger, Rollholz, Teigroller, Pizzaroller, was man hat. Man hört das auch richtig schön. Werden wir das ein wenig zerquetschen. Durch dieses Zerquetschen wird es sehr angenehm beim Essen. Nicht zu sehr drücken, das passt wunderbar. So, einmal, legt das einmal gleich nachher. Erster ist fertig. Und man braucht da schon 4 so Blätter für so eine Roulade. So, man sieht jetzt, die Struktur ist ganz wunderbar, lässt sich das jetzt wunderbar schön einrollen und einwickeln. Dankeschön. Nächstes Blatt. Drauflegen, mit Papier ein wenig abtupfen, damit nicht so viel Wasser da herumläuft.
Warum das Plastik darüber? Das kann ich eigentlich nicht angeben, oder? Ja, wenn du das mit Holzteigrad machst, dann... Also mit dem Plastik wäre es kein Problem. Mit ja, man könnte auch zwei Backpapiere nehmen. Wenn ihr sagt, es muss Plastik sein, nein, du kannst auch Backpapier nehmen. Natürlich, das geht auch. So. Passt. So, hinter uns wird es dann jetzt dann Zeit, das erste Gericht anzurichten. Das wird dann gleich soweit sein. Dann werden wir Martin nochmal krusten lassen, wie diese Fragole sind. Fragole sind so, ich mag sie gern bissfest. Manche mögen das auch sehr gern. Ich weiß, der Grilli macht sehr viel Fragole, der macht das auch oft mit, wo ein Teil Sahne drinnen ist statt Wasser. Dann wird es so sämig, so cremig. Schmeckt auch ganz super. So. Da drauf. Ist auch noch. Wir brauchen da wirklich, wenn man diese Roulade macht, ein bisschen wirklich Material. So. Hopp. Aufpassen, man sieht, wenn man es zerreißt und nicht zu fest drücken. Sonst haben wir da ein bisschen ein Problem. Ja, geht sich aus. So. Also immer wieder ein bisschen ein Auge drauf werfen, hinten, damit es nicht zu dunkel wird. So, das genügt, wir haben es schon. Da kann man richtig hören, wie diese Struktur ja, plattiert wird, kann man sagen. Gut, erledigt. Tja, das wird super. Ja. Ich glaube nicht schwer, schafft jeder von euch. Die Kerstin hat einen guten Tipp. Sie legt die Kohlblätter zwischen saubere Geschirrtücher, die saugen auch perfekt das Wasser auf. Das ist auch perfekt. Das macht Sinn. Das macht Sinn, auf alle Fälle. Vor allem, ja, die Geschirrtücher trocknen, duften nach Kohl. Passt ja. Gut, 2 Minuten haben wir da noch. Ja, also man sieht, wir lassen es noch ein bisschen köcheln. Das nimmt jetzt richtig schön auf. Jetzt fängt es erst wieder an zu kochen. Und jetzt nimmt es erst ein bisschen auf, also lassen wir es noch ein bisschen drinnen. Geht sich wunderbar aus, dann machen wir da gleich das jetzt da fertig. Und jetzt brauche ich trotzdem nochmal die Frischhaltefolie, weil das was jetzt kommt, würde ich jetzt nicht unbedingt mit einem Geschirrtuch machen, obwohl es auch gehen würde, aber ja, wir werden das da einwickeln. Oft macht man ja, also es gibt mit diesen Kohlblättern, könnt ihr die verrücktesten Gerichte machen. Ja, ganz tolles Gericht wäre auch eingewickelt in Schweinsfilet. Altes Gericht, Colbert nennt man das, mit einer Fleischfarce. Aber heute haben wir Fisch. Wir machen keine Fischfarce. Und ich mache deswegen keine Fischfarce. Also Fischfarce wäre, wenn man den Fisch jetzt püriert, in der Moulinette, mit Sahne dazu gibt. Ja, da kann man das eine schöne Farce machen. Wäre alles super, wäre alles toll. Nur ich weiß, dass Fischfarsen nicht so einfach herzustellen sind, wenn man das nicht gewohnt ist. Und dann wird es dann so speckig wie Leberkäse und solche Dinge. Das ist gar nicht so toll. So, wir machen das, legen das jetzt einmal hier aus. So, legen das einmal hier aus. Und man sieht da mit 4 große Blätter, da kommt man schon ein gutes Stück weiter. Salzen ein wenig drüber, damit es da ein bisschen so anständig einen Geschmack hat, und der Fisch hat ja einen sehr starken Eigengeschmack, speziell auch so Lachsforelle, und nehmen diese Lachsforelle und legen die einfach da, jetzt habe ich dann so eine, ja, habe ich doch noch eine vergessen, so, die geht dann so, und legen die da so drauf, einmal, und hier so ein zweites Mal, salzen hier vielleicht auch nochmal kräftig darüber, so, nehmen da nur Salz, nichts anderes. Weißer Pfeffer wäre noch möglich. Oder vielleicht auch ein bisschen ein schwarzer. So, hinter uns läutet es. Sollen wir verlängern oder geht's? Ich mache jetzt ja ein bisschen, wie gesagt, Verlängerung ist einmal so ein Stichwort. Ja, es gibt eine Zeitverlängerung, die kann man einschalten. Lassen Sie 1 Minute länger drinnen, wird sich ausgehen. Weil jetzt müssen wir das da einwickeln. Also man sieht, wir wollen das jetzt wirklich wie eine Roulade einwickeln. Und dann werden wir es da drinnen pochieren. Wenn man das jetzt da schon so ein bisschen kräftig drüber schlägt hier, ja, so über das erste, sieht es dann am Teller schöner aus. Und wenn da ein Stück Strunk ist, schneiden wir den noch ab. Und der ist sehr, sehr fest. Jetzt kann man das natürlich da wunderbar schön ohne große, ich sage, das schafft jeder. Man wickelt es einfach hier ein, hier auf der Seite auch. Schlagt es ein wenig ein
und rollt es hier so drüber. So. Und damit es jetzt schön kompakt wird, Geschirrtuch würde ich jetzt da keines nehmen, ja, schlagt ihr da hier die Frischhaltefolie drüber. Bisschen hier andrücken, das ist deswegen wichtig, damit man da ein bisschen eine schöne Form haltet, damit es ein bisschen kompakt ist, und wickelt das in das Ganze hier ein. Einfach hier mal so drüber. Wir haben so zwei Lagen genommen, fertig. Man dreht das links und rechts ein, also man sieht, es ist, glaube ich, nicht schwer. Wer schon mal Serviettenknödel auf diese Art und Weise gemacht hat, wird sehen, das geht ganz wunderbar. Jetzt müssen wir eines machen, und zwar, ja, wir werden da einen kleinen Spieß nehmen. Ich habe da irgendwo so einen kleinen Holzspieß. Ein kleiner Spieß wird gesucht. Hatte ich, aber sonst, da habe ich hier. Hast du? Geht ein Messer auch, könnt ihr ein Messer auch nehmen. Wir stechen hier nochmal kurz ein bisschen an, und zwar macht man das deswegen, dass möglichst die Luft, die was hier drinnen ist, ein bisschen raus kann. Da haben wir so Luftlöcher drinnen, nichts Großartiges, aber es geht jetzt um die Exaktheit, damit es einfach schön und toll aussieht. Letztes Blatt von der Frischhaltefolie. Leider gibt es die Firma nicht mehr. Ja. Ich sage einen Konkurs gar nicht. Leider, die haben, jeder Koch hat die Firma geliebt, die haben die besten Folien gemacht, alles andere, was da so gibt. Aber leider gibt es die nicht mehr. So, fertig. So könnt ihr das jetzt auch ohne weiteres lagern. Das könnte man am Tag vorher machen. Und am nächsten Tag und am Nachmittag, wenn die Gäste abends kommen. Wir legen es jetzt da so in diesen Behälter. So, man sieht vielleicht so ein bisschen, dass es schön rund bleibt. Und werden mit dem dann gleich anfangen zu pochieren. So, und das werden wir jetzt dann gleich machen. Und zwar zum Pochieren. Jetzt kommen wir zu einem Garverfahren, was diese Dampfbackofen ja perfekt herrschen. Jetzt werden wir nur dämpfen. Das wird nicht gebraten, geht auch gar nicht wegen dem Kunststoff. Wir werden das jetzt einfach pochieren. Und für dieses Pochieren schalten wir nur den Dampf ein. Und pochieren ist ein Temperaturbereich von ungefähr so 60 bis 85 Grad. So wenig. Wir nehmen 70, 75 Grad. Nehmen wir das, schalten das ein, da ist nur kalt, irgendwo da drauf. Nehmen das, auch hier brauchen wir wieder einen Kerntemperaturfühler. Jetzt müssten wir vielleicht da hinter dieser Wand, da ist doch am zweiten Kerntemperaturfühler. Ein zweiter Kerntemperaturfühler. Ich habe noch immer einen in der Hosentasche, einen habe ich immer mit, griffbereit. Aber mehrere habe ich nicht. Aber selten wird jemand einen Hirsch zubereiten oder ein Reh. Und das hier, das muss raus. Na, da haben wir keinen jetzt. Haben wir keinen. Normal in die Schubladen da drüben ist meistens einer. Oder es ist da verschwunden. Ich habe, Moment, vielleicht habe ich da hinten noch meinen Reserve. Aber das, also da haben wir jetzt keinen Kerntemperaturfühler drin, oder? Da haben wir jetzt noch keinen drinnen. Wenn man gar nichts hat, ich habe schon immer eine Notreserve auch. Ja? Ich habe jetzt einmal gar nichts. Das ist meine Notreserve. Falls einmal irgendwas passiert, ja, nehmen wir den da. Ja? Im Prinzip dasselbe. Man nimmt das jetzt, man sticht das jetzt hier in die Mitte. Und wir werden jetzt das hier mit dem kontrollieren. Ja. Also, wir haben ja draußen 100 Backöfen, fällt mir ja, gerade ein. Vielleicht haben wir draußen einen. Also, ja. Hoppala, wir sind an der Quelle, hab's vergessen. Ja, Livestream, alles live. Das muss raus. Pochieren heißt, dass wir das in niederer Dampftemperatur jetzt auf Temperatur bringen. Nieder deswegen, damit die Temperatur gleichmäßig ins Innere geht, damit der Fisch, der ist empfindlich, möglichst gleichmäßig saftig bleibt. Pochiert ist das Blatt, das passt. Danke, Martin. Ich war schon bei AEG. Ja, wunderbar. Ich kenne da jemanden. Ja, das ist immer gut. Beziehungen ist alles im Leben. Ja. So. Und Notreserve auch. Also schön in die Mitte stechen. In der Mitte, da ist es am kältesten. Man kann es auch hier so zack, in die Mitte, da ist am kältesten, und rein damit. So, also man sieht jetzt da hinten, da ist es vorbei. Da sind wir auch, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Also, pochieren, rein damit, einschalten, klassisch Dampfgaren, 100% Dampf, Full Steam oder auch dieses Steamify, wo sich der Dampf hier automatisch regelt. Wir nehmen 75 Grad, 75 Grad. Steamify oder Full Steam Dampfgaren,
Was braucht man? Full Steam, also nur Dampfgarn oder Steamify. Wir nehmen jetzt hier 75 Grad. Könnt auch 70 nehmen, aber 75, bei 70 dauert es schon wahnsinnig lange. Und schalten eben mal hier Start ein. Und schnell die Temperatur. Wie wollt ihr es haben? Glasig, durch und saftig oder eher mürb? Ich sag durch und saftig. Und da findet ihr auf der Rezeptur oben, bei Fisch ist das eine sehr, sehr geringe Temperatur, 56, 58 Grad ist es beim Fisch. Ja, 56 Grad, 52 wäre glasig, 56. Machen wir 55. 55. Also ihr könnt das nach eurem Belang machen. Jetzt habe ich 56. 56 und stell ein, dass das einfach läutet. Mache ich da 55, genau. Weil du es bist. Ja, wird ungefähr dauern so eine 20. Nur Alarmsignal, ohne Stoppen. Alarmsignal, nur dass es läutet. Ja, nur dass es läutet. Passt, Wasser haben wir drinnen. Passt. Ja, das wird dämpfen. So, essen. Beziehungsweise, ich werde erinnert, ihr seht, man zu Hause hat man nicht so einen Stress, wie ich hier habe. Zu Hause sitzt man bei seinen Gästen oder die Gäste kommen, du deckst den Tisch. Währenddessen ist das angebraten. Jetzt ist das Ganze schon ja, so halb fertig. Die 20 Minuten läuten. In der Mitte haben wir jetzt hier eine Kerntemperatur von 66 Grad. Langsam bräunt der Braten, die Soße köchelt, bindet sich ein. Jetzt nimmst du einfach deine Röllchen, was soll denn viel passieren? Ja, und schiebst du einfach in den obersten Einschub. Warum? Weil ganz zum Schluss schalten wir vielleicht noch den Grill ein. Und unten schieben wir das da dazu. Je nachdem, wie bissfest du das haben möchtest. Wenn die so geschnitten sind in der Größe, was wir hier haben, brauchen die mindestens einmal so 20 Minuten braucht es, bis das da drinnen kocht und dann nur so 15 Minuten, so eine gute halbe Stunde. Dazugeben. Wir werden schauen, was passiert. Hinsetzen, auf die Gäste warten, ein Glas mittrinken, Küche, Essen, fertig. Den da werden wir jetzt rausnehmen. Jetzt werden wir mal schauen, werden wir das einmal anrichten. Dankeschön, Martin. Ja, werden wir es einmal rausnehmen. Ich lasse dir jetzt einmal kosten. Wie dir das so schmeckt mit diesen Fragoli. Ich nehme das jetzt einmal da so raus. Also wegen der Bissfestigkeit. Wegen der Bissfestigkeit. Man sieht, oben haben die ein bisschen noch gebräunt. Schaut. Mhm, ja, also wenn man die ein bisschen umrührt, die fangen jetzt an zu saugen. Die können ruhig hier ein bisschen nasser sein. Das macht gar nichts. Ja? Aufpassen, Martin. Ja, die sind also jetzt noch sehr, sehr heiß. Und wenn sie die jetzt zu bissfest sind, schieben wir sie noch ein paar Minuten rein. Und wenn sie euch zu saftig sind, dann nehmt halt nicht 3 Tassen Wasser, dann nehmt 2 Tassen Wasser. Es kommt auch sehr darauf an, was ihr für ein Geschirr verwendet. Ist es Metallgeschirr? Geht das schneller, zieht es ein bisschen mehr an. Soll ein bisschen so, wie so bissfeste Spätzle, sage ich jetzt einmal. So, ja, so in dieser Richtung. So, jetzt nehmen wir das einmal raus. Jetzt haben wir unser geschmortes. Und es schmeckt da sehr gut, was dieses. Ja, weil es ein bisschen geröstet ist. Ja? Mhm. So, soll ein bisschen zusammenpassen. So, und jetzt haben wir hier ein geschmortes Gericht. Jetzt wollen wir schauen, irgendwo, welches Teller nehmen wir denn? Welches ist denn besonders schön? Das brauchen wir für das Wild. Das haben wir da. Das da. Nein, das ist für die Cacciatore. Das da nehmen wir. Oh, das ist das Cacciatore. Bitte, das ist für die Cacciatore. Das ist ja das. Ah ja. Mein Gott, Oliven, ja. Oliven. Da muss man schon ein schönes Teller nehmen. Die Oliven passen daher. Was jetzt auch ganz interessant ist, hört ihr das? Das ist knusprig. Das ist richtig schön knusprig. Jetzt werden wir das da ein bisschen anrichten. Ja. So, werden wir das einmal da so rausgeben. Und da wird es natürlich jetzt da unten abgeschnitten haben mit dem Knochen, sieht man, der Knochen ist da richtig schön da so ein bisschen oben. Und das ist immer diese Knusprigkeit, ist natürlich immer ein Hammer. Jetzt die Soße unten, die ist richtig schön sämig, die hat einen richtig schönen Glanz. Ich gebe jetzt einmal das noch ein bisschen so weiter da nach oben. Rühre das einmal ein bisschen um. Man muss das mögen. Rotwein, Oliven, Tomaten, Wurst. Salami, Cacciatore, die was also einen sehr, sehr intensiven Geschmack hat. Und man sieht, dass das jetzt auch richtig schön da drinnen. Da so vielleicht kann man jetzt zum Anrichten die mobile Kamera nehmen wieder, ja. Weil das wirklich sehr, sehr gut ausschaut. Von vorne einfach kommen. Ja, und werden das da so ein bisschen anrichten, dass das da so
außen herum ist. Unten geben wir die Soße drauf, also wir geben da unsere Kräuter und Gewürze, die geben wir raus. Sehr, sehr intensive Aromen und legen das einfach mal so in die Mitte. Also man sieht jetzt schon, dass das eine schöne, leichte Bindung ist. Rotwein, Hartwurst, so leicht angeschmorte Tomaten, das legen wir da drauf. Soße ist es genug. Die Haut ist auch sehr dunkel. Warum ist die sehr dunkel? Ja, weil es ja auch sehr dunkles Geflügel ist. Und außen herum ein wenig was von unseren Beilagen. Das ist wichtig, dass diese Beilage eben das Ganze ein wenig abrundet, weil das Gericht ist sehr, sehr intensiv. Das neutralisiert. Das neutralisiert. Ja, und wenn jemand sagt, kann ich da ein paar Nudeln, kann ich da meine Spätzle dazu machen? Ja, sicher. Also ich glaube, auch nur mit Weißbrot schmeckt das. Ja, natürlich, wie immer in der mediterranen Küche. Ja. Das geht wunderbar auch mit ein bisschen Weißbrot. Das ist also was Einfaches, was Rustikales. Lieber Martin, das Schönste ist, dass das da ein bisschen schön knusprig ist. Sehr gut. Einen guten Appetit. Auf so. Den Oliventellern. Mahlzeit. Die Rosi verpackt es schon. Wir haben hier im Schauraum hier Mitarbeiter und die haben morgen da was Schönes, Gehaltvolles zu essen, weil das lässt sich auch ganz toll wieder erwärmen. Natürlich, die Knusprigkeit von der Haut leidet immer ein wenig und auch beim Regenerieren geht das wunderbar. Also, auch ein Single, warum nicht? Man macht 2 Keulen, 3 Keulen, ja, man kann die einkochen. Wie ist das Fleisch? Weich? Heiß natürlich, sehr heiß. Na, es geht. Ja, sehr heiß. Und ist wirklich was für die, die was... Aber es schmeckt gar nicht so intensiv. Es schmeckt sehr gut, es schmeckt aromatisch. Ja. Aber jetzt nicht so kein penetranter Geschmack, das verdampft ja, man nicht. Oder das so, ist ne? Ja auch dieses Einlegen ein bisschen da über Nacht. Weil Wildgeflügel kann natürlich schon einen sehr, sehr intensiven Geschmack haben. Und wir wollten einfach zeigen, dass nicht nur die edlen Brüste man verkochen kann, sondern auch so schön ein bisschen diese klassischen Nebenteile. Oder, was ganz toll ist, was es leider nur mehr sehr wenig gibt, Hähne. Kabaun. Ich habe einmal einen Kabaun gegessen. Ja, irgendwo. Steiermark gibt es das ab und zu noch. Ja. Ist das der kastrierte Hahn? Ne? Der Kabaun ist der kastrierte Hahn. Ja, das habe ich ja. Einmal bekommen in einem Restaurant. Ja, gibt es. Der Kabaun ist der kastrierte Hahn. Und ja. Und hören wir mal schauen, wie es da hinten so ein bisschen ausschaut, hinter mir. Man sieht, wir sind jetzt da so auf 71 Grad. Ja, da hinten, das läuft alles wunderbar. Da sieht man auch richtig schön, wie der Fisch dämpft. Wir sind auf 19 Grad, das passt wunderbar. Und wir werden jetzt natürlich auch hier wieder die Beilagen dazu machen, weil wir wollen ja die pochierte Roulade haben. Und da werden wir eine schöne Weißweinsoße dazu machen. Und weil Herbst ist, ein paar karamellisierte Trauben. Gut, da haben wir den Fischfond. Und dann werden wir da jetzt die Trauben ein bisschen karamellisieren. Da geht natürlich dann ideal, wenn man eine schöne beschichtete Pfanne hat. Und was brauchen wir noch für die Soße? Also Franz, diese knusprige Haut in Kombination mit der Soße ist ein Wahnsinn. Ja, weil machen wir mal von einer, ich sage jetzt einmal Wildgeflügel, eine knusprige Haut. Ja. Es ist schon, mit diesen Heißluftgrillen ist das eine tolle Sache. Da machen wir eine Weißweinsauce. Und wir brauchen auch noch ein bisschen da Nudeln. Jetzt kommt auch mal richtig der Induktionsherd einmal ins Spiel. Ja, da wollen wir mal ein bisschen Nudeln kochen. Und die haben wir selber runtergedreht. Man kann auch gekaufte nehmen. Bandnudeln würden hervorragend passen. Oder man kann sie auch selber runterdrehen. Unser nächstes Thema ist ja auch dann Nudeln, Teigwaren zubereiten. Selbstgemachte. Brauchen wir wieder ein bisschen Wasser. Da drüben. Ich habe noch mehr Wasser. Meerwasser würde ja auch gehen, es ist salzig. Wir geben Salz dazu, weil es Süßwasser ist. Da kochen wir uns ein paar Bandnudeln. Jetzt machen wir uns eine schöne Weißweinsauce dazu. Und wir werden auch da ein bisschen Trauben karamellisieren. Reicht das oder noch ein bisschen mehr, Franz? Bitte? Wasser ein bisschen mehr oder reicht? Ein bisschen kann man noch dazugeben. So, da geben wir mal Gas. Das wollen wir mal dann kochen. Weißweinsauce, das heißt, wir brauchen Sahne. Wir brauchen ein wenig Weißwein, so viel wie wir gar nicht brauchen, Spritzer. Hier haben wir ein bisschen unseren Fischfond und ja, ein bisschen für die Bindung brauchen wir da noch ein bisschen was von Maisstärke zum Schluss. Und ein bisschen Butter brauchen wir, ja, Zwiebel haben wir alles hier, da die Nudeln, da die Trauben, da zum Karamellisieren. Ja, und ein bisschen Orange
Und Zitrone in dem Fall, Schale hilft da auch immer und da haben wir ein bisschen Öl. Gut, Kräuter, Gewürze. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Kerntemperatur 22 Grad. Da haben wir 72 Grad. Da schaut man mal aus. Der hat seine Arbeit heute getan. Weißweinsauce. Wenn man beim Induktionskochfeld schnell Wasser braucht, Powerstufe, Ankochstufe, machen wir jetzt. Und da schalten wir mal ein, so ungefähr 50% Leistung. Da drüben heizen wir auch die Pfanne so schön langsam vor, ein bisschen zum Karamellisieren. Da genügt so Stufe Nummer 4, so an die 30-40%. Und hier werden wir das Wasser kochen. Am längsten wird eigentlich fast die Soße dauern. Man reibt oder schneidet ein bisschen eine Karotte, die bringt Süße, ein wenig Zwiebel, das genügt schon. In der Zwischenzeit sollte das heiß sein, ein wenig Butter oder am besten vielleicht beides, damit es da ein bisschen aufschäumt. So, schauen, noch ist nichts warm, schaut mal ein bisschen weiter nach oben und werden es da ein wenig aufschäumen lassen und dann werden wir das da ein wenig andünsten. Das kann man schon ein bisschen weggeben. Gut, das ist schon heiß, aber es braucht ja noch ein bisschen. Also man sieht, beim Pochieren mit 75 Grad sollte man's, hat man schon seine Zeit. So schnell geht das nicht. Die Soße können wir ruhig jetzt herstellen. Die Nudeln werden wir nicht ganz zum Schluss kochen. Und die Trauben, ja, die können wir auch jetzt schon karamellisieren und zum Schluss noch ein bisschen kurz erwärmen. Dann hat man es dann angenehm, wenn Gäste da sind, braucht man nur schnell die Nudeln kochen und der Rest ist schon fertig. Franz, nur nochmal, das geht mit jedem Geflügel, also kann er normale Händelkeulen auch nehmen? Ja, du kannst eine normale Hühnerkeule auch nehmen, ja. Selbstverständlich. Wenn jemand das, wir wollten es nur zeigen, dass es halt speziell mit so Geflügelarten ist, die was man vielleicht nicht so oft vielleicht verwendet. Ja? Aber wenn ihr sagt, Händelhaxen, macht es. So, wir dünsten das ein wenig an, ohne dass es Farbe nimmt. Und ein bisschen Salz geben wir dazu. Man sieht auch jetzt wieder, wie wichtig es ist, dass die Fonds nicht gesalzen sind, weil dann haben wir da ein bisschen ein Problem. So, dünsten das Ganze ein wenig an. Kann ruhig, bitte beim Andünsten ruhig ein bisschen nicht zu heiße Temperatur, ein bisschen runtergehen, langsam das Andünsten, ja, weil durch das Andünsten auch ein bisschen mehr vielleicht Butter dazugeben, weil durch das langsame Andünsten geht ein bisschen Süße raus aus dem Ganzen. So, also mit so 50% Leistung werden wir das machen. In der Zwischenzeit haben wir auf der anderen Seite die Pfanne noch ein bisschen zu wenig heiß. Sollen wir da mal ein bisschen raufschalten. Geben Zucker in die Pfanne, werden das ein wenig karamellisieren. Die Pfanne ist nämlich noch zu wenig heiß. Ja, das geht wunderbar, schön dahin dünsten. Und da werden wir mal ein bisschen einschalten und ein bisschen da das karamellisieren. Aufpassen, nicht die Pfanne zu heiß machen, Zucker würde schnell verbrennen. Da ist ein bisschen Butter und das sind die Weinbeeren, wie man sie eigentlich nennt. Die Traube wäre ja dann ist das Ganze, die Traube selber und die einzelnen Beeren. Die lassen wir im Ganzen, können auch weiße Trauben sein, aber ist von der Farbe her passt das Rote fast ein bisschen besser. Und vor allem wird es ganz interessant schmecken. Was Süßes, Traubiges, der Weißwein, die Bandnudeln. So, in der Zwischenzeit ist es angeschwitzt. Wir löschen ein wenig mit Weißwein ab. Brauchen wir nicht viel. Kochen es ein bisschen auf, dass der Alkohol, dass die Säure sich ein bisschen abbaut. Lassen wir das ein wenig kochen. Man kann auch ohne weiteres jetzt da noch ein bisschen Lorbeerblatt dazugeben, ein paar Pfefferkörner, ja, damit es da ein wenig köchelt. Gut, lassen wir es ein wenig köcheln, damit der Alkohol verdunstet, damit jetzt da der ganze Geschmack von Zwiebeln und von den Gewürzen da sich in diesen kleinen Fond ausbringt. Das kommt ein bisschen später dazu. In der Zwischenzeit hat sich da noch nichts bewegt, wenn wir da mal ein bisschen nach oben schalten, schaut man ein bisschen höher ein. So ein Induktionskochfeld hat ja ganz tolle Funktionen. Man ist jetzt ein sehr großes Feld, aber so die Funktionen sind auf den meisten Feldern oben. Man kann die Uhrzeit einstellen. Eine meiner Lieblingsfunktionen ist diese Stop- und Go-Taste. Pause-Taste. Das ist super. Da köchelt jetzt was,
Da kocht jetzt dann vielleicht gleich das Wasser für die Nudeln. Gerade Zucker, wenn er karamellisiert, ist immer so eine Sache, da muss man drauf aufpassen. Mein Gott, wir haben auch Familie, die Kinder schreien, es fällt was um. Der Postbote steht vor der Tür, die Lottomillionen. Ja, wenn man jetzt weggeht, wird nicht alles verbrennen oder wird übergehen. Schnell Stop und Go-Taste. Alle Funktionen werden gestoppt. Wenn du wieder auf Go gehst, wird jede Funktion, also jedes Kochfeld in der Funktion wieder einschalten, in der Intensität, die du eingestellt hast. Eine Funktion, die was wir sehr lieben. Der hat sogar noch zusammenschaltbare Kochfelder. Also da gibt es wirklich, schaut in eure Bedienungsanleitungen. Das sind oft ganz tolle Tipps, was Kochfelder so können. So, einschalten muss ja, oder? Ja, ich weiß. Ja, was mir manchmal passiert, wir wissen das von vielen Veranstaltungen. Jetzt kommt's. Ja, dass die Leute oft so die Hand drauflegen, weil man ist es vielleicht nicht gewohnt vom alten Kochfeld oder es kocht einmal wirklich das Wasser stark über und rinnt da drauf. Das sind ja dann Sensoren drinnen, damit da nichts passiert. Dann kann das Kochfeld auch rausschalten oder man legt versehentlich ein nasses Kuchentuch darauf. Dann kann das auch einmal ausschalten. So, man sieht, jetzt beginnt es hier zu karamellisieren. Wir brauchen nur ein bisschen Geschmack vom Karamell. Das wird genügen. Hinten haben wir 33 Grad. Es wird ganz langsam wunderbar pochieren. Da haben wir 77, also da fehlen uns noch 10 Grad. So, und der Butter, den können wir dann dazugeben. Und hier haben wir ein paar Weintrauben. Die werden wir nur da drin in den Karamell ein bisschen schwenken. Und könnt ihr ruhig... Es war hervorragend. Bitte, gerne. Es war... Exzellent. Fein. So, sieht, Karamell ist jetzt da. Geben ein bisschen Butter dazu. Es genügt. So. Ist nicht immer ein bisschen eine Übungssache. Gerade wenn man eine neue Küche oder sowas hat oder für uns auch immer, einmal dieses Kochfeld, einmal nicht jedes Kochfeld reagiert so ein bisschen gleich. Das ist immer so ein bisschen eine Übungssache. Selbst Profis geht es so. Man wechselt seine Arbeitsstelle. Und dann ist schon wieder ein bisschen anders, aber das ist Übungssache. Rein damit, ein wenig schwenken. Da ist jetzt auch Salz dabei. Warum Salz? Ja, aber wenn du Salz hast und das Zucker, ist das wie Geschmacksverstärker. Okay. Ja, nicht viel, nur so ein leichter bisschen Salz. Lassen wir es nur ein bisschen drinnen. Es wird auch da ein bisschen so die Farbe ein bisschen rausgehen. Ich schalte ein bisschen zurück, weil es sehr heiß ist. Ich gehe mal runter auf Stufe Nummer 1 oder 2. Fertig. In der Zwischenzeit ist der Wein verkocht. Auf dieser Seite sieht man, dass der Wein jetzt also hier verkocht ist. Und jetzt gießen wir ein wenig an mit unserem Fond. So, da haben wir ein bisschen unseren Fischfond. Da gießen wir ein bisschen dazu. Den da können wir dann später auch einkochen. Kochen dann noch einmal auf und werden dann mit Sahne ein wenig auffüllen. So, das genügt jetzt einmal locker für 4-5 Personen. Das genügt. Und auch hier werden wir wieder ein bisschen Stärke nehmen und die Stärke ein wenig anrühren. Da haben wir ein bisschen Wasser. Wir werden das vermischen und wenn das aufkocht, werden wir es einmal anbinden. So. Ja, ich glaube, es fängt jetzt an ein bisschen zu glänzen. Nicht zu lange, die fangen dann aufzubrechen an. Die sollen auch ein bisschen ganz bleiben. So. Gut. Die da braucht man dann zum Abrunden vom Geschmack. Lassen wir es noch ein bisschen köcheln. Gut. Die schauen wir aus. 37, also es wird noch ein bisschen dauern. Jetzt können wir dann auf die Seite stellen. Und wir müssen nämlich da gleich anfangen mit unserem nächsten Gericht. So, das lassen wir da ein bisschen so stehen. Schaut mal aus, oder? Schaut mal jetzt da mal aus. Ja. Geht wunderbar. Das Wasser soll kochen, oder? Ja, das, wir wollen noch ein bisschen warten, weil... Wenn das dann kocht, okay. Wir machen die nur 2 Minuten, die Nudeln, und die wollen wir ganz frisch kochen. Gut. Wir wollen jetzt noch schnell die Soße dann ein wenig hier abbinden. Kann man machen. Man kann auch diese Soßen so in Easy-Flaschen füllen zum Schäumen. Kann man auch machen. Könnte uns die Rose eigentlich eine bringen? So eine Easy-Flasche. Ja. Das hast du mir vor Jahren einmal gesagt. Ja. Da ist aber bitte wichtig dazu zu sagen, dass man die Soßen dann ganz fein abseiht, weil sonst hast du eine Verstopfung ja. Und dann kannst du die Küche neu ausmalen. Ja,
Ja, deswegen das ist mir sehr wichtig. Deswegen weil das zeige ich das jetzt, weil gerade momentan wieder viele geschrieben haben, wie ist das mit diesen Flaschen. Ja, also es funktioniert super. Ich möchte ja eine richtige schaumige Soße haben und ich will jetzt nicht irgendwie so wie in der Sterneküche solche speziellen Bindemittel, Alginate kaufen. Da gibt es ja ganz tolle Sachen, aber sehr teuer und man weiß vielleicht nicht, wie man die verwendet. Also wollen wir einen einfachen Trick hier machen. Wir werden das jetzt ein bisschen abbinden. Stärke ist da drinnen. Das Ganze köchelt da drinnen und werden es ein wenig abbinden in die kochende Flüssigkeit. Aber warum hast du vorher gesagt, wenn man Stärke in kochende Flüssigkeit gibt, dann geht das irgendwie nicht? Hast du beim anderen Rezept gesagt? Oder ist es nur, weil es Wein war? Wenn das ja, Säure? Da haben wir den Wein ja sehr stark eingekocht und der ist jetzt sehr stark verkocht. Durch die Säure würde es nicht gehen. Würde ja sicher dann ein bisschen abbauen. Mhm. Ja, und das heißt auch hier passiert. Sonst könnte man, wenn das dann länger steht, ja. Wenn man es gleich ist, kein Problem, aber wenn es länger steht, würde sich das da verlieren. So, jetzt müssen wir ein bisschen verkosten, ob das auch passt. Ja, Martin, probier mal, wie schaut es denn aus? Ich denke, da würde mal ein bisschen Salz noch fehlen. Ich denke, da würde auch noch ein bisschen Pfeffer fehlen. Ich denke, da würde auch noch ein bisschen geriebene Orange-Zitronenschale fehlen. Die bringt nämlich immer einen tollen Geschmack. So. Die bringt ein bisschen einen tollen Geschmack. Und die Soße soll jetzt nicht zu dick sein und nicht zu dünn. Also verdünnen kann man sie immer. Und wir werden vielleicht noch einen Spritzer Zitronensaft eingeben. Was das ausmacht, das da macht sehr viel aus. Wenn ihr keinen Geschmack reinkriegt, gerade in so hellen Soßen, in Suppen, einen Spritzer. Und nochmal kosten. Ja. Wird. Ja, wird. Und wenn man das jetzt schäumt, man muss jetzt vorstellen, wir machen einen Schaum daraus, wird das ja mehr, darum muss das jetzt ganz intensiv schmecken. Und ihr könnt auch vielleicht ein bisschen hier erkennen, die Bindung ist jetzt also schon ein bisschen eine dickere Soße, nicht pumpig, aber schon ein bisschen eine dickere Soße. Und wir werden die da geben. Jetzt müsste dann mir die Rose dann unsere, die Flasche bringen und auch, wie der Martin sagt, das Sieb bringen und dann auch eine Druckkapsel, eine Sahnekapsel bringen. Die Flasche und den Sieb. Ja, eine Isika-Flasche, Rosi, bitte. Und ein bisschen das Sieb haben wir hinten in unserer Kiste. So, war das Angenehme von diesen, man kann das natürlich jetzt da ja, abpassieren und die Soße so stehen lassen. Oder man kann die Soße auch da vielleicht so unten ein bisschen reinstellen. Das werden wir auch machen. Man kann sogar die Isi-Flasche reingeben. Bei der Temperatur spielt es keine Rolle. So, aber wie der Martin sagt, das Wichtige ist, das hier. Das ist ja. ganz wichtig. Ganz wichtig, weil wenn da Pfefferkorn drinnen ist oder was anderes, dann geht da nichts raus. So, wenn wir das einmal da so ein bisschen. Aber es geht schon raus, aber verzögert und explosiv. Ja, also es gibt schon Tricks, kann ich auch verraten. Es gibt auch Tricks, wenn es natürlich jetzt da verstopft, nicht im, wenn es voll unter Druck steht, aufmachen. Weil wenn es nämlich da richtig unter Druck steht, dann kann wirklich, dann ist da. Es kann jetzt nicht viel Schlimmes passieren, ja, aber es kann wirklich die Küche da leiden und man muss neu ausmalen. Ja. So, zuschrauben, Dichtring ist drinnen. Machen wir dazu. Es ist so eine Halbliterflasche, da genügt eine Kapsel, die Sahnekapsel, die CO, nicht die CO2-Kapsel fürs Wasser, die Stickstoffkapsel, die Sahnekapsel. Ein wenig schütteln. Vielleicht haben wir da so ein Glas oder eine kleine Schüssel. Dann mal schauen, wenn man das ein wenig schüttelt. Und wenn die Bindung passt und die Stärke stabilisiert dann das Ganze als Stabilisator, als natürlicher. Und dann haben wir hier drinnen dann eben eine richtig schöne Soße. Und was glaubt ihr, wenn die über die Bandnudeln da so drüber läuft, diese Soße, und ist jetzt richtig schön sämig. So, so können wir es machen. Über die Weintrauben drüber. Tja. Und wir halten einfach das Ganze da so nebenbei ein bisschen warm, damit da nichts passiert. Aber ist die Flasche nicht isoliert an sich? Ja, diese schon. Und wenn jemand ein bisschen mehr ausgibt, wäre die Flasche isoliert. Und wenn jemand weniger ausgibt, hat eine nicht isolierte Flasche. Und bei dieser Temperatur von 75 Grad kann in dem Inneren nichts passieren. Es kann auch nicht irgendwie explodieren. Ja, da kann nichts passieren. Und dann bleibt die Soße schön heiß. Und wenn sie isoliert ist, wie eine Thermoskanne, dann sowieso. Die kosten halt mehr. Gut, das geben wir mal ein bisschen weg. Wie liegen wir denn eigentlich überhaupt zeitlich? Das Wasser brauchen wir nicht mehr, weil es voll ist? Das brauchen wir nicht mehr, nein.
Es geht nicht mehr. Das zeitlich liegen wir auf 22 Uhr, wir sind 2 Stunden auf Sendung. Ja, also höchste Zeit, dass wir unser Dessert noch machen und natürlich unser Teigwarengericht. Wann gibt es wieder was zum Essen? Aha, ja, so 84 Grad haben wir. Ja, also ja, ein bisschen wird es noch dauern. Unten wird natürlich, wenn ihr jetzt das natürlich in einem Glaskochgeschirr macht, eure Rahmkohlrabi, mit einer Alufolie oder mit einem Deckel vom Glaskochgeschirr oben drauf, dann könnt ihr auch beobachten, wie es schön im Inneren kocht. Auch oft interessant, dann versteht man noch mehr von dem Ganzen. Jetzt geht es an die Nudeln, wenn wir dann später ein bisschen kochen. Jawohl. Jetzt müssen wir da mal so ein bisschen da frei machen. Und jetzt gehen wir in die Pasta-Küche. Jetzt geht es um selbstgemachte Pasta, um gefüllte Pasta. Und wir haben natürlich ein bisschen vorgearbeitet, damit das jetzt flotter geht. Aber wir wollen euch nicht zeigen, wie man Pastateig macht. So, ein bisschen da weg. Und diese Grundrezeptur von einem selbstgemachten Nudelteig, ja, ist keine Hexerei, haben wir euch aufgeschrieben und ihr könnt in unterschiedlichsten Farben ausführen. Wir machen einmal eine gelbe Farbe, gelb, weil Ei drinnen ist, gelb, weil natürlich auch Mehl drinnen ist. Und wichtig ist, wenn man so Mehl nimmt für Pasta, man nimmt Hartweizenmehl. Hartweizen, Weichweizen, klassischer Weizen zum Brotbacken, Hartweizen ist da ein bisschen anders, der hat also diese Bissfestigkeit, obwohl man auch Brot damit backen kann und er soll schön weich vermahlen sein. Man sieht das auch, der ist auch richtig vom Mehl her ein bisschen schön gelb. Durumweizen, Hartweizengrieß gibt es heute fast überall zu kaufen. 240 Gramm Hartweizengrieß haben wir da drinnen. Das ist ein kleiner Rührkessel für die Knetmaschine. Wir nehmen da 2 Prisen Salz dazu. Wir nehmen 2 Eier. Ein bisschen kleine Eier, aber okay, geht auch. 2 Eier, das sind so diese Bio-Eier, aber es gibt auch große Bio-Eier, aber Hauptsache das Ei ist gut. 2 Eier und wir brauchen da 2 Esslöffel, nehmen wir Wasser. Ja, das Wasser ist eh frisch hier, 2 Esslöffel Wasser, das genügt. Und wenn die Eier nicht ganz klein sind, dann vielleicht ein bisschen mehr. Das werden wir dann sehen beim Kneten. Passt. Soweit ist der Pastateig eigentlich fertig. Manche geben ein bisschen Öl dazu, kann man machen. Wir machen das nicht. Was wir jetzt brauchen, ist die Knetmaschine. Ja. Ja, wunderbar, danke. Und wir werden das einfach hier kneten. Willst du das drüben anstecken? Oder? Kann ich auch machen. Aha, Kerntemperatur reicht. Gut, passt. Wie du magst. Weil da sind die Sachen am Kochfeld. Ja. Oder ich steck's da an? Ja, steck einmal kurz da an. Ja, das passt wunderbar. So, jetzt hinten ist jetzt die Kerntemperatur erreicht. Tja, was machen wir in dem Fall? Wir werden jetzt den Fühler rausziehen. Man sieht jetzt wenn man das, ich zeige es nochmal her. Diese bei 150 Grad werden die natürlich oben nicht bräunen. Die sind zwar ein bisschen so leicht knusprig, aber optisch schauen sie noch gar nicht toll aus. Jetzt machen wir eines. Wir werden jetzt hier oben den Grill einschalten. Da müssen wir jetzt aber aufpassen, das dauert nicht lange. Wir schalten den Grill ein. Den Kerntemperaturfühler ziehen wir raus, also wenn es zu wenig bräunt. Und der Grill kann jetzt unten das Fleisch nicht kaputt machen, weil dazwischen ja das Blech ist. Also überbacken. Die Grillfunktion, die Überbackenfunktion schalten wir ein. Eine klassische Standardfunktion. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, weil das wird jetzt sehr schnell gehen. Wir können in 2-3 Minuten können wir essen. Also ihr könntet das jetzt ohne weiteres, wenn ihr Gäste zu Hause habt, könnte man das jetzt ohne weiteres jetzt hier auf warm halten stellen und könnte das ohne weiteres auf der Funktion warm halten. 20 Minuten, eine halbe Stunde, die Temperatur fällt ab auf 80 Grad, das Gemüse bleibt nachdem es weich oder bissfest, ist, ne? Ja, wenn es gebräunt ist. Und wenn dann die Gäste soweit sind, kann man das warm halten wieder ausschalten, das Essen bleibt warm und kann zum Schluss noch einmal schnell mit der Grillfunktion oben dieses Beilage ein wenig überkosten. Und das machen wir jetzt. Start. Stell noch mal schnell 2 Minuten ein, weil. Aber würde es theoretisch auch gehen, jetzt zu bräunen mit der Grillfunktion und dann einfach warm halten? Ja, aber beim Warmhalten dann werden wir wieder die Knusprigkeit verlieren von diesen Polenta Röllchen. Okay, das heißt zum Schluss erst bräunen. Okay. Weil natürlich durch bei 80 Grad wird es ein bisschen dann feucht werden innen drinnen, was es ja ideal ist, aber da haben wir das Problem. So, da ist der Teig.
Das sind die Eier, 2 Esslöffel Wasser, 240 Gramm Mehl, 2 Eier, 2 Esslöffel Wasser, 2 Prisen Salz und dann mit der Maschine kneten. Und das dauert jetzt schon eine Zeit. Wir werden das nicht abkürzen. Ja, da braucht ihr schon an die 10, du musst mir jetzt ein bisschen halten, das ist von einem Vorgängermodell, ja, damit das da haltet. Also ihr knetet das jetzt einmal so wirklich so an die 10 Minuten. Nach 5 Minuten vielleicht mit der Hand einmal ein bisschen selber durchkneten, damit die Bindung besser ist. Der Teig muss sehr, sehr fest sein. Einen Teig machen wir gelb. Den gleichen Teig habe ich hier Spinatpulver, gibt es zu kaufen. Wir verwenden eigentlich selten Cremespinat, weil man muss so viel Cremespinat reingeben, das wäre viel zu viel. Deswegen nehmen wir Spinatpulver, gibt es zu kaufen. Einmal haben wir es schwarz, wir haben hier Tintenfischtinte, also einen schwarzen Teig für Tintenfischtinte, wenn man den Fischgeschmack nicht mag. Es gibt überall in jeder Apotheke auch Aktivkohle zu kaufen. Gibt es auch, ja? Kann man auch kaufen, auch eine schöne Sache. Einmal schwarz mit Tintenfischtinte, einmal grün mit getrocknetem Blattspinat, Cremespinat und einmal hier. So, ich schalte es da gerade ein bisschen zurück, das können wir zu Rosi zurückgeben. Und diese 3 Teige habe ich gemacht. Die sind jetzt da drüben fertig und wir werden natürlich auch eine Füllung machen für unsere Teigwaren. Aber zuvor müssen wir wieder was essen. Ja, das gehen wir mal daher, das gehen wir daher, das gehen wir weg. Und so schauen die Teige aus, also man lässt die schön kneten, dann lässt man sie ein bisschen so eine Kugel rasten und dann rollt man sie ein wenig vor in so Stangen und lässt sie ruhig wieder so auf einem Blech abgedeckt. Ja, nicht im Kühlschrank, die werden so fest, dass also der Teig ist wirklich auch jetzt noch fest und dann werden wir den verarbeiten. Auch jetzt schon wird man sehen, das wird sehr attraktiv werden mit den schönen Farben und mit Spinatgeschmack, Tintenfischtintengeschmack, wenn man mag. Und ihr könnt auch gerne mal rote Beetesaft nehmen, dann ist er halt schön rosarot. So, kommt später. Jetzt, ja, wenn ich jetzt da so reinschaue, man sieht jetzt, ja, die 2 Minuten sind vorbei. Der Grill schiebt natürlich oben an und auf der Decke oben glüht jetzt diese Grillschlange. Und jetzt beginnen die Spitzen schon ein bisschen braun werden. Jetzt ist wirklich angesagt, in der Küche zu bleiben. Weil jetzt geht es wirklich um 1-2 Minuten, damit es da oben ja nicht beginnt zu verbrennen. Wenn es riecht, dann ist es schon meistens zu spät. Ja? Ich nehme jetzt einmal unten unseren Rahmkohlrabi raus. Den werden wir jetzt einmal so testen, werden wir den einmal probieren. Werden wir uns ein schönes Teller holen für unseren Hirschbraten. Den habe ich jetzt vor 2 Wochen entdeckt. Bin ja Tellerfetischist. Ich kaufe nie 20 Teller, ich kaufe immer 2. Einen für die Rose, einen für mich. Aber dafür alles, was wir sehen, was uns gefällt. So, oben, jawohl, schaut nicht schlecht aus. Jetzt nehme ich mal schnell unten einmal unseren Rahmkohlrabi raus. Aufpassen, sehr, sehr heiß. Den nehmen wir mal raus. Man sieht, da kocht schon richtig schön da drinnen. Ja, oben, ein bisschen können sie noch. Also man sieht, ein bisschen können sie. Man sieht, easy to kill, clean Blech. Da klebt rutscht nichts an. Hin und her, ja. Da passiert nichts. Ja. Hopp, aufpassen, sehr, sehr heiß. Lass mich noch eine Minute noch. Nehmen wir das einmal raus, rühren wir das einmal um. Beim Lachs wird die Kerntemperatur erreicht? Ja, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Ja. Können wir das jetzt noch ein bisschen nach oben schalten. Je nachdem, manche mögen den Kohlrabi ein bisschen bissfest, manche mögen den ganz weich. Der hat jetzt noch einen leichten Biss. Ja, das passt wunderbar. So, werden wir mal da herstellen. Ja, warten wir noch ganz kurz, werden wir zuerst das da fertig machen. Jetzt ist nämlich das gleichzeitig fertig. Und raus mit den Röllchen. Man sieht, es ist richtig schön knusprig. Ja. Kann man das auch hier richtig erkennen, wenn man richtig schöne knusprig hat. Und wenn ihr die ein bisschen länger gemacht habt, dann haben die auch noch richtig eine schöne, schauen die noch schöner aus, wenn die länger sind. So, raus mit dem Braten. Man sieht, jetzt ist der wirklich, hat er eine richtig schöne Bratenfarbe. Jetzt ist der Braten gebraten. Den da aus dem Schussfeld. Jetzt
absprachen mit unserem Schneidebrett, damit wir unseren Braten anschneiden können. So. Die Soße werden wir jetzt auch durchpassieren. Jetzt brauchen wir noch ein schönes Sieb und da brauchen wir noch ein kleines Teller. Und Sieb brauchen wir noch, Rosi, bitte, da haben wir ein zweites Teller. Geben wir mal den Braten raus. So schnell wird er nicht kalt sein, der Braten. So schnell wird er nicht kalt. Ich mache jetzt nur da hinten noch mal ein bisschen auf, damit unser Fisch, das genügt schon, also nur ein bisschen aufmachen, damit es da jetzt nicht übergart, dass der Fisch nicht nachzieht. So, wenn wir den nochmal da rausnehmen. Gut, danke schön. Dann haben wir hier die Soße. Da haben wir mal einen kleinen Topf. Da werden wir die Soße noch. Jetzt gehen wir da rüber. Da kann man ein bisschen einschalten. Und da können wir die Soße noch ein bisschen reingeben. Also die Soße. Zum Einreduzieren. Ja, genau. Ja, ein bisschen aufkochen, ein bisschen restliche Bindung machen. Ja, einfach ein bisschen aufkochen, das geht wunderbar. So. Also man sieht, seht ihr diese Farbe? Wunderbar. Ja. Man könnte es jetzt auch wirklich pürieren mit einem Pürierstab, aber dann wird es eher so stumpf von der Farbe. Alles muss raus, dann wird es richtig schön stumpf von der Farbe. Wir wollen, dass es richtig einen schönen Glanz hat. So, jetzt lege ich mal ein bisschen darüber. So, jetzt kochen wir das einmal kräftig auf und dann werden wir, die Rose bringt uns dann ein bisschen Maisstärke. Wenn wir das schauen, werden wir es zum Schluss noch ein bisschen nachbinden. So, unser Fleisch. Kann zurück ein bisschen noch stehen. Alles ist heiß. Wir können eigentlich dann gleich mit dem Anrichten beginnen. Da werden wir noch die Soße noch ein bisschen nachziehen. Also es schaut nicht toll aus, wenn die Wildsoße so ein Wasser ist, so wie es so wässrig ist. Geschmack muss sicher sehr intensiv sein. Dankeschön. So, Rosi war sparsam mit mir. Brauchst du noch mehr Stärke? Es war so ein guter Teelöffel voll. Gib mir noch ein bisschen. Wir gießen einfach so viel rein, wie wir brauchen. Ein bisschen Wasser. So. Gib nachher die Dosen. Und das Reh ist nicht ganz ein mageres Fleisch. Die Soße hat also so gut wie keine Fette. Ja, gehen wir noch ein bisschen rein. Das genügt. So, das genügt. So. Ein bisschen nach oben schalten. Gut. In die kochende Flüssigkeit, da kann nichts passieren. Nicht zu viel, dann wird es so pumpig, aber damit es halt ein bisschen eine schöne, ja, man sieht jetzt schon, dass das einen schönen Glanz bekommt. Ja, jetzt passt es. Kann auch dann die, wir werden, sollte noch ein Stück Butter da sein, kann man noch, man nennt das montieren, dann nicht mehr kochen, damit es einen schönen Glanz gibt. Na, Rose, ein kleines Stück Butter noch bitte. Noch ein bisschen was von der Bindung bitte. Danke, ist fast wie beim Zahnarzt. Ja, so. So, aber beim Kochen ist es so. So, jetzt passt es perfekt, danke. Jetzt haben wir da eine schöne Farbe. Wenn man Butter dazu gibt, das nennt man das Montieren, ja, wenn das zusammengebaut wird, schalten wir da mal aus, und dann darf nicht mehr kochen und dann kann in die kalte Soße kommt der Butter. So, in die nicht kochende. In die nicht kochende, ja. Damit es da schön einemulgiert wird, also verbunden wird miteinander und dann schmilzt es da drin. Jetzt gibt es einen ganz einen tollen Geschmack und ganz toll. Ich habe noch nicht gekostet, Martin, koste mal. Nachsalzen kann man immer. Wenn es jetzt zu viel gesalzen wäre, würde es nur mehr eine Rettung geben, ein Viertel Liter Sahne dazu. Dann schmeckt es auch wunderbar. Koste mal ein bisschen, der Glanz schaut mal schon nicht schlecht aus. Einkochen kann man es natürlich auch noch reduzieren, keine Frage. Passt. Passt, wunderbar. Dann fangen wir an. Ja, fangen wir an. Schneiden wir mal das auf. Ja. Schneiden wir mal das Fleisch auf. Man sieht, da ist jede Menge jetzt natürlich da Bräunung da. Vielleicht kann man das wieder mit der mobilen Kamera begleiten, das aufschneiden und anrichten. Jawohl. Und man sieht, weil wir es jetzt zusammengebunden haben, das wollen wir jetzt einmal den Kameramann nochmal so ein bisschen zeigen. Weil wenn wir es nicht gebunden hätten, was passiert wäre, das wird man jetzt da genau sehen, wenn wir das Fleisch da mal so umdrehen. So,
Also man sieht, jetzt haben wir es hier zusammen gebunden. Bräunung ist jede Menge da. Dunkel ist es, weil das Wildfleisch dunkel ist. Hätten wir es jetzt nicht gebunden, ja, dann wäre das alles auseinandergefallen. Und so haben wir einen schöneren, gleichmäßigen Garpunkt. Ein wenig gerastet hat es jetzt. Ja, jetzt werden wir es hier einfach anschneiden. Man sieht, so ist ja, bei einer Keule ist es nicht so einfach. Die Maserungen gehen so ein bisschen so kreuz und quer durch die Muskelstränge. Wir schneiden es ein wenig an. Kerntemperatur ist jetzt knapp über 88, das heißt, das Fleisch ist sicher durch. Es wird natürlich jetzt auch ein wenig mürb sein. Wir schneiden es ein wenig an, lassen es ein wenig rasten. Ja, dann zieht das Wasser ein bisschen durch das Fleisch. So, auch hier nehmen wir mal zwei Stücke. Ja, auch noch ein zweites Stück. So, also man sieht das auch, das ist hier. Richtig schön, seht ihr, wie das da saftig ist. Es ist durch und richtig schön saftig. Bei 88 hat es auch noch richtig einen schönen Biss. Wir legen das jetzt da so ins Innere. Das ist ja so genau, für vier Personen geht sich das wunderbar schön aus. Ja. Oben ein bisschen was von der Soße darüber. Kann jetzt ruhig auch ein bisschen das Fleisch ruhig ein bisschen bedeckt werden, weil die Schnittflächen werden natürlich, wenn es ein bisschen steht, ein bisschen antrocknen. So, also man sieht, Bindung ist genügend da. Und diese Rahmkohlrabi verbindet sich jetzt mit dieser Soße wunderbar. Die kann auch ruhig da ein bisschen da oben sein. Machen wir eine moderne Anrichteweise. Man sieht, es ist ein bisschen so leicht soßig, sämig. Geht das wunderbar. Zum Schluss kommt noch ein bisschen dunkle Soße drüber. So, da wischen wir das Ganze mal ab. Und jetzt haben wir hier unsere ganz... Die sind jetzt richtig schön knusprig. Die kann man auch mit Sägemesser richtig schön ein wenig anschneiden. Da sieht man auch in der Mitte noch, das ist richtig. Und, op, und legen die da so ein bisschen, die knusprigen da so her. So, dass es richtig schön, ein bisschen resch und knusprig ist. Und so ist es auch. Mit diesem Sägemesser geht da ganz hervorragend. Und je nachdem, wie lange ihr die gemacht habt, kann man ruhig den Gast das auch so zeigen, was sich da so im Inneren befindet. Und zum Schluss noch ein Schöpf Soße darüber, damit es da richtig schön ein bisschen noch schön saftig ist. Ein Rehbraten. Den Rosmarin geben wir da ein bisschen dazu, weil der befindet sich ja da innen da drinnen. Und lieber Martin, guten Appetit mit unserem wunderbar kleinen Rehgericht. Bitte sehr. Sehr gut, danke lieber Franz. So, danke, während du beim Essen bist, mache ich gleich das nächste Gericht zum fertig anrichten. Wir machen jetzt unsere Roulade fertig. Weil die Roulade mag, dass diese Fischroulade ist sehr empfindlich und die Kerntemperatur ist jetzt 56 Grad, wird natürlich jetzt schon ein bisschen überschritten sein. Und dann mal schauen, was im Inneren so passiert ist. Das da gehen wir ein bisschen weg. Alles darüber. Lass dich nicht stören, Martin. So. Ist da gut. Rosi, die Kartoffeln sind drinnen für die Zwetschgenknödel. Jawohl, danke. Damit wir unser Dessert noch nicht vernachlässigen. So, jetzt haben wir da unser Wasser kocht. Und aus diesem Teig da, aus diesem gelben, haben wir da schon Nachmittag ein bisschen vorbereitet, haben wir den auch einen... selbst so Bandnudelnester gemacht. Und die nehmen wir jetzt und die kochen wir. Die brauchen ja wirklich nur 2 Minuten. Das geht sehr schnell. Ja. Und man sieht, wenn der Teig wirklich ganz fest ist, wir haben die einfach runtergedreht mit der Maschine, haben die ein bisschen liegen lassen, haben die so geformt, ja, und haben diese Nester also jetzt hier oben. Das da gehen wir weg, weil ich glaube, für eine Person ist das mehr wie genug. Und für 4 Personen braucht man ein bisschen mehr. Aber ihr könnt gekaufte Bandnudeln auch nehmen. Und die Frischteigwaren, die brauchen ja wirklich nur 2 Minuten. Rühr das ein wenig um. Ja, man sieht, es löst sich da auseinander. Salzwasser, wie wir beim Teigwaren kochen. Die schalten wir jetzt kurz nochmal ein bisschen ein, Martin, damit jawohl, die da richtig ein bisschen heiß werden. Also wir machen es aus, alle Nudeln nur mal selbst. Das schmeckt ganz anders. Ja, Frischteigware ist Frischteigware. Ja, ja, kann man nicht vergleichen. Ja. So, ich bin gespannt, ob unsere Roulade mit dem Wirsing diese grüne Farbe erhalten hat. Weil das ist ja eigentlich das Sensationelle auch von dem Gericht. Und der Fisch muss nicht möglichst saftig sein.
Und das hat mit der Kerntemperatur zu tun. Und da sind wir eh schon sehr am Anschlag. So, ein bisschen durchrühren, eine Minute braucht es noch. Wir fangen an anzurichten. Brauchen wir wieder das Blaue, damit wir den Fisch da oben schneiden können. Blau, 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 blau. Rosi, hast du noch mein blaues Schneide? Das haben wir nach hinten gegeben. Ich glaube, das haben wir nach hinten gegeben und abgewaschen. Ja, sei so gut, bitte. Wenn du es noch hast, sonst nehme ich. Nein, ist da, komm. Okay, wunderbar. So, raus damit. Grüne Farbe, schaut schon sensationell aus. Die Soße warm gehalten, also das ist ja die leichteste Übung. Ja. Und irgendwo haben wir da auch unser schönes Teller da. Perfekt, wenn die Teller schön heiß sind, dann kann man das in Ruhe schön anrichten. Ja. So, klassischer weißer Teller. Da werden wir dann gleich das ein wenig da so ein bisschen abschütten. Und gibt es noch einen kleinen Kochtopf bei dir, Rosi, bitte, zum Abgießen? Wir haben da unten ganz wenig Töpfe. Da können wir die Nudeln so ein bisschen abgießen. So, ja, salzig ist es auch. Dankeschön, passt wunderbar. So, Nudeln abgießen. Schnell ein bisschen schauen. Also ganz feine Bandnudeln. Warte, machen wir einen schnellen Test. Dann fertig aus. Ja, ob die, je nach Bissfestigkeit. Passt? Sehr gut. Gut, wunderbar. Gießen wir sie ab. Schalten wir da aus. So, Zwischenzeit bratet das auch. Und man sieht, wenn das Hartweizengrieß ist, dann funktioniert das. Wehe, du nimmst normales Weizenmehl, das klappt nicht. Ja, das klappt nicht, weil der Weichweizen hat da diese Bissfestigkeit nicht. Da kann man zurückschalten. Ein paar Tropfen vielleicht noch vom Öl drauf, Salz, müssen wir gar nicht nehmen. Wir nehmen sehr gerne auch ein bisschen Zitronensaft oben drauf, weil wir ein Fischgericht haben. So. Und jetzt mit einer Pinzette lässt sich das auch so ein bisschen da drehen. Drehen das Ganze so ein bisschen nach oben, damit es da vielleicht schön ausschaut. Ja, passt wunderbar. Und legen das schon einmal so aufgedreht da so ein bisschen so drauf. Zack, erledigt. Was auch ein Trick ist, man könnte es auch in so Kaffeetassen ein bisschen drehen mit einer Gabel, wenn euch das so ein bisschen zu mühselig ist. Vielleicht machen wir jetzt das Anrichten mit der mobilen Kamera. Ja, Fühler nehmen wir raus. Bin schon ein bisschen nervös, weil das jetzt schon ein bisschen zu lange drinnen ist. Was aber kann passieren, dass das Eiweiß gerät? Wenn es jetzt zu lange drinnen wäre, würde jetzt der Fisch trocken werden. Und wenn wir den Schnee aufschneiden, dann ist es ein bisschen weiß. Ist jetzt nichts, keine Tragödie, ja, weil mit 75 Grad ist das schon ein bisschen stabil. Aber wenn wir es einmal anschneiden. So, Messer haben wir da mal sauber. Messer ist sauber. Scharf muss es auch sein, weil da braucht man wirklich ganzen scharfen Schliff und wir schneiden es einmal an. Also man sieht, es geht sich locker aus für vier Personen. Ich nehme jetzt einmal hier einfach in der Mitte, schneide es einmal an. Wenn man das mit dieser Folie schneidet, kann es einen nicht zerfallen. Ja, und wenn man das einmal so rausnimmt, es ist noch perfekt. Ja, also man sieht, es glänzt da so ein bisschen. Ja, es ist perfekt. So, schneiden jetzt einmal an. Einmal, zweimal, so zwei so Stück sind vielleicht genug. Ziehen da die Folie runter, so kann uns nichts passieren. Wir legen das einmal so ein bisschen da so her. Einmal vielleicht auch so, dass man das Grün wunderbar sieht. Jetzt ist das natürlich, das Kraut hat noch einen leichten Biss. Der Fisch ist mehr als saftig. Man kann das also auf sein Wunschergebnis hinbringen. 52 Grad schreibt ihr euch in die Rezeptur. Es steht auch drinnen, wenn es glasig sein soll. Dann kann das ruhig auch 52 haben. Das hat jetzt hier so an die 56, wahrscheinlich 58 Grad. Gut, dann haben wir noch die Trauben. Jetzt ein bisschen schön karamellisiert. Jetzt setzen wir dann unseren Schaum ein wenig an. Ja, man sieht, jetzt haben wir hier natürlich das schaut nämlich super aus. Und jetzt haben wir, der hat nicht eine richtige, ja, das ist richtig schön kompakt. Und hier ein, zwei Trauben legen wir einfach da drauf. Mehr braucht es da nicht. Mehr braucht es da nicht. So,
genug. Machen wir das Teller noch picobello sauber. Wenn ihr jetzt ganz heiße Teller habt aus der Warmhalteschublade, dann kann man das auch in Ruhe schön anrichten. Lieber Martin, bitte sehr. Das ist ein Kunstwerk. Naja, na, ein Fisch im Kohlblatt. Ein Fisch im Kohlblatt. Ja. So, bitte, das da richtet die Rose ein wenig an. Man kann das natürlich aufwärmen, ist natürlich jetzt so eine Sache. Die Qualität wird ein wenig leiden, wenn man das aufwärmt. Aber es wäre ein schönes Herbstgericht mit einer heimischen Lachsforelle. Also der Rehbraten war sehr gut. War er weich? Hat er noch einen Biss gehabt? Ja, Biss. Ja, ich habe es beim Schneiden schon ein bisschen gespürt. Das heißt, Kerntemperatur 92. Ja. Ja. Es ist jetzt immer ein bisschen unterschiedlich, ja, wie da natürlich auch vielleicht die Reifezeit war. Aber eines der Highlights waren diese Polenta-Röllchen. Ja. Die sind so gut gewesen. Die sind so fresh. Und so Röstaromen haben sie drauf. Ja, ja, mit der Soße gemeinsam. Ja, mit der Soße. Ja. Also wie gesagt, 88, so steht es auch in unserer App Dampfkeit drinnen, 88 ist dann eher ein bisschen bissfest und Richtung 92 ist dann weich und mürb und mancher mag es vielleicht sogar ein bisschen blutig, mir weniger beim Wild. Aber das ist Geschmackssache. Aber blutig wäre weicher oder härter? Wäre sogar weicher. Ja, weil solange das jetzt da ist, dann bleibt es ein bisschen weicher, ist aber nicht jedermanns Sache beim Wild so ein bisschen. Da reden wir aber dann schon nicht von hellrosa, sondern reden wir wirklich von, ja. Aber von kann man Stücke Blut vom Wild nehmen, die tendenziell weicher sind als die Keule für dieses Gericht? Ja, selbstverständlich, Rücken. Aber der Rücken ist mit dem Brat, das ist ja ein Schmorgericht. Und weil er dann trocken wird, oder? Ja, ja. Da müsste man die Soße wieder vorher machen mit den Knochen, aber da, wenn ihr das wollt, eingeben oder schaut's. Rehrücken haben wir verfilmt zusammen. Da seht ihr wirklich dann Rehrücken mit den Knochen, mit der Soße. Wir haben Rehrücken ein Video gemacht. Das ist ein sehr aufwendiges Gericht. Aufwendiges Gericht, weil wir selber auch die Soße machen. Das könnt ihr euch in Ruhe anschauen. Rehrücken eingeben. Die Elisabeth fragt, wenn man keinen Fisch mag mit Pute oder Huhn, welche Kerntemperatur? Ja, würde auch gehen. Also bei Huhn würde ich auf alle Fälle, ich sage jetzt mal, wenn es kulinarisch gut sein soll, würde ich 68 nehmen, darf ich auch Koch nicht sagen. Ich muss sagen, mindestens 78, da wird es aber vertrocknet sein. Dann würden die Salmonellen tot sein. Ich würde es mit 72 machen. Ich habe nichts gesagt. Aus gesetzlichen Gründen würde ich 78 sagen. Gut, ja. Aber wir reden ja vom Hausgebrauch und nicht von der Gastronomie. Ne? Zu Hause kann ja Gott sei Dank jeder essen, was er will. Ja, Salmonellen ist egal. Naja. Aber wie gesagt, ich sage es nur dazu, gerade beim Geflügel, man sollte das nicht aus Acht lassen. Aber wenn du da so 78 nimmst, das wird durch sein, nur einigermaßen saftig, aber es richtig saftig sein soll, 68. Ja, gut, das da gehen wir weg. Das da gehen wir weg. Wir müssen jetzt in die Pastaküche gehen, weil unsere Zwetschgenknödel, die gehen dann sehr schnell. Weil die Kartoffeln sind schon gedämpft, der Kartoffelteig ist dann schnell gemacht. Das da geben wir alles ein bisschen weg. Wir müssen nämlich jetzt für unsere Füllung, wir machen ja gefüllte Teigtaschen. Und gefüllte Teigtaschen gibt es von Ravioli, Italiener nennen sie auch Agnolotti, die sind aus Umfriaul in Norditalien. Ja, und wir machen so gefüllte Teigtaschen, ja, wir nennen sie eben Agnolotti. Und wir werden dazu auch eine Füllung machen. Und die Füllung wird es sein aus Pilze. Und jetzt haben wir gerade bekommen unsere letzten Pfifferlinge da am Markt. Eierschwammerl, ja. Haben wir da bekommen. Das ist jetzt zu verdeutscht in Tirol. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja. Die Touristen. Ja. Tiefgesager. Ja. Das ist leer. Das ist leer. Jetzt geht's. Zwiebel anschwitzen, Knoblauch anschwitzen, mit Öl und mit Butter. Weil wir italienisch kochen, kann es auch ruhig ein Schuss Olivenöl sein und ein bisschen an Butter dazu. So, schaut man da mal ein bisschen ein. Und geben wir da mal ein bisschen Gas. Ich habe hier Eierschwammerl, ganz fein gehackt. Ja, und da sind auch noch ein paar schöne Ganze, die werden wir uns dann ganz zum Schluss noch aufbewahren. Die werden wir dann ein bisschen anbraten. Also ihr seht es in kleine Stücke. Und wenn ich sage, ich kriege keine Eierschwammerl, kann auch einmal ein Mochel sein. Kann auch einmal ein Champignon sein. Aber es soll auch ein Steinpilz, soll einen guten Geschmack haben.
oder diese ganzen Zuchtpilze, was es gibt. Butter ist schon ein bisschen drinnen, Zwiebel, Knoblauch, anschwitzen, Salz dazu. Es hilft dann immer so ein bisschen das Wasser rauszuziehen. 1, 2, 3, das ist für 4, 5 Portionen. Ja, also es wird, schaut nicht viel aus, aber das wird eine große Menge. Wir machen jetzt nur eine Portion, damit es da recht flott geht. So, richtig schön ein bisschen anschwitzen, damit es glasig ist. Kann ruhig nur 1, 2 Minuten länger dauern und dann gibt es eure gehackten Pilze dazu. Und ihr könnt diese Füllung in allen möglichen Dingen machen. Es könnten jetzt auch Rohnenstücke sein. Rote Beete, Rohnenstücke, es kann Wurzelgemüse sein. Ja. Wir machen jetzt hier mal ein paar Pilze. Wir werden die Pilze, weil die Pilze bestehen ja sehr viel Wasser, lassen wir es doch nur so 1, 2 Minuten auf doch einer guten Hitze dann kochen. Und dann werden wir da dazugeben Ricotta. Ricotta, der italienische Topfen, der bindet das Ganze ein bisschen ab. Warum italienischer Topfen und nicht österreichischer? Kannst du auch nehmen. Na, aber geht das? Ich meine, ja, das Frage, würde gehen. Hat aber das eine andere Konsistenz? Ja, der Ricotta ist ein bisschen anders von der Macher. Der ist anders gemacht. Okay, also Bröseltopfen oder ja, so? Ja, der kommt schon ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ja. Und der Ricotta hat das ein bisschen mehr, bindet ein bisschen mehr Flüssigkeit ab. Ja. Aber ja, es würde auch Topfen gehen. Ja. Der Brösel, also da muss man halt vielleicht ein bisschen mehr jetzt die Flüssigkeit reduzieren. Und jetzt brauchen wir dann den Ricotta, den geben wir da dazu. Aber wenn schon Angelotti und wenn schon ein bisschen Pasta-Küche, dann passt es auch mit dem auch wunderbar dazu. So, ein so ein Becher ist meistens so 250 Gramm. Lassen wir es noch ein wenig kochen. Ja, und dann weg von der Hitze. Und Eierschwammerln lieben auch sehr Pfeffer, weil sie ja vom Geschmack so ein bisschen pfeffrig sind. Ja, also geben wir ein bisschen einen schönen schwarzen Pfeffer da dazu. Weg von der Hitze. Da das ein Stein ist, kann man das da so draufstellen und dann geben wir da unseren Ricotta dazu. Also man sieht, der ist auch ein bisschen fester wie der Topfen. Das kühlt natürlich jetzt rasch ab. Das sollte natürlich jetzt auch ein bisschen überkühlen. Da das Ganze da dazu kommt in das Heiße, kühlt es recht schnell ab. Und so sieht es aus. Martin, halt das einmal nach oben. Ja, wenn es halt dann so eine Stunde steht oder dann ja, nach längerer Zeit dann auch im Kühlschrank steht oder draußen am Balkon, wenn es im Herbst kalt ist. Aber wenn es nämlich so noch ein bisschen lauwarm ist, so wie jetzt, dann ist es zum Verarbeiten sehr, sehr unangenehm. So, das da werden wir uns wieder mitnehmen für irgendeine Veranstaltung, so im ersten Gang als der Vorspeise. Und so sieht es dann aus, wenn es ein bisschen fester ist. Und die da brauchen wir dann später, die braten wir ein bisschen ab, als Dekoration obendrauf, wenn wir unsere da machen. Da hinten schalte ich schon ein bisschen ein. Martin, du schaltest mir schnell einmal einfach Dampfgarn ein, so mit 100 Grad. Warum und wieso, werden wir dann später verraten. Und jetzt brauchen wir wieder unsere Küchenmaschine. Und bei diesen Küchenmaschinen ist oft sowas dabei. Also man kann jetzt das, was wir jetzt zeigen, kann man natürlich auch mit einem Rollholz von Hand machen, selbstverständlich. Und das sind so Aufsätze, wie sie auf Küchenmaschinen draufpassen. Gibt es auch von AEG. Ja, also man sieht diese kleinen Pasta, da gibt es auch welche, mit, wo man schneiden kann für Bandnudeln. Sowas gibt es. Und mit denen werden wir unseren Teig jetzt ein bisschen rollen. Und damit wir da ein schönes Muster bekommen, habe ich auch gleich einen Trick da für euch parat. Martin schließt mir das drüben noch einmal an. So, der kommt da rein. Zack, so. Ja, so. Zack, gibt auch welche zum Kurbeln. Da kurbelt der Strom. Dankeschön. Jetzt unseren Pastateig haben wir da. Unsere drei Farben. Wir haben schon ein bisschen vorgerollt, weil das ist ja immer doch sehr, 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 sehr fester Teig. Und man kann jetzt die einzeln ausrollen. Wir werden jetzt das irgendwie zusammen so ganz bunt machen, so ganz verrückt auf dem Teller. Ja, man nimmt jetzt, man sieht, der Teig ist auch richtig schön fest. Ich rolle den jetzt noch ein Stück so ein bisschen aus. Da ist es noch ein bisschen warm, aber es ist sauber. Es macht gar nichts. So, rollen wir den so ein bisschen noch aus. Wir werden nämlich da was Verrücktes jetzt machen. So. Damit die Gäste so richtig was zum Hinschauen haben. Man sieht, die Farbe natürlich von getrockneten Spinat ist natürlich da
wesentlich intensiver und man kriegt nie mit einem Cremespinat, weil man doch eine größere Menge braucht, so eine rote Farbe rein. Kann Aktivkohle sein von dem Schwarzen. Das ist jetzt hier Tintenfisch-Tinte. Das bekommt ihr bei jedem Fischhändler, gibt es das überall. Ist aber geschmacksneutral. Na, wenn du geschmacksneutral nimmst, dann nimmst du Aktivkohle. Das schmeckt halt so ein bisschen so, ja. Also das würde dann schon nach Tintenfisch schmecken tatsächlich. Ja, das schmeckt nach Tintenfisch. Das riecht sogar nach Tintenfisch. Ja, das riecht nach Tintenfisch. Okay. Ja. Wir sind in Italien. So, wir machen jetzt hier einen Zopf. Wir machen einen Zopf und flechten das. Und dann werden wir das so ausrollen. So. Welcher war es jetzt da? So, das ist noch, dass nicht durcheinander kommen. So, zack. So. So, ich glaube, ist nicht schwer. Wie viele Stränge kannst du bei einem Stritzel? Das ist ein Dreier. Ich kann auch ein Vierer. Da gibt es Vierer flach, dann gibt es Vierer hoch. Fünfer und Sechser. Mein Vater ist 88, 89, der ist Bäckermeister. Der kann das noch. Ja, so Sechser machen und so Siebener. Der Christian Hofner, ja, auch ein Bekannter, ja. Der kann das wunderbar. Der ist Bäckermeister. Gibt es viele Videos im Internet. Also Dreier, Vierer. Und wir haben auch sogar ein schönes Zopfrezept, da seht ihr das auch, wie wir das machen. Für das da genügt das vollkommen. Wir brauchen jetzt ein bisschen was von der, wenn die Arbeitsfläche da sauber ist, dann geht das wunderbar. Geben wir das da so ein bisschen da drauf. Und jetzt brauchen wir da wieder hier unten, haben wir das Rollholz. Wir können das jetzt nicht da durch diese Maschine durchstechen. Das, was war das jetzt, Semola? Oder? Das war ein bisschen Mehl. Ja. Mehl, also ja, nicht Weizengrieß, sondern Mehl. Ja, wir nehmen jetzt gleich... Oh ja, Semola, es ist Semola. Ja, genau, so dieses Hauptweizen. Also Weizengrieß, ja. Und jetzt drückt ihr das einfach da zusammen. Weil wir können natürlich das nicht so, wenn es so ganz dick ist, können wir das natürlich da nicht so da durchgeben. Also man drückt das jetzt einmal so zusammen, kriegt da jetzt eine schöne Struktur. Schneidet es einmal hier das hinten so ein bisschen ab. Weil uns das für heute ja genügt. Also man sieht, man rollt das ein bisschen zusammen. So, hier auch. So, hinten werden wir das dann verarbeiten. Wir machen es dann nur so für eine Portion. Also wenn man sowas macht, ist ja fast schon eine Therapie. Ja, wenn man sowas macht. Sowas macht man, wenn das Wetter draußen nicht schön ist, wenn es einmal nachmittags ihr Zeit habt, dann macht man, man sieht, diese Menge sind ungefähr 750 Gramm Mehl. Da gehen ungefähr so, ja, so 30 solche gefaltete Angolotti jetzt raus, was sie jetzt hier machen. Wir werden das jetzt einmal hier so halbieren und werden es jetzt einmal hier durch diese Maschine geben. So, sieht nett aus. Und die Farbe könnt ihr ja wählen, das gehen wir weg, wie ihr das braucht. Maschine einschalten. Natürlich die größte Öffnung jetzt wählen, keine Angst, man kann sich da jetzt nicht, so kann nicht viel passieren. Es ist schon so gebaut, bei Kindern vielleicht, ein bisschen aufpassen. Jetzt wollen wir das einmal da so reingeben. Ja, aufpassen, dass da nicht zu viel Mehl ist. Wir können die Drehzahl einmal ein bisschen erhöhen, Martin. Ja. Geht es ein bisschen schneller. Man sieht, es ist ganz wichtig, dass der Teig eben sehr, sehr festgehalten wird. Sonst haben wir hier Probleme. Durch dieses Zusammenquetschen, durch dieses, ja, wird der Teig sehr, sehr weich werden. Ja, also man sieht, jetzt haben wir das hier so. Das gehen wir mal hier weg. Legen wir das da drüber. Das können wir gleich zur Rose rausgeben. Die verarbeitet das da weiter. Und dann wird man da schön langsam bei dem Rad immer dünner. Nicht zu dünn. Du kannst ruhig die Drehzahl mal ein bisschen erhöhen. So. Ja, gehen wir das einmal so drauf. Kann es hier auch ein bisschen so zusammen machen. So. Dann dreht sich's im Kreis. Dann dreht sich's im Kreis. Jetzt kannst du auch die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, wunderbar. Jetzt bitte nicht auf die feinste Stufe, was du jetzt hier bei diesem AEG. Meistens ist hier so 1 bis 9 von der Walze, wie man die zusammengeben kann. Wir nehmen hier nicht zu dünn. Jetzt haben wir hier Stufe Nummer 4. Meistens nehme ich so 5 oder 6, nicht zu dünn. Die Nudeln sollen noch ein bisschen Biss haben und sollen nicht ganz hauchdünn werden.
So, passt. Machen wir noch eine Stufe, also Stufe Nummer 6. Wir könnten jetzt noch bis 9 gehen, aber dann würde das jetzt fast doppelt so lang werden. Das sind ungefähr, ich sage jetzt mal 2 mm. So, also ihr seht, es geht wunderbar. Macht da Spaß mit den Kindern. Eine Therapie. Wir können ausschalten, Martin. So, noch ein bisschen einschalten, danke. So, jetzt haben wir natürlich da, ja, schon fast schon, schaut richtig toll aus. Die tollen Farben, das Schwarze, ja. Wir machen jetzt da nur, kann auch ein Teigrad nehmen, ungefähr diese Größe. 1, 2, 3. So, oder, ja, 3, das genügt. Sieht auch auf der Rückseite, sieht das auch ganz toll aus. 3 so Stück. Das da lege ich da gerade ein bisschen zusammen. Wenn da Mehl dazwischen ist, kann man das auch so ein bisschen verarbeiten. Aufpassen, man muss da wirklich ein bisschen flink sein. Das gehen wir bei der Rose mal da zurück. Jetzt haben wir da 3 so Teigblätter. Also nicht zu viel immer verarbeiten, immer lieber in so kleineren Mengen. Und wenn da ein Glas Rotwein steht und Nachmittag, wenn es draußen regnet, ist das eine feine Sache. Jetzt nehmen wir die Füllung und tragen da die Füllung auf, ungefähr so einen, ich sage jetzt mal einen kräftigen Teelöffel. Das genügt, je nachdem wie groß das ihr die macht. Und ihr seht, es ist die Füllung ein bisschen fester. Es ist wichtig, dass diese Füllung einen richtig kräftigen Geschmack hat. Ja, wir schlagen die einfach da so ein bisschen ein. Und wir werden die einfach hier so ein bisschen zusammenquetschen. So wie diese klassischen Verfalle. So wie Bonbons schaut das. So wie Bonbons, aus, ja. Kann das auch in der Länge machen, ja. Quetscht, da kann man ruhig noch ein bisschen was von der Füllung draufgeben. Und jetzt kann man die natürlich im Wasser kochen. Natürlich würde das gehen, wenn man jetzt wirklich nur so, ich sage jetzt einmal, also man macht das hier richtig so rundherum zu. Da wir schnell arbeiten, wenn ihr langsam arbeitet, kann man auch ein bisschen mit einem Pinsel anstreichen. Also man macht das hier richtig kräftig zu und man drückt einfach links und rechts, ja. Dann hat man also hier das Ganze eingeschlossen. So, und so könnte man eine größere Menge machen. Man gibt die auf sein Blech und dann gibt man sie vielleicht in seinen Tiefkühler, friert die ein, macht sie in einen Sack, macht sie zu. Kann man die im Kühlschrank auch für den nächsten Tag dann liegen? Ja, so einen Tag, ein, zwei Tage, ein bisschen vielleicht dann schauen, dass da ein bisschen Mehl drauf ist, damit das nicht anklebt. Und so ungefähr 3 Stück kann man so rechnen pro Person. Passt wunderbar. Und ihr seht, es ist wichtig, dass der Teig fest ist. Jetzt kann man natürlich, wenn das wirklich nur eine Portion ist oder 2 Portionen, würde ich das wahrscheinlich im Wasser kochen. Ehrlich, weil das geht schnell, das ist in 2 Minuten, 3 Minuten gekocht. Wenn es sprudelnd kocht oder vielleicht ein bisschen dicker in 5 Minuten. Wenn ihr aber einen Tisch voll Gäste habt und da sitzen 6, 7 Gäste, ist das gar nicht so einfach, das so zu kochen. Wir haben hier hinten einen Behälter, aufpassen, mit Wasser, den haben wir halb voll gemacht, wir haben den gefüllt und haben jetzt hier da ein bisschen Salz dazu gegeben und haben das hier mal hier gedämpft, damit das Wasser am Siedepunkt ist. Das heißt, wenn ihr heißes Wasser aus der Leitung da reingebt, gebt das in das heiße Wasser. Weil da kann ich jetzt schon, auch vielleicht in diesem tiefen Auflaufblech, was wir vorhin gezeigt haben für den Fond, da kann ich das jetzt schon da drinnen auch in größeren Mengen machen. Kannst du in das Wasser Essig geben? Nein, aber wir haben Nachmittag entkalkt und der Entkalker ist ausgegangen, weil wir haben alle entkalkt und für den hatten wir keinen mehr. Da müssen wir schnell nur ein bisschen Essig nehmen, dass wir die Notsituation haben. Okay. Ja? So, jetzt lassen wir das da so 5, 6, 7 Minuten drinnen und werden das ziehen. Also diese Methode ist ideal im Dampfgarer, so gefüllte Teigwaren zu garen. So würde man sie auch mit Kiesnockerl machen in der österreichischen Küche. Das muss jetzt da drinnen quellen, aber das Wasser muss sehr heiß sein, am Siedepunkt sein. 1, 2 Portionen macht ihr vorne am Herd, aber größere Mengen ist das recht praktisch. Wichtig ist auch vielleicht diese Zubereitungsmethode, weil immer so Kärntner Kasnudeln gefragt wird und so. Gestern Morgen sind wir in Villach, da werden wir das vielleicht auch mit Kasnudeln machen. Die sind ja sehr ähnlich diesem Produkt, nur halt ein dickerer Teig. Also wichtig ist, die nicht nur einfach bei 100% Dampfsättigung in den Multidampfgarer zu geben, das trocknet aus, das wird nichts. Man muss das auch wirklich in einem Wasserbad drinnen zubereiten, so wie jetzt dieses Nudelgericht. Genau. So. Ja, wir sind schon beim Anrichten. Das geht nicht sehr schnell.
Und wir brauchen eigentlich jetzt da nur, wir brauchen Butter, ein bisschen oder Öl oder irgendwas? Wir brauchen ein bisschen an Butter, ganz wenig, nur wir werden einfach diese Pfifferlinge möglichst im Ganzen braten. Die schauen richtig toll aus. Hinten schneiden wir sie noch ein bisschen ab, die Eierschwammerln. So. Rädel sagen übrigens die Bayern dazu. Die sagen, die Eierschwammerln, die sagen nicht Pfiff. In der Steiermark aus dem DSA. Rädel sagen die Bayern ja. dazu. Ja. Also die Röhren. Recherl. Ja, genau, Recherl. Ja. Recherl heißt das. Gut, einschalten, ein bisschen aufschäumen. Braten das ein bisschen an, es ist 5-6 Minuten fertig und dann ist es schon wieder ein Kinderspiel. Wenn 6-7 Leute am Tisch sitzen, dann gart es da drin in 1-2 Behältern, so 6-7 Minuten, rausnehmen, tja, Teller nehmen. Dann nehmen wir natürlich gleich was ganz Tolles, so eine Art Suppenteller. Dankeschön, Martin. Schäumen wir den Butter da ein bisschen auf. Nehmen wir da so einen schönen Teller. Schau, da gibt es da sogar noch eine schöne Glosche. Was glaubst du, wie das dann schön ausschaut, wenn wir das dann so ein bisschen servieren? Und dann geben wir das da so drauf. Aufschäumen, ein bisschen Salz dazu. Ich habe sogar heute ganz, da bekommen ganz kleine Tomaten. Ja, die gibt es jetzt auch so ganz Mini-Tomaten. Ihr könnt auch Kirschtomaten nehmen. Ich nehme jetzt da ein bisschen was Rotes. Schaut nicht schlecht aus. Gehobelten Parmesan. Tja, ruhig ein paar Minuten drinnen lassen, so 5-6 Minuten dauert es. So, während es wieder aufschäumen und anbraten, kommen wir jetzt gleich zum Dessert. Und unser Dessert sind ja Zwetschgenknödel. Ich liebe Kohle. Zwetschgenknödel. Ja, und die Zwetschgenknödel, Zwetschgen sind im Herbst. Im Herbst sind Kartoffeln, Erdäpfeln und so Erdäpfel, Kartoffelteig, so die Zwetschgen. Das passt irgendwie. Marillen machen wir gerne mit Topfenteig und heute machen wir einen Kartoffelteig. Die Kartoffeln, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht lange erzählen. Kartoffeln mehlige, nicht festkochende, die haben wir einfach geschält. Und je runder der Kartoffel ist, meistens desto mehliger ist er. Und ein guter Gemüsehändler sagt es auf der Packung, steht es auch oben, stimmt aber nicht immer. Die sind sehr mehlig, sieht man schon, wenn man da drauf geht, das sind sehr mehlige. Haben wir gedämpft bei 100 Grad Dampf. Nur Dampfgarn oder Steamify, so ungefähr 40 Minuten, damit die einfach richtig weich sind. Dankeschön. Dann schieben wir mal ein bisschen weg. Das Tolle bei der Induktion ist ja, wenn es da zu heiß ist, die schieben wir. So im Ganzen lassen wir die da drinnen. So ein bisschen Butter, ein bisschen da schwenken, die lassen wir die da ein bisschen so braten. Die können ruhig so ein bisschen so halb roh bleiben, genau. Nur so ein bisschen dahin schmuggeln. Salz ist schon da drinnen. Die was ist mit den Tomaten auch dazu? Ja. Die kann man ein bisschen zugeben, warten wir noch vielleicht eine Minute, weil da drinnen braucht es noch 2-3 Minuten. Ja, die müssen schon ein bisschen durchgaben. Für unseren Kartoffelteig, das ist schon alles für unser Gericht, da drüben. Ja, für unseren Kartoffelteig, das ist schon, haben wir eben da die Kartoffel, müssen wir das mal ein bisschen so runtergeben, so rübergeben. Wir machen jetzt einen Zwetschgenknödel mit so einem musigen Nussmus. Und dann haben wir noch ganz was Spezielles dabei, lasst euch überraschen. Ja, schaut wunderbar aus. Und die Kartoffeln sind gedämpft. Und nachdem die Kartoffeln gedämpft sind, muss man sie nicht durch die Kartoffelquetsche geben. So, wir machen jetzt Kartoffelteig. Da haben wir lange geübt an dem Rezept. Nicht, weil Kartoffelteig was Schwieriges ist. Das Wichtigste ist der Erdäpfel, der Kartoffel, dass der mehlig ist. Aber der gelingt wirklich eigentlich so gut wie fast immer. Kartoffeln haben wir hier. Die Menge steht am Rezept. Ich denke, nur was wir sagen, es sind jetzt hier für 4 Stück Zwetschgenknödel. Schöne, große Zwetschgenknödel. 4 Stück, also eine Portion für ein Stück für ein Dessert, 2 Stück für Hauptspeise. Das sind 600 Gramm Kartoffeln. Rein damit, durch die Kartoffelquetsche. Durchdrücken. Man kann die auch auskühlen lassen und kalt durchdrücken. Dann braucht es aber eine sehr, sehr gute Quetsche, weil die halten die meisten das dann nicht durch. Und rein damit. So, und wenn die Kartoffel schön mehlig ist, macht es gar nichts, wenn da so ein paar Klumpen ein bisschen dabei sind. So, erledigt. Das da schaut gut aus. Da können wir jetzt die Beeren dazugeben. So. Da auch. Nichts verschenken. Alles kostet Geld, alles ist wertvoll und da raus damit. Da innen drinnen auch noch. So, also gut, die Kartoffelquetsche. Ich weiß, die kosten Geld. Ich weiß, dass man sie nicht oft braucht,
Und ich weiß, dass man sich jedes Mal ärgert. Und ich weiß, dass ich schon Zähne irgendwo liegen gelassen habe. Ja. So. Gut. Sieht richtig schön. Schaut gut aus. Schaut auch perfekt aus. Da können wir schon ausschalten. Die Sache ist erledigt. So, wir brauchen die Pfanne. Ja, wir brauchen. Passt wunderbar, können wir ausschalten. Wir nehmen jetzt hier griffiges Mehl. Bei unseren Nachbarn nennt man das Wiener Griesler, also das ist ganz griffiges Mehl. Griffiges Mehl, laut Rezeptur, laut, dass ich da alles richtig sage, 600 Gramm Kartoffeln, 600 Gramm mehlige Kartoffeln gekocht, 50 Gramm griffiges Mehl, Wiener Griesler und 50 Gramm Stärke. Mais oder darf auch Kartoffelstärke sein. Nicht zu viel Mehl, es wird so ein bisschen pumpig. Dann brauchen wir zwei Eigelbe, zack, 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 zwei Eigelbe und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Salz, 4 Knödel, 1, 2, 3, 4 Prisen, noch eine dazu. Und dann brauchen wir auch ein bisschen, ich glaube, da haben wir ein bisschen Vanillezucker. Oh, jetzt ist er drauf. Ja, da ein bisschen Vanillezucker. Und jetzt mischen wir das Ganze da durch. Ideal ist das auch so ein bisschen mit Teigkarten. Ja, kann es, zuerst einmal ganz locker. Ganz locker, damit sich da, und da ist eben der Wiener Griesler, dieses griffige Mehl, perfekt. Vielleicht kann man das kurz mit der Kamera begleiten. Genau, weil das da so ein bisschen nicht so klumpt. So, weil das da nicht klumpt. Ja, vermischt sich das da wunderbar. So, warten wir mal auf den Kameramann. So, also man sieht, es geht wunderbar. Und am besten geht es mit so einer Teigkaute. Man hackt das so ein wenig, ja, damit sich das alles schön verbindet. So, und mit der Zeit gibt es immer mehr Bindung. Und, das, und damit, darum ist dieses, dieser Wiener Griesler da ideal. Der verbindet sich da recht. Recht angenehm. So, sobald es dann ein bisschen da so fester ist, kann man dann wirklich da so reingehen. Am besten geht es wirklich da in eurem Kochgeschirr selber. Kann das natürlich auch auf einer Arbeitsplatte machen. Aber da wir da jetzt dann gleich wieder anrichten, ja, wollen wir dann natürlich da ein bisschen so ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt auch die Hände nehmen. Und ohne Waschbecken ist immer ein bisschen schwierig, weil unser Waschbecken ist da nicht in Reichweite. So, damit es ein bisschen Bindung hat, kann man da so ein bisschen da zusammen. So. Teig ist da schon so gut wie fertig. Also nicht, das ist wichtig, beim Kartoffelteig nicht so lange kneten. Nur, dass der so ein bisschen da... Was passiert sonst? Weil der wird sonst so ein bisschen zäh und wird so ein bisschen, man nennt das auch brandig. Und dann pickt das so auf den Zähnen und dann gibt man dann immer mehr Mehl dazu und dann nimmt die Katastrophe ihren Lauf. So. Man muss ja jetzt im Kühlschrank sein wie ein Topfenteig da. Nein, den können wir jetzt sofort weiterarbeiten, aber jetzt wollen wir zuerst unsere Nudeln anrichten und dann geht es gleich weiter. Ich muss mal schnell die Hände ein bisschen waschen. Passt. Und dann, wir schauen da mal da hier. Dann werden wir das da. Jetzt bitte aufpassen, wenn wir die Nudeln rausnehmen, dass wir uns da nicht verbrennen. So, gnädig, meine Damen und Herren, da ist die Bühne. So, haben wir da alles sauber. So. So, aufpassen, da muss man jetzt wirklich, da sind wirklich diese Auszugsschienen jetzt natürlich wieder sehr dankbar. Ja, weil diese Auszugsschienen, da gleitet es natürlich rum und dann bitte auch vorsichtig, nicht schnell rausziehen. Man sieht jetzt auch die ganz tollen Farben, was ich da jetzt zu erhalten habe. Ich nehme es jetzt einmal, ja, gebe das jetzt da so ein bisschen so raus. So. Ansonsten kann man ohne weiteres drüben, damit einem da nichts passiert, kann man da mit einem Teller ein bisschen ein Geschirrtuch drauflegen oder ein Küchenpapier drauflegen. Und dann, man sollte es kurz da ein bisschen so, man nennt das, abtupfen lassen. Jetzt schaue ich gerade schnell, irgendwo hatte ich diese, wo man das Kraut hatten. Was haben so wir? Diese Schöpfkelle. Die Schöpfkelle. Wo sie zum die Drahtschöpfkelle, Schöpfkelle. Schöpfkelle. Mit Draht. Damit man das da ein bisschen raushalten kann, weil wenn man das da mit der Pinzette nimmt, da zerbricht das alles. Ja genau, Schaumlöffel, wie man es auch nennt. So,
Also entweder kurz auf ein Küchenpapier legen, so wie die Kerstin vorhin gesagt hat, ja, auf ein Küchenpapier legen, und damit das Restwasser abtropft. Und das schaut schon richtig schön aus. Schau die tollen Farben an. Es kann ruhig so ein bisschen über diesen Suppentellerrand ein bisschen rausliegen. Da sieht man auch wieder ganz schön das Weiß. So. Und dann drei sind, also wenn es jetzt eine Vorspeise ist, in einem mehrgängigen Menü, genügt eines. Sieht sensationell aus. Drei geht schon Richtung Hauptspeise. Ja? Wenn ihr Hunger habt, brauche ich 10. Ja? So. Den da gehen wir ein bisschen weg, damit wir uns da nicht verbrennen. Aufpassen da hinten. So. Und wie gesagt, eine Portion geht auch im Topf, aber wenn es mehrere sind, passt es da wunderbar. Jetzt geben wir da unseren Parmesan ein bisschen drauf, nicht viel, ein paar so Parmesansplitter. Nicht alles abdecken, man soll das Gericht ja auch erkennen, was da drinnen ist. Und man nimmt dann ein bisschen was von seinen Pilzen, den kann man auch ohne weiteres einmal so verkehrt dann nach oben legen, dass das nach oben schaut. Da kann man auch so wissen, dass man reinsieht in die Pilze. Und hier auch einen reinlegen und ein paar Beeren dazu. Dann schaut das vielleicht auch ganz toll aus. Tja, und ein bisschen Grün und Shishi. Kann auch Basilikum sein. Jetzt haben wir hier so ein bisschen ein paar Blätter von unserem Sauerrampfer. Der passt da auch ganz wunderbar. Machen wir das einmal ein bisschen sauber. So, Martin, was glaubst du, du sitzt dann so am Tisch? Wir kommen dann so vorbei. Und dann wird es serviert. Es wird serviert. Herrlich. Ja. Bitteschön. Kleines Pastagericht. Solche Sachen kriegt man im Geschirrfachhandel. Soll es durch sein, soll ein leichter Biss sein, wenn man reinbeißt. Und wenn einen dieses Fischige nicht bekommt vom Tintenfisch, dann nimmt man Aktivkohle oder macht einfach vielleicht auch mit roter Beete oder mit Tomatenmark eine schöne Farbe. Jetzt geht es zu den Knödel. Die Knödel haben wir jetzt also soweit da. Hinten kann man ja schon wieder den Dampf einschalten. Wir werden die Knödel dämpfen, und beim Knödeldämpfen, egal ob das jetzt ein Topfenknödel ist oder so ein Kartoffel-Erdäpfelknödel, haben wir immer so ein bisschen Probleme, damit gerade speziell bei den Bröseln, wenn man die wälzt in Bröseln, damit es da so, ja, damit es da so, ich schalte jetzt mal da ein, damit es da so nicht antrocknet. Da werden wir jetzt einige Tricks verraten. Teig haben wir gemacht, nicht so lange durchkneten. Das da stellen wir da ein bisschen auf die Seite. Wie hat es geschmeckt, Martin? War leichter Biss noch da? Sehr gut, es war optimal. Ja. Ich kann noch nicht so viel essen. Ja, das aber, passt wunderbar. Aber es war sehr, sehr gut. So. Gut. So, das gehen wir mal weg. So, Zwetschgen haben wir hier. Da, ganz was Spezielles. So. Und einen gelochten Behälter. Ja, groß oder klein. Spielt jetzt gar keine Rolle. Habe ich schon da. So, jetzt werden wir die Knödel natürlich drehen. Das ist immer so bei Marillenknödeln und bei Semmelknödeln, bei allen Knödeln. Wenn man die dämpft in solchen Behältern, kleben die natürlich an. Und man sieht es auch immer wieder in der Gruppe. Der Trick, glaube ich, ist bekannt, aber die, was neu sind, kennen das jetzt vielleicht so nicht. Du nimmst vielleicht eine Frischhaltefolie. Du kannst auch ein Backpapier nehmen. Wir nehmen jetzt hier so ein bisschen eine Küchenrolle. Nicht die billigste, dass sie fuselt, legen die da drauf. Und damit es halt hier nicht anklebt, werden wir hier ein bisschen Wasser drauf geben. Das ist der einfache Trick. Auf diesem nassen Tuch kann das oben nicht kleben. Franz, eine Frage ist von der Michaela, kann ich so auch klassische Kartoffelklöße im Multidampfgarer zubereiten? Ja, das wären Kartoffelklöße. Nur ohne Fülle halt. Genau, wir haben jetzt halt dann halt keinen Zucker rein, dann lieber ein bisschen Muskat rein. Ja, da geht das wunderbar. Ja, so, ich werde das jetzt dann ein bisschen müssen durchkneten. Ja, wenn wir das noch ein bisschen durchkneten, und dann machen wir 4 Knödel, und diese 4 Knödel werden wir durch die Zwetschgen da füllen. Gewaschen sind sie ja. Und werden aufschneiden, werden den Kern rausholen.
bei denen geht es jetzt einmal ausnahmsweise zufälligerweise leicht. Geht nicht immer leicht. Normal steckt der ja fest. Ja, man steckt da rein. Also wenn es ganz schlimm ist, kann man ihn wirklich auseinanderschneiden und probieren rauszunehmen. Und wenn es ganz schlimm ist, kann man ihn auch mitkernen. Aber ich habe jetzt einmal gesehen, die Woche, dass man Zwetschgen immer entkernen sollte, im Gegensatz zu Marillen, weil die Zwetschge eher zu Wurmbefall neigt und da würde man das sehen. Ne? Ja, dann ist es nicht mehr vegetarisch. Ja. Dann ist es nicht mehr vegetarisch. Ja. Also Zwetschgen immer entkernen. Ne? Ja, genau. Ja. So, aber wie gesagt, bei denen geht es jetzt einmal ausnahmsweise. Wir haben manchmal auch Glück. Ja. Hört mich auch ein bisschen zu stumm, wenn die ein, zwei Tage stehen in der Küche, geht es automatisch ein bisschen leichter. Und jetzt ist gerade momentan so die allerbeste Zeit. Wir füllen sie. Muss man nicht, wir füllen. Toll ist Würfelzucker, weil süß-sauer, da schmeckt es besser. Was ganz toll ist, Marzipan. Ich wollte gerade sagen, Marzipan ist dann natürlich... Das ist natürlich auch, kann auch einmal ein Stück Schokolade sein, aber der Star ist der. Der und der Kartoffel ist der Star. Nach dem soll das schmecken. Aber Marzipan wäre auch eine Sache. So, also haben wir hier, dass wir natürlich hier als der große Menge an Teig brauchen, weil so ein dünner Teig darüber, das geht vielleicht bei Marillen noch, aber da brauchen wir jetzt wirklich fest, was das auch ein bisschen gut zusammenhält. Und deswegen brauchen wir hier unseren Teig. So, und den werden wir jetzt einmal... Den werden wir jetzt einmal hier noch ein bisschen, ja, sieht also, wir haben nicht viel geknetet, so, und den werden wir jetzt in vier Stücke, also das ist ausreichend, diese 600 Gramm ergeben euch wirklich vier große Knödel, es ist genau für uns ausgerechnet, das haben wir so oft probiert, das passt, und man viertelt das einfach, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wenn und du den Mehl brauchst von vorn, soll ich dir das herhalten. Danke. Ja, schau. Das ist nett von dir. So, man sieht schon her, ein bisschen Mehl, da geht das ganz wunderbar. Das wäre jetzt der Kartoffelkloß, Erdäpfelknödel. Ja, macht man also hier so eine Vertiefung, damit das schön Platz hat. Rein mit den Zwetschgen und dann schön herumdrehen. Und wenn es anfängt zu kleben und zu picken und bevor es lästig ist, schnell mit den Fingern einmal kurz da ein bisschen da rein. Und das war's schon. So, und man könnte natürlich jetzt da gleich ein bisschen, nicht zu viel machen, weil der Kartoffelteig wird dann ein bisschen ziehen. Aber man kann ruhig die doppelte, dreifache, vierfache Menge machen. Auf ein Blech geben, in den guten AEG-Tiefkühler einfrieren. Und dann kann man sie auch tiefgefroren da reingeben. So, Nummer zwei. Fertig. Und wir werden dazu natürlich auch dann noch, so, machen wir da schön zu. Und die Rosi hat in der Zwischenzeit natürlich da drinnen auch schon Knödel gemacht und hat die natürlich jetzt schon ein bisschen gedämpft, die sind schon da drinnen, weil das dauert natürlich. So, Knödel ist nicht so in 5 Minuten fertig und wenn er tiefgefroren ist, ja, dauert es länger. Und wir werden jetzt natürlich den Dampf einschalten, das haben wir eingeschaltet, schalten aber nicht 100 Grad ein. Auf eurem Rezept steht natürlich da oben, ja, dass ihr da... 95? Ja, also wir werden in zwei Phasen dämpfen. Die erste Phase wird sein 100 Grad, also schaut mal nach oben, 100 Grad. Warum 100 Grad? Damit der Knödel sich möglichst ein bisschen verfestigt außen und nicht auseinanderläuft. Aber nicht bis zum Schluss 100 Grad. Weil bei 100 Grad wird der Knödel natürlich oben auch ein wenig eine Haut bekommen und antrocknen. Und damit das nicht passiert, werden wir den jetzt also, wenn er nicht tiefgefroren ist, 35 Minuten werden wir den dämpfen, bei 100 Grad vorgeheizt, reingeben. Und dann werden wir nach 30, 35 Minuten die Temperatur auf 85 Grad reduzieren. Warum? Damit wir keine Hautbildung haben. Wie lange bleibt das dann noch drin? Weil wir es mögen, wenn die Zwetschgen in der Mitte weich sind. Wir mögen es nicht, wenn die Zwetschgen in der Mitte bissfest sind, wenn du das magst. Genügt auch 20 Minuten. Aber nach 30, 35 Minuten sind die Zwetschgen weich. Ein paar Minuten länger, wenn er tiefgefroren ist, das geht sich aus. Und dann schalte runter die Temperatur auf 85 Grad, damit viel Dampf oben ist, damit der Knödel nass bleibt. Weil wenn du 100 Grad bleibst, dann nimmst du den raus, das trocknet sofort ab und du kannst den nicht mehr in Semmelbrösel wälzen. Warum nimm ich den gleich raus nach 35 Minuten, wenn er fertig ist? Wenn du den nach 35 Minuten rausnimmst, bei 100 Grad, sobald du den rausnimmst, viele werden es euch schon festgestellt haben, dann wird sofort oben, weil es so heiß ist, wird es verdunsten und dann ist oben wieder ganz glänzig und er wird ganz trocken. Ah, okay. Dann kriegt er so eine Art Haut. Mhm. Ja?
Und wenn man jetzt... Das heißt, man gewöhnt ihn an die Außentemperatur ein bisschen durch das Aufrollen. Ja, wenn man jetzt runter geht mit der Temperatur, kondensiert oben der Dampf und dann bleibt er nasser und man kann ihn in den Brösel wälzen und die Brösel klemmen an. Sonst kleben die Brösel nicht an. Und wie lange muss er da Minimum bei 85 Grad drinnen bleiben, dass das also passiert? 100 Grad so ungefähr eine halbe Stunde, 10 Minuten auf 85. Und okay. Das Tolle ist jetzt, auf diesen 85 kannst du den auch 20 Minuten länger drinnen lassen oder eine halbe Stunde. Du kannst den auf dieser Temperatur halten und du kannst gemütlich essen und das Dessert oder wenn die Gäste später kommen, wälzt du den nochmal zum Schluss und bei 100 Grad würden die dann immer zäher. So, das da gehen wir rein. Man braucht da nicht einmal was drunter geben, weil da ist das Papier drauf. Also werden wir den jetzt da dämpfen. Die Rosi hat in der Zwischenzeit schon drinnen, hat schon gedämpft. Rosi hat schon runtergeschaltet. Ja. Und das, was ich dir jetzt zeige, unsere Beilagen da dazu, ist eigentlich sehr schnell gemacht. Das war mir damals, langsam gefällt es mir, jetzt ist das Ausstall in der Küche. Die Tina fragt, ob das so auch im Rezept steht, der Temperatur. Ja. Ding. Ja. Im Kurzrezept und natürlich auch im anderen Rezept auf der App Dampfgate ist das Schritt für Schritt sogar mit Fotos auch noch dokumentiert. Ja. So. Blech weg. Blech weg. Da fliegt mir doch das Blech weg. Braucht man die noch? Nein. Nein, braucht man nicht mehr. Das ja. Brauchen wir auch nicht mehr. Das Olivenöl braucht man auch nicht mehr. Aber eine schnelle Pfanne, weil wir machen jetzt so, ja, wir machen jetzt diese Saftnüsse, weil der Knödel, ja, da haben wir natürlich, da brauchen wir noch unsere Brösel. Dann schalten wir mal ein wenig ein. Nehmen wir da vielleicht da gleich wieder den. Was da. Brauchen wir? Da schalten wir mal so ungefähr so 80-90% Leistung ein. Und da werden wir wieder ein bisschen was karamellisieren. Ja. Wie viel brauchen wir da? Schnell, muss man schnell die Hände waschen von den ganzen Kartoffeln. Also beide schalten wir ungefähr so auf 80% Leistung ein. So. So, Kartoffelteig geht sehr, sehr schwer. Der Äpfelteig sehr schwer, wenn der angetrocknet ist. Und da vielleicht auch ein Tipp, denn der Dampfguide, wir können auf die Kurzrezepte wirklich nur das Wichtigste draufschreiben. Und die Tipps findet ihr auch dort. Ehrlich, macht diesen Behälter, wenn ihr die Knödel da drauf gebt, wo die Knödel dämpft, vorher sauber. Da lasst er sich leicht reinigen. Wenn da die Knödel oben mit der Kartoffelstärke festkleben, 2 Tage einweichen, Stahlschwamm, so intensiv wird es da verschmutzen oben. Gut, das da haben wir heiß. Hier machen wir die Semmelnbröseln. Die Elisabeth fragt, ob das Runterschalten bei jeder Art von Knödel ist. Semmelknödel überall? Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Du kannst es bei jedem Knödel machen. Du dämpfst ihn und danach schaltest du ihn runter auf 85 Grad. Du kannst es länger drinnen lassen. Wir machen das auf vielen Tiroler Almen, so dämpfen wir die Spinatknödel. So anfangs so mit 95 Grad, 100 Grad. Und dann schalten wir nach 20 Minuten runter auf 80, 85 Grad und wir können den halten. So bleibt das Grün bei Spinatknödel länger halten und oben die Hautbildung wird nicht so glasig. Geht wunderbar. 85, 80 Grad ist pochieren, 100 Grad ist kochen. Gut. Wir werden es ein wenig anrösten. Semmelnbröseln gehen wunderbar. Da werden wir ein bisschen Zucker karamellisieren. Es ist jetzt da schon relativ heiß, das wird jetzt recht schnell gehen. Ja, man sieht, der schmilzt jetzt da schon wunderbar. Wir werden auch ein paar Zwetschgen jetzt dazugeben. Martin, schaltest du ein bisschen da zurück, bitte. Saftnüsse heißt, wir machen das jetzt ganz saftig. Wir werden jetzt da ein paar Zwetschgen in Stücke schneiden. So, ein paar Zwetschgen in Stücke schneiden. Ein paar so Würfel. Und sobald, ja, geht's wunderbar, dann können wir noch ein bisschen die Seite geben, dann karamellisiert er auch noch. Die Pfanne soll immer genau über der Induktionsfläche stehen. Wenn die nicht ein bisschen daneben steht, kann das nicht gleichmäßig karamellisieren. Und dann in diesen Karamell geben wir sofort da unsere Zwetschgen. Ja, wird auf der anderen Seite auch karamellisieren. Da geben wir noch ein paar Nüsse dazu. Die Nüsse zerquetschen wir gerade ein bisschen mit der Hand. Und dazu kann Haselnüsse sein. Aber Zwetschgen und Walnüsse, die wachsen ja fast nebeneinander. Ja. So, genau, ein bisschen so durchrühren, durchschütteln. Ja. Und dann haben wir in der Rezeptur stehen, wir brauchen jetzt da
einfach einen Schuss Rotwein. Wir kochen das kräftig, wirklich so ein 8 Liter Rotwein, kochen wir da ein, lassen wir so ein bisschen runter reduzieren. In der Zwischenzeit ist das da schon ein bisschen, man sieht, bräunt es da an, wenn die Semmelbröseln angebräunt sind, geht es schon ganz wunderbar. Die Rose in der Zwischenzeit dämpft, die Knödel sind also schon eine längere Zeit da drinnen. Rose hat es schon runtergeschalten auf 80 Grad. Rose, wie lange dämpfen denn die Knödel schon? Lange, oder? Ist das nicht praktisch, wenn die Gäste warten? Nach 20 Minuten, eine halbe Stunde runtergeschalten und die Knödel warten jetzt schon fast eine halbe Stunde auf uns. So, das reduziert. Sehen Sie noch rund? Sagt nichts. Noch. Sagt nichts, das war der gefährlich. Das war der gefährlich. So, das ist gebrüllt. Jetzt geben wir da einfach ein bisschen Zucker dazu. Wir werden das noch ein bisschen da verrühren. So, Martin röstet das ein bisschen bitte da durch. Mit dem Zucker, das geht wunderbar. Ihr könnt natürlich jetzt da natürlich auch ein bisschen, was mir schmeckt, ein bisschen Zimt dazugeben, ein bisschen Nelkenpulver dazugeben. Geschmackssache. Ich mag es gern. Man sieht, schaut, es kocht jetzt richtig kräftig ein. Jetzt haben wir von diesen Saftnüssen natürlich nur mehr ganz wenig Saft. Alkohol ist natürlich wieder verschwunden. Ja, vielleicht noch anständige Flock Butter dazu. Schalten wir dann noch ein bisschen nach oben. Nicht zu stark kochen. Und was ich jetzt gerne mag, weil es ist doch sehr süß mit den Zwetschgen, ich mag das sehr gerne dazu, Himbeermarmelade. Kann auch Zwetschgen sein, aber ich finde Himbeermarmelade. Das riecht so aus, wie wenn ich jetzt die Wohnung einräume und bedufte. Ja, genau. Ja, es geht ja schon Richtung Herbst. Jetzt haben wir die ganzen Herbstaromen da drinnen. So, Himbeermarmelade. Finde ich sensationell da dazu. Lassen wir es einmal noch ein bisschen aufkochen, also man sieht süße, richtig aromatisch, weil das soll ein bisschen saftig sein. Lassen wir das noch mal ein bisschen aufkochen und dann sind wir eigentlich schon fast da drinnen fertig. So, Himbeermarmelade. Die gibt auch so ein bisschen ganz eine tolle Farbe. So. Einmal kurz aufkochen. Ich glaube, wir können anrichten. Jawohl, dann hole ich mal die Knödel. Ja, warte mal einen Moment. Jawohl. Wir machen noch etwas. Da ich aus Tirol bin, in Tirol gibt es eine Spezialität. Wir haben das sogar ein bisschen auch verfilmt und erklärt. Ich gehe jetzt da nicht ins Detail. Da gibt es eine Beilage bei Zwetschgenknödel. Das gibt es, denke ich, in anderen Bundesländern nicht so, in anderen Gegenden. Das nennt man neues Schmalz. Neues Schmalz, sagen wir in Tirol. Das wäre normaler Bechamel mit sehr, sehr viel Butter. Und mit Honig, ist aber sehr fett. Wir machen das ein bisschen magerer. Du kannst auch Joghurt nehmen. Wir nehmen hier Skyr. Kommt eigentlich aus Island, gibt es aber bei uns auch mittlerweile überall. Ist sehr, sehr mager. Da schaut man mal aus. Vielleicht noch ein Spritzerwasser. Das ist fast ein bisschen zu dick. So, Spritzerwasser. Haben wir den Wein fast ein bisschen zu viel eingekocht. So, also dieses Skyr nehmen wir. 1, 2 für 4 Personen, 4 Knödel, 4 Esslöffel Skyr. Wie gesagt, kann auch Joghurt sein, aber griechisches Joghurt würde nicht wieder passen zu Zwetschgenknödel. Und da ein bisschen Honig. Vermischen das. Unsere Neuinterpretation von neuem Schmalz. Neues Schmalz wäre so eine Art Bechamel mit wahnsinnig viel Butter. Und es wird dann kalt serviert, also könnt ihr ruhig in den Kühlschrank geben. Und dann passt es dann kalt. Zu den süß-sauren Zwetschgenknödeln, dieses leicht säuerliche, da ganz wunderbar dazu. Spritzer Zitronensaft darf es immer sein, weil süß und sauer passt natürlich immer super zusammen. So, und jetzt können wir das servieren. Jetzt brauchen wir die Knödel, oder? Jetzt brauchen wir die Zwetschgenknödel. Bin mal gespannt. Die liegen jetzt, glaube ich, schon seit einer halben Stunde bei 100 Grad. Jetzt liegen sie schon nicht nur 10 Minuten, sondern länger da drinnen. So, ich bin schon gespannt. Ja, naja, ein bisschen oval sind sie geworden. Ein Germknödel. Na, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Dennoch wird es passen. Aber was wichtig ist, dass diese Knödel jetzt da so ganz, dass die ganz nass sind. Und durch dieses Tuch lasse ich das jetzt wunderbar da so herunternehmen und da drauf geben. So.
Und durch, wenn es zu lange warm gehalten ist, sieht man da, dass das jetzt da schon ein bisschen da halbrund geworden ist. Aber alles, was was Gutes hat, hat was Schlechtes. Und was was Schlechtes hat, hat was Gutes. Das kriegen wir ganz leicht in den Griff. Und zwar machen wir das so. Wie kann man aus einem halbrunden Knödel wieder einen runden machen? Zwei halbe, zwei ganzen. Genau. So. Und was das Wichtigste da jetzt bei mir ist, ihr seht, das klebt nicht. Und das wollte ich euch zeigen. Nach 10 Minuten sind die rund. Und wenn sie eine halbe Stunde drin sind, dann waren sie rund. Zwetschgen gehen wir da drauf. Den Knödel setzen wir da in die Mitte. Tja, und so wird aus einem halbrunden Knödel wieder ein runder Knödel. So, und das ist nur ihr Schmalz. Jetzt gehen wir da so ein bisschen auf die Seite da dran. So, vielleicht nehmen wir noch mal ganz kurz die mobile Kamera jetzt für das Anrichten. Ein bisschen Zucker noch dazu. Ein bisschen Staubzucker. Dankeschön. Geben wir noch ein bisschen Staubzucker darüber. So. Und einen Knödel, den werden wir jetzt einmal so ein bisschen auseinanderreißen. Haben wir reißen wir, ja, reißen wir. Löffel, wir brauchen da zwei kleine. Zwei Löffel, naja. Man nimmt ja meistens zwei Löffel, wenn wir den einmal so ein bisschen auseinandernehmen. Wie ist in der Mitte? Fahren wir mal da so rein, also man sieht, ja, der ist richtig flaumig, der ist weich. Und wie gesagt, nach einer halben Stunde wird er ein bisschen oval. Nach 10 Minuten wäre er richtig. Wichtig ist, dass er schmeckt. Genau, das wirst du jetzt testen. Genau, ja. So, das war das Stichwort. Ich mache schon mal ein bisschen Küche sauber. Wir werden das jetzt einmal. Zack. Das zischt. Das zischt, genau. Da zischt die Arbeitsplatten. Ja, das ist schlecht. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Rose, pass auf, der ist sehr, sehr heiß. Der da, der ist nicht heiß, aber der ist heiß. Ja. Sehr gut. Ja, den genehmigen wir jetzt auch. Und was das Tolle ist, schau her, siehst du das? Was das Tolle ist, der klebt jetzt noch. Also der ist nicht angetrocknet. Und das ist das, was wir jetzt euch zeigen wollen. Also man sieht, der ist immer noch, da könnte man jetzt noch durch die Brösel das durchwälzen. So. So, das war es eigentlich. Ja? Ich würde sagen, fast alles ist gelungen, bis auf die Form. Haben wir es hingekriegt. Aber der Geschmack ist hervorragend. Tja, so. Zwetschgen. Wie spät haben wir es? 23.16 Uhr. Bist du da? Okay, naja, auch nicht schlecht. Aber es war lustig, die Zeit ist vergangen wie im Flug. Wie immer. Wir haben noch 70 Zuseherinnen und Zuseher. Das ist sensationell. Ist auch sehr gut. Die, vielen, was, die was munter sind, danke. Ja, die schon eingelaufen sind, auch danke, weil schaut gut aus, wenn 70 oben steht. Ja, Rosi, bitte komm zu uns. Rosi managt immer hinten alles. Die Rosi. Schaut hinten nach, ich hoffe. Rosi, komm in unsere Mitte. Gerne. Ja, da bitte, die Rosi. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Am 13. Dezember haben wir den Weihnachts-Livestream. Wie gesagt, ich werde heute oder morgen, es ist ja schon bald morgen, ein Posting verfassen in der Gruppe, wo ihr dann darunter eure Lieblingsgerichte posten könnt, die ihr gerne sehen würdet in dem Livestream. Freuen wir uns schon sehr für die Vorschläge. Wir schauen uns das dann alles an, wählen die besten 5 aus. Wir machen immer 5 Gerichte pro Livestream. Und ja, das heißt, in 2 Monaten ungefähr sehen wir uns wieder. Danke, Rosi. Danke, danke Franz. Martin. Danke, Kamera. Danke, Ton, wie immer. Es war ein hervorragender Livestream. Vielen Dank fürs Zuschauen. Franz, Rosi. Vielen Dank. Vielen Dank. Und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Schönen Abend.